So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Kemal Bozay bin ich. Kemal, was machst du? Ja, ich bin äh, vom Beruf her Politikwissenschaftler und Sozialwissenschaftler, arbeite an der Internationalen Hochschule. Ich bin Professor für Sozialarbeit und Sozialwissenschaften mhm. dort. Habe vorher an der Fachhochschule Dortmund gearbeitet als Vertretungsprofessor. Mhm. Bin ähm, Sohn der zweiten Generation einer Gastarbeiterfamilie, komme aus der Türkei, habe kurdische Wurzeln. Habe auch alevitische Wurzeln mhm. zu den Themen können wir gleich noch so einiges erzählen. Mhm. Ich bin hier groß geworden, aufgewachsen, mhm. habe hier erstmal die Hauptschule besucht, habe danach über den zweiten Bildungsgang Abitur gemacht und habe nach dem Abi studiert und promoviert das heißt, an wir, der Universität zu Köln. Das habe ich dich hier eingeladen, weil ich dachte, wir gucken wir reden mal nach der Wahl, wie immer sie auch ausgeht, über die Lage in der Türkei. Kennst du dich mit der Türkei dann auch aus? Ja, ich kenne mich so ein bisschen über die Strukturen der Türkei aus, habe zu dem Thema auch gearbeitet, ja. habe teilweise so ein bisschen über die Historie gearbeitet, aber auch über die aktuellen Themen und beschäftige mich seit Jahrzehnten auch mit verschiedenen Aspekten der Türkei, ja. mit äh, verschiedenen politischen Aspekten der Türkei und habe dazu auch viel publiziert. Ja, ich glaube, du untertreibst ein bisschen, du weißt nicht nur ein bisschen, du weißt, glaube ich, eine Menge. Du wurdest uns von vielen Seiten empfohlen. Gut, dann... Traue ich das und dann gebe ich auch mein Bestes heute. Fangen wir mal mit, mit, der, mit der, kurz mit dem Blick auf die Wahl an. Hast du mitgewählt? Ich kann nicht wählen. Ich bin äh, kompletter deutscher Staatsbürger, mhm. war bis 1998 äh, noch türkischer Staatsbürger und habe seit äh, 1998 auch die deutsche Staatsbürgerschaft angeworben und habe die Türkische abgegeben. Warum? Es hat zwei Gründe. Einmal Früh, relativ früh war ich der Meinung, wenn man sich für ein Land entscheidet, dann ist es wichtig, dass man dann quasi alle Rechte dort auch mit seiner Identität, mit der Wahrnehmung und so weiter vertritt. Mhm. Und war zu Beginn auch der Meinung, ähm, die doppelte Staatsbürgerschaft ist nicht unbedingt die richtige Strategie. Heute würde ich sagen, im Rahmen einer globalisierten Gesellschaft, wo viele Dynamiken sich ändern, die Gesellschaft moderner wird, wo mehrfach Identitäten ähm, nochmal eine ganz andere Dynamik und Rolle einnehmen, kann man auch Doppelstaatsangehörigkeit haben oder drei Staatsangehörigkeiten. Das ändert jetzt nichts an der Grundlage. Also ärgerst du dich jetzt nicht über deine Entscheidung damals? Ähm, manchmal ärgere ich mich, aber heute ärgere ich mich nicht mehr darum. Könntest du theoretisch... Jetzt wieder deine türkische zurückholen, wie man so schön sagt? Es gibt eine andere Situation. Meine Rechte habe ich ja nicht verloren. Das Einzige, was ich verloren habe, ist, dass ich quasi nicht mehr wählen kann, aktiv-passiv. Ja. Aber ansonsten habe ich einen Mavi Kimlik, das ist so ein blauer Nifus. So nennt man das im Türkischen. Und mit diesem blauen Ausweis kann man letztendlich in der Türkei auch äh, leben. Man kann dort irgendwie ähm, ah ja? Wohnungen kaufen, man kann bestimmte Dinge da auch regulieren. Also ich, das ich, heißt, ähm, oh. diese Rechte gehen dann nicht verloren. Siehst du, das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, wenn du quasi jetzt deinen türkischen Pass abgibst, dann hast du quasi die gleichen Rechte wie ich. Als, äh, als ich ich habe ja auch nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Also, du hast mehr Rechte in der Türkei, weil du aus der Türkei stammst. Also ja, was heißt eine, mehr ich Rechte? Ich kann nicht politisch wählen, aktiv ja. und passiv, aber ich kann zum Beispiel, wenn mein Vater mir was vererbt ja. oder wenn mein Urgroßvater mir was vererbt, dann kann ich diese, diese Vererbung äh, übernehmen. Beziehungsweise, mhm. wenn ich irgendwie dann sage, ich möchte nicht nur sechs Monate in der Türkei äh, leben, sondern möchte dann zehn Jahre oder länger da leben, dann habe ich die Gelegenheit, bestimmte Dinge in Anspruch zu nehmen. Das heißt, deine grundlegenden Rechte, mhm. die du mal hattest, außer die politischen Beteiligungsrechte, hast du dann noch ja. über diese Mavi-Kimlik. Vorher nannte man das Pem Pembe-Kimlik, das war so eine rosa Karte. Inzwischen ist das wie so ein Nifus, so ein Mavi, also so ein blauer Ausweisteil, mhm. den man dann nutzen kann, äh, wenn man dann in der Türkei ist. Übrigens ist es auch so, wenn man dann an der Grenze in die Türkei äh, fährt, muss man, fragt man dann, ob, ob ich diesen Ausweis auch habe. Ah ja, okay. Äh, äh. Wobei ich war jetzt die letzten sechs Jahre nicht in der Türkei. Warum? Ja, es ist sehr, aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben ja die Zeit erlebt, dass Journalisten, Schriftsteller, Kritiker, Oppositionelle, mhm. Intellektuelle, Professorinnen, die auch immer in türkei-kritischen Kontexten unterwegs waren, dass die ähm, nicht reingelassen wurden oder in der Türkei festgehalten wurden. Und die Hochschule hat mich gebeten, dann nicht mehr in die, also wenn ich dann in die Türkei fahre, dass ich da nicht mehr irgendwie zurückkommen kann, wenn ich da irgendwie türkei kritische Positionen habe. Und deshalb habe ich das jetzt die letzten fünf, sechs Jahre vermieden. Hast du Hinweise gehabt, dass dich Leute dort nicht mögen? Oder? Ja. Ach so. Also es gibt, ähm, es gibt ja. Insbesondere nach dem sogenannten gescheiterten Militärputsch 2016 gab es so eine große Welle von Meldungen, die auch in Deutschland in die Türkei gingen, wo man quasi zwar kein Verfahren in der Türkei hat, aber durch diese Meldungen ähm, bestimmten Hindernissen begegnet. Und deshalb habe ich das erstmal unterlassen. Ich hatte ein Buch geschrieben. Ähm, der neue Sultan, wo ich mich so ein bisschen auch kritisch mit Erdogans Machtpolitik auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich mich auch viel mit verschiedenen Lobbystrukturen auseinandergesetzt, die auch so ultranationalistische Perspektiven vertreten. Mhm. Und da sind so Punkte, wo ich auch sehr stark kritisch in den verschiedenen Medien, öffentlichen Diskursen aufgetreten bin. Das, das hat dann dazu geführt, dass ich da etwas vorsichtiger bin. Aber Erdogan hat doch jetzt, habe ich in den letzten Tagen immer noch wieder mitbekommen, Türkei ist eine Demokratie. Die, die müsste das halt aushalten, wenn auch mal der Präsident kritisiert wird, oder? Ja. ja, aber wir haben ja auch tatsächlich eine andere Entwicklung. Zum Beispiel nehmen wir mal an, Erdogan hat ähm, seine Balkonrede gehalten. Und hat in dieser Balkonrede beispielsweise auch gegen Kilich den Oppositionspolitiker, gehetzt, aber auch gegen den gerade in Haft sitzenden Selahattin Demirtas, den prokurdischen Politiker, mhm. der längere Jahre Co-Vorsitzender auch der HDP war. Mhm. HDP ist eine prokurdische linke Partei, ähm, die letztendlich auch im politischen Kontext unterwegs war. Und ähm, äh, Selahattin Demirtas war der Co-Vorsitzende und sitzt in Haft. Und er hat ähm, ganz klar gesagt, wenn er an der Regierung ist, wird, es nicht, wird er es nicht zulassen, dass Salatin Demirtaş ra rauskommt. Und Tausende haben skandiert, Hinrichtung für Demirtaş zum Beispiel. Und das sind so politische Kontroversen, wo man dann auf einmal sieht, Demokratie quasi ist nur so ein Deckmantel. Aber darunter verstehen, versteht man auch viele autokratische Einstellungsmuster oder darunter. Verbergen sich auch viele autokratische Einstellungsmuster, die ganz andere Praxiserfahrungen und auch Praxiskontexte produzieren. Aber ist, ist Erdogan für dich noch immer ein Demokrat oder ist das jetzt schon ein Autokrat, der sich quasi nur noch mit demokratischen Mitteln jetzt legitimiert hat? Ja, was heißt demokratische Mittel? Wenn wir uns die Wahlen angucken in der Türkei, dann sehen wir, dass das nicht ganz feine demokratische Mittel sind. Hm. Es ist zwar eine Wahl, ne, aber sie sind nicht fair gelaufen. Beispielsweise hat Erdogan durch sein System, was er in den letzten 20 Jahren etabliert hat, ja auch ein System etabliert, wo man ähm, sehr stark auch äh, für seine Partei und für seine Persönlichkeit bestimmte Dinge ähm, profitorientiert ne, mhm. dargestellt hat. Man sieht auch die Situation, dass beispielsweise der mit Vorteilen an den Wahlkampf gegangen ist mhm. und letztendlich das gesamte System für seinen Wahlkampf genutzt hat. Es gibt zum Beispiel Gesetze, wo er so viel ausgeben kann, wie er möchte für seinen Wahlkampf. Es gibt äh, Gesetze, wo er ganz klar das gesamte Apparat, ne, die Medien, die verschiedenen institutionellen Rahmungen für seinen Wahlkampf instrumentalisiert hat. Und das zeigt zum Beispiel, dass er nicht sehr stark mit demokratischen Mitteln agiert. Das andere ist natürlich, dass auch in seinem politischen Konzept nicht unbedingt immer demokratische Positionen sich widerspiegeln. Also. Ähm, Nehmen wir mal an, die Rückkehr von der Istanbul-Konvention, wo er sehr stark die Frauenrechte zementiert hat, wo er auch ganz klar die Rechte der LGBTQ-Bewegung zementiert hat, zeigen ja auch, dass er nicht mehr so mit demokratischen Mitteln, demokratischen äh, Kontexten agiert, sondern durchaus irgendwie äh, autokratische Einstellungsmuster in der Türkei stärker prägt. Hm. Ich habe gestern noch ein Video gesehen, wie er aus dem Auto gestiegen ist und äh, sehr zerbrechlich wirkt. Ich meine, das ist natürlich jetzt so, so, ein, so eine Videoaufnahme, aber ist, Wie alt ist er, Erdogan? Ja, ich glaube, der wird jetzt, der geht Richtung, Richtung 75, 80 zu. Ist, der wird alt. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass ähm, er die letzten Jahre krank war. Und wenn man den gesamten Wahlkampf anguckt ist er auch sehr schwach aufgetreten. Also sein Wahlkampf war nicht sehr stark wie früher, sondern krankheitsbedingt. Es gab mal ein Fernsehprogramm, wo der krankheitsbedingt unterbrechen musste. Es gab auch äh, Auftritte, wo er dann quasi bestimmte Dinge abgesagt hat, wo wir sehen, dass der auch geschwächt aus den Wahlen hervorgegangen ist. Es war ja auch eine knappe Entscheidung ja. mit 52. Ähm, zu 48 Prozent sehen wir auch eine knappe Situation. Das war vor 10 Jahren, 15 Jahren anders gewesen. Aber darum darum habe ich gefragt, äh, ob du mitgewählt hast, weil ich meine, äh, hat dich das nicht in den Fingern gejuckt? Also, angenommen, du hättest jetzt wählen können, du hättest wahrscheinlich. Genau, also äh, da, an dem Moment habe ich natürlich gedacht, äh, okay, mal, du, musst, du hättest ja auch mitwählen können, ja. aber leider hatte ich die Möglichkeit nicht. Und so geht es auch vielen zum Beispiel Menschen wie mich. Mhm. Die letztendlich demokratisch eingestellt sind und nur die äh, deutsche Staatsbürgerschaft haben. Mm. Also, ich kenne aus meinem Umfeld viele, die äh, in der gleichen Situation sind und nicht wahlberechtigt sind. Beispielsweise viele Leute aus dem konservativen nationalen Kontext haben damals diese Einbürgerung nicht wahrgenommen, mm. weil sie das viel mit ihrer Identität, mit dem türkischen Pass, mit der Verbundenheit zur türkischen nationalen Identität auch in Verbindung gesehen haben. Und deshalb haben wir da unterschiedliche Sichtweisen auch in den kulturellen Kontexten. Wir werden über hoffentlich alles jetzt mal gleich reden können. Ähm, falls ihr Fragen habt, dann gehen wir mal her damit in den Chat. Ähm, Hans wird die Fragen am Ende stellen, die ich jetzt vielleicht nicht gestellt habe. Wir werden noch irgendwie irgendwelche Sachen äh, entweder vergessen oder keine Zeit mehr dafür haben. Aber ganz kurz, äh, lass uns mal über deinen Werdegang reden. Du bist also wo bist wo kommst du her? Also, wo bist du her, äh, geboren? Und, und deine Eltern sind dann nach Deutschland gekommen. Als Gastarbeiter. Gut, ähm, ich kann ja so ein bisschen zu meiner Biografie was sagen. Ja. Ich bin 1969 geboren in ähm, ich bin geboren in Antalya an der Mittelmeerküste, aber wir kommen ursprünglich aus Malatya. Mhm. Das ist die Aprikosenstadt in der Türkei, auch ziemlich bekannt für seine Aprikosen, auch für seinen Aprikosenhandel insgesamt. Mein Vater ist 1968 nach Deutschland gekommen. Hat ähm, bei Ford erstmal als Industriearbeiter war er beschäftigt. Und Klassisch Ford, ja. Klassisches Mann, Ford. Mann, Mann. Äh, bis 1973 und hat äh, nach 1973 ähm, als Chemiearbeiter bei Bayer gearbeitet und ist dann quasi in Ruhestand gegangen bei Bayer. Ähm, ich bin in Köln und Leverkusen groß geworden. Und aber aber du, ähm, also, also Papa ist schon nach Deutschland gegangen, bevor du geboren wurdest. Und da, genau. Und dann gab es irgendwann die Entscheidung, äh, Kemal und Mama komm nach? Ja, wir sind ähm, mit meiner Mutter zusammen zwei Jahre später nach Deutschland gekommen und mein großer Bruder ist dann noch mal ein Jahr später gekommen. Mhm. War, 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 der, war der Plan deiner Eltern, okay, wir arbeiten jetzt mal ein paar Jahre in Deutschland, äh, verdienen gutes Geld und gehen dann wieder zurück? Genau, also viele äh, damals, viele sogenannte Gastarbeiter haben so die Idee gehabt, dass sie hier. Ähm, vom Landproletariat ins Industrieproletariat kommen mhm. und hier ihre Existenz aufbauen und darauf aufbauen quasi äh, Geld verdienen und wieder zurückkehren. Mhm. Ähm, mein Vater gehörte zu den Ersten, die auch die Familie zu sich geholt haben. Damals war es so, dass viele noch in einzelnen Heimen und Wohnheimen gelebt haben, äh, in Fortwohnheimen und anderen Wohnheimen. Mhm. Wir hatten relativ früh schon eine Familienzusammenführung gehabt und irgendwie... Ähm, Kurz bevor er in Ruhestand gegangen ist, hat er die Entscheidung getroffen, dass er seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland festlegen möchte. Und was hat Mama dazu gesagt? Mama hat das mitgemacht ja. und ähm, damit hat er die Entscheidung auch getroffen, dass er die ähm, Staatsbürgerschaft annimmt. Der hat die nicht ähm, wie ich 98, sondern er hat es nach 2000 angenommen, gemeinsam ja. mit meiner Mutter ja. und hat auch so die deutsche Staatsbürgerschaft angeworben. Was, was hat der Rest der Familie in der Türkei gesagt, dass er das macht, dass sie nicht zurückkommt? Das war eine Entscheidung, die mein Vater selber getroffen hat. Da hat er die äh, Familienstrukturen mit, gar nicht mit einbezogen. Aber das, was er jetzt gemacht hat, ist nach seinem Ruhestand hat er so ein bisschen äh, die Pendelmigrationsgruppe gespielt. Das heißt, er pendelt zwischen äh, der Türkei und Deutschland und ist sechs Monate, sieben Monate unten, kommt dann irgendwie für drei, vier Monate nach Deutschland, mhm. so dass er letztendlich beide Identitäten gerade hat. Du hast also das Wort Gastarbeiter gesagt, hast, hast du das in Anführungsstrichen gesetzt. Ja. Wie, wie, wie findest du das, den Begriff heutzutage? Der, der Begriff war auch schon damals kontrovers. <laughs> Sie waren ja keine Gäste im klassischen Sinne. Gäste, Frisch, die arbeiten, sind Gäste. Ja, um. Max Rich äh, hat ja mal so <laughs> die, diese berühmte Aussage verwendet, ne? wir haben Gastarbeiter gerufen, es kamen Menschen. Ja. Ich glaube, das ist auch so eine prägnante Aussage. Ich glaube, dass wir Gastarbeiter gerufen haben, es kamen Menschen. Aber es kamen mit den Menschen auch verschiedene politische, soziale, kulturelle Einstellungsmuster. Und mhm. damit hat natürlich die Gesellschaft sehr früh nicht nur die Arbeitskraft erkannt, sondern hat auch hinter dieser Arbeitskraft die Menschen mit verschiedenen sozialen, kulturellen, religiösen Einstellungen auch kennengelernt. Mhm. Und damit ist Migration mehr als nur Gastarbeit, weil man Gastarbeiter heißt ja Gäste. Kommt ja vom Gast. Gast muss ja bewertet werden, wie ein Gast behandelt werden. Ja. Aber sie waren ja keine Gäste im klassischen Sinne. Sie waren ja für das Industrieproletariat genutzte äh, Arbeitskräfte, die ja. ähm, eingesetzt wurden, weil der Bedarf hoch war in Deutschland. Mhm. Und damit hatten die auch keine Möglichkeit, in der ersten Stunde erstmal Deutsch zu lernen, ihre, ihr intellektuelles Bewusstsein weiterzuentwickeln, sondern sie sind gekommen und haben in zwei Tagen in der Industrie ihren Lebensmittelpunkt gefunden mhm. und haben als Industrieproletariat ähm, vom Land zur Stadtgesellschaft eine ganz andere Identität eingenommen. Ja, wir können gleich mal über deine Jugend nochmal reden, aber äh, habt ihr euch denn wohlgefühlt auch in Deutschland? Ihr habt wahrscheinlich in NRW irgendwo gelebt, mhm. also habt ihr Anfeindungen erlebt? Ich habe andere deutsch-türkische Gäste gehabt, da war es fast normal, dass man mal auch bedroht wird. Es ist unterschiedlich. Wir haben natürlich Diskriminierungserfahrungen gesammelt, Rassismuserfahrungen, relativ früh in jungen Jahren, mhm. weil letztendlich die Gastarbeiterkinder, die in Ballungsgebieten gewohnt haben, auch mit verschiedenen Stigmatisierungen rechnen mussten. Beispielsweise, wir wurden sehr früh alle in die Hauptschulen geschickt. Das war auch eine Entscheidung, die dann irgendwie in irgendeiner Weise politisch so getroffen war oder von verschiedenen Schulen in irgendeiner Weise initiiert wurde. Und über diese Hauptschulen haben wir dann über den, mehr über den zweiten Bildungsweg es hinbekommen, ähm, Abitur zu machen oder auch irgendwie zu studieren. Und mhm. in meiner Generation gibt es viele solcher Beispiele. Also, ich kenne Kollegen, auch die Professorinnen und Professoren sind, die auch über die Hauptschule gegangen sind. Weil damals äh, hieß es, alle türkeistämmigen Gastarbeiterkinder ähm, haben den Status Gastarbeiterkinder und sind quasi ähm, dafür ähm, vorbereitet, dass sie die Reserve für die Industrie spielen. Hast du das damals verstanden, als Kind schon, dass ihr da so ein bisschen diskriminiert werdet, oder nicht ein bisschen, ähm, sondern diskriminiert werdet? Und wahrgenommen so. ja, reflektiert nicht. Wahrgenommen in dem Sinne, ich habe gemerkt, ne, als wir dann im Elternabend saßen, meine Noten waren gut, hat die Lehrerin gesagt, aber der muss jetzt bei Bayer arbeiten. Ne? Das hm. war für mich zum Beispiel eine Form, die, heute würde ich sagen, das war institutionelle Form von Rassismus, naja. weil man da eine Entscheidung trifft, die letztendlich durch bestimmte Personen in einer Institution getroffen werden. Aber damals hat man das anders reflektiert. Also ich habe viel selber ähm, wahrgenommen und auch mich benachteiligt gefühlt in verschiedenen Situationen. Aber bewusst reflektiert habe ich das relativ später. Hast du mit den Eltern darüber sprechen können? Also hast du gefragt, warum das so ist? Oder? Äh, bei den Eltern haben wir so andere Dinge auch noch. Zum Beispiel, ich glaube, dass bei meinen Eltern ähm, auch die sprachliche Artikulation nochmal eine Rolle spielt. Mhm. Also sie haben sich... Ähm, durch ihre eigene Geschichte, dadurch, dass sie hier nicht zur Schule gegangen sind und so weiter, haben die zwar, wollten die, dass die Kinder was machen und dass die Kinder in der Gesellschaft als Aufsteiger herkommen, aber sie haben nicht die Möglichkeit gehabt, sich zu artikulieren, Widerstand zu leisten. Und das ist auch ein, ein Thema, was natürlich innerhalb der ersten Gastarbeitergeneration schon eine gewisse Rolle gespielt hat, weil ähm, sie wollten, hatten aber wenig Möglichkeiten. Und ich glaube, dass wir als zweite Generation ihr, ihr den Willen der ersten Generation wahrgenommen haben. Und dass wir auch darauf reagiert haben, indem wir gesagt haben: Wir studieren, ne, wir machen was anderes daraus. Und damit waren wir auch deren Stimme. Und das, was sie wollten, habe ich dann umgesetzt im klassischen Sinne. Papa war äh, bei Ford und. Äh, bei Bayer. Äh, also bei Bayer mhm. äh, was hat Modi gemacht? Meine Mutter hat bei der Stadt gearbeitet, als Reinigungskraft, okay. längere Jahre. Bei der Stadt Leverkusen hat auch irgendwie die ganze Zeit gearbeitet. Also mhm. es ist so, dass die auch irgendwie, ähm, zwar ähm, nicht Vollzeit gearbeitet hat, aber 30 Stunden hat sie in der Woche gearbeitet. Und äh, du bist dann auf die Hauptschule gegangen? Ich war erst mal in der Hauptschule. Hast du einen Abschluss gemacht? Ich habe meinen CMB-Abschluss gemacht, habe dann bei Bayer erstmal angefangen. Ach, tatsächlich? Ja, als hat, Papa hat, hat Papa den Job besorgt? Oder? Ähm, ja, ich habe mich äh, beworben, die haben ein Testverfahren gehabt. Als junge Arbeiter habe ich bei Bayern angefangen und habe danach gesagt, ähm, wenn ich jetzt anderen äh, aus, aus unserem Umfeld gab, es viele türkei Kinder, die ich dann auch unterstützt habe, ähm, dass die quasi äh, eine Ausbildung beginnen können bei Bayer. Ich habe hab mit denen dann... Ähm, Mathe gelernt und andere Dinge. habe ich gesagt, wenn ich das packe, dann kann ich ja auch äh, studieren oder Abitur machen. Was, was hast du bei Bayern gemacht? Ähm, ich habe ähm, als einfacher Chemiearbeiter, mhm. wir haben Farbpigmente <laughs> quasi äh, gelagert und haben das in den Fässern zusammengestellt und dann auf die Paletten gestellt und in die Produktion gebracht. Und, äh, war aber schon ganz klar, dass du mehr willst und studieren willst irgendwann? Ähm, das war meine Entscheidung. Also zum Beispiel, ah, ja. als ich... Abi machen wollte, habe ich meine Zeugnisse zusammengetan, also nicht meine Eltern, damals war ich 17 oder 16, 17, so um den Dreh, und bin zu den Schulen und habe mich selber beworben da, also nicht äh, mit meinen Eltern zusammen, sondern ich habe das alleine aus meiner Initiative. Haben die gemacht. Schulen nicht mit offenen Armen empfangen? Nee, einige Schulen haben gesagt, ja, das passt nicht und so. Ähm, ich habe dann nachher ein ähm, Aufbaugymnasium gefunden. Und über das Aufbaugymnasium habe ich die Gelegenheit bekommen, bestimmte Dinge schneller nachzuholen. Mhm. Und Abi war dann auch kein Problem? Ja, Abi habe ich hinbekommen mhm. mit einem guten Durchschnitt. Habe danach auch angefangen ähm, zu studieren. Ich wollte Journalist werden. Ich, ich wollte ich. fragen, was war, was war der Plan dann? Ähm, ich hatte damals, als ich ähm, Abi gemacht habe und auch in der Hauptschule, habe ich in der Schülerzeitung gearbeitet. Wir mhm. haben zwei Schülerzeitungen äh, produziert. Ich war ähm, als ich Abi gemacht habe, dann auch ähm, so ein bisschen in der Chefredaktion der Schülerzeitung gewesen. Und, ähm, die Idee war: Ich will Journalist werden. Mhm. Und daraufhin gab es aber 1990 die Situation, dass man Journalismus in Deutschland nicht überall studieren konnte. Es war in Dortmund und in München konnte man das studieren. Und ich äh, habe mich dann in ähm, und habe da eine ganz andere Erfahrung gesammelt. Habe mich in Dortmund dann angemeldet und habe dann ein Volontariat damals im Hauptstadtbüro der Taz gemacht in Bonn, ähm, vier Monate erstmal ein Praktika, wo, wobei diese Anmeldungsverfahren natürlich nochmal eine Rolle gespielt haben und wollte äh, quasi Journalismus studieren und dann haben die gesagt, nee, nee, wir haben die Ausländerquote, ja. wir können jedes Jahr nur zwei Ausländer aufnehmen. Ähm, daraufhin gab es von meiner Seite aus ähm, die erste Reaktion, weil wir waren ja Bildungsinländer. Aber es gab damals noch die Regelung, hm. dass wir als zweite Generation, die hier studiert und Abi gemacht haben, auch immer noch in dieser Ausländerquote bemessen wurden. Und ich weiß, dass wir damals Unterschriften gesammelt haben. Wir haben an der Uni Köln hatte ich dann irgendwie mit dem Rektor Gespräche, habe einen Antrag an, an die Hochschulrektorenkonferenz gemacht, an die Kultusministerkonferenz, KMK, hm. HRK und irgendwann ist das verändert worden. Also das war aber äh, ich glaube 92, 93. Aber es war zu spät für dich. Also ich war dann nicht mehr davon betroffen. Und dann kam als Alternative Politikwissenschaften? Genau, ich habe dann als Alternative Politikwissenschaften, Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaften studiert. Warum? Also ähm, und irgendwann habe ich dann gesagt, ich, ich wechsle zu Germanistik. Ja. Weil, weil alle gesagt haben, wenn du Journalist sein möchtest, dann kannst du auch Politikwissenschaften, Germanistik und was anderes studieren. Und deshalb habe ich meine Studienrichtung anders gestaltet. Jemand bereut? Nee im Nachhinein nicht weil man da noch nochmal äh, vielfältige Bereiche kennengelernt hat. Also ich habe nachher auch journalistisch gearbeitet, also ich habe für die Taz geschrieben, nachher auch für andere Medien, habe dann auch für türkischsprachige Medien gearbeitet, so dass ich meine medialen Erfahrungen gesammelt hab. habe. Haben deine Eltern nie gesagt, okay, mal, was, was, was willst du damit machen? Warum, äh, mach doch mal was Ordentliches oder so. Nee, meine Eltern haben äh, interessanterweise immer meine Entscheidungen mit unterstützt. Ah ja. Also es gab vom Elternhaus her nie so den Druck, dass man gesagt hat, du musst jetzt Medizin studieren, Jura studieren oder irgendwie Ingenieurwesen studieren oder so, sondern ich habe meine Entscheidung selber getroffen und meine Eltern haben diese Entscheidung immer unterstützt im klassischen Sinne. Mhm. Ne? Ähm, dahin, dahinter stehen natürlich auch so bestimmte Dinge, wo sie auch selber nicht wussten, was ist das überhaupt? Weil wenn meine Eltern dann in der Nachbarschaft erzählen mussten, dass ich Politikwissenschaften und Germanistik studiere, dann hat das keiner verstanden. Ja. Und meine Mutter hat mich mal gefragt, was ist das denn genau? Was kann man denn damit machen und werden? Mhm. Ne, weil letztendlich, wenn man dann quasi zur Nachbarschaft geht, muss man ja der Nachbarschaft sagen, was der Sohn quasi damit werden kann. Und da, irgendwann habe ich gesagt, ich werde damit Bundeskanzler. Und dann war, hat, hat sie gelacht. Aber das war für sie greifbar. Weil man dann quasi, wenn man Politik studiert, auch in den Bundestag ziehen kann oder ah. auch Bundeskanzler werden kann. Was äh, du gesagt also Na Nachbarschaft. Aber war Ironie okay. Nachbarschaft, also auch so in der Umgebung Leute, die auch in unserer Nachbarschaft gewohnt haben. Wir war, waren äh, in Arbeiterwohnsiedlungen, haben wir Ich, ich wollte gerade fragen, waren, waren das auch äh, Türken? Es waren auch viele türkei dabei, die in den Arbeitersiedlungen in den sogenannten Bayerwohnungen haben wir gewohnt. Ähm, da Bayer, haben wir, ja, das waren Bayerwohnungen, das waren Industriewohnungen. Ja. Ähm, es war Interessanterweise, als wir in Köln gewohnt haben, haben wir in der Nähe von der Kolbstraße, das ist so ein Ballungsgebiet, wo viele türkeistämmige Migranten wohnen, gewohnt. Und als wir dann nach Leverkusen umgezogen sind, hat uns Bayer eine Wohnung gestellt. Das war für uns eine Revolution mit einer Familie sechsköpfig, 60 Quadratmeter Wohnung. Vorher haben wir in einem Raum mit sechs Leuten gewohnt und haben keine Wohnung damals gefunden in den 70ern hm. und das war für uns quasi eine sehr neue Situation das hat uns damals Bayer ermöglicht im ihr Rahmen war, der Bayer Wohnung ihr wart zu sechs in einer 60 Quadratmeter Wohnung mhm. das war viel das für war Luxus uns für euch äh, das? war das ein Luxus nachdem wir aus einer Einzimmerwohnung in eine Dreizimmerwohnung umgezogen sind wow. mhm. äh, habt ihr dann äh, keine Ahnung, ihr habt ja auch Urlaub gehabt und so weiter seid ihr dann in die Heimat geflogen wir haben damals konnte man ja nicht fliegen, fliegen war teuer. Ach so, wir sind immer gefahren. Ähm, ja. ja, es gab also zwei, drei Tage. In, dann, also. Ja, drei Tage waren wir unterwegs. Durch das, ähm, wir sind quasi über Bayern, also wenn wir von NRW kamen quasi Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, dann über Österreich, die ehemaligen Jugoslawien, mhm. dann über Bulgarien, Kapokule, das, das war der Teil, wo wir dann quasi äh, Richtung Edirne und Istanbul gefahren sind. Mhm. Von dort aus mussten wir dann noch mal 1500 Kilometer in das Landesinnere fahren, bis wir ankommen, wohin wir wollten. Das hat immer so drei, dreieinhalb Tage gedauert. Aber dann seid ihr auch ein paar Wochen geblieben, oder? Ja, ja. Das, das waren ja. immer so. Ich, ich, fünf Wochen. ich bräuchte allein von den drei Tagen dann Urlaub erstmal. Fünf Wochen waren wir dann immer unten. Mhm. Und wir sind jetzt nicht jedes Jahr gefahren, mhm. aber jede zwei Jahre sind wir äh, in die Türkei gefahren. Ähm, 1980, nach dem Militärputsch, hatten wir so einen so Bruch gehabt, ähm, wo mein Vater unsicher war, ob er in die Türkei fahren möchte wo er keine Probleme ähm, haben wollte. Und wir sind in der Zeit dann ein paar Mal woanders hingefahren. Interessanterweise zum ersten Mal haben wir dann einen Urlaub in Dänemark gemacht. Na ja. ähm, 83 oder 82 war das gewesen und haben andere Orte kennengelernt. Ähm, war deine Familie, weil du meintest, ihr, ihr kommt auch vom Land. Und mhm. äh, viele kommen, sind ja in Deutschland würde man vielleicht sagen, so bildungsferne Schichten haben, haben, haben die Deutschen sich geholt cool an Gastarbeitern. Mhm. Äh, kann auch natürlich ein Grund sein, vielleicht wenn wir später über Erdogan und die äh, Deutsch Türken, die heutzutage Erdogan wählen, kann ja auch, da irgendwie auch mit zusammenhängen, was ich zum Beispiel von Dennis Yucel äh, in meinem Interview mit ihm gelernt hatte. Aber War deine Familie religiös? Oder wart ich, ihr wart ihr auch bildungsfern? Ähm Vielleicht zu meinen Eltern. Mein ja. Vater hat fünf Jahre die Schule besucht, mhm. also bis zur Mittelschule und musste dann abbrechen. Und meine Mutter hat nur zwei Jahre die Schule besucht, wobei das war immer so mit Brüchen. Sie hat nachher Lesen und Schreiben von uns gelernt, von den Kindern. Ah, ja. ähm, und ähm, man kann sagen, dass auch unsere Familienstrukturen aus Bildungsfernschichten kamen. Mhm. Das war bei meinem Großvater anders. Der hat zum Beispiel, das, war, das hat mich auch als Kind immer fasziniert. Der, der lebte als Landarbeiter, aber der war ein sehr belesener Mensch gewesen. Er hatte damals die Chancen nicht gehabt, die Schule zu besuchen, mhm. hat aber Lesen und Schreiben gelernt und mhm. hat damals zum Beispiel die gesamten russischen Klassiker gelesen, von Tolstoi bis hin zu anderen Klassikern. Ja. Also es war, ähm, der war ein bewundernswerter Mensch. Ja. Obwohl er Landarbeiter war, war er sehr belehrt und sehr wissend. Das heißt, auch Menschen in bildungsfernen Schichten haben Gelegenheiten natürlich für sich bestimmte Dinge zu machen. Und er war einer, der auch viel mit Literatur sich auseinandergesetzt hat. Aber ich meine, du kennst wahrscheinlich auch, es ist dein Themengebiet, dieses Stereotyp, naja, also diese bildungsfernen Schichten, die wir uns nach Deutschland geholt haben, diese Gastarbeit, das sind die, die heutzutage dann immer noch Erdogan wählen. Also sind deine Eltern, bist du du bist ja jetzt ja kein Erdogan-Wähler, also kannst es ja eh nicht, aber deine, deine Eltern und so weiter? Ja, meine Eltern, äh, wir kommen nicht aus einer religiösen Familie, mhm. beziehungsweise ähm, Malatya ist von der Region her auch eine Region, wo ähm, im ethnographischen Kontext... Ähm, Viele Nationalitäten ähm, in der Historie zusammengekommen sind. Also zum Beispiel, man sagt, ein Drittel der Menschen, die aus Malatya kommen waren, haben armenischen Ursprung gehabt. Ja. Ne? Wir haben in Malatya eine sehr große Gruppe von Alevitischen. Ähm, Bürgerinnen und Bürger, das heißt Menschen, die nicht sunnitischen Islam angehörten, sondern auch einen liberalen, fortschrittlichen Religionskontext hatten. Ähm, wir haben durch die Aufklärungsbewegung ähm, auch in Atatürk-Zeiten so wichtige Namen äh, wie Ismet İnönü, der ja nachher auch, Sogenannte nationaler Chef in der Türkei war, der auch aus Malatya kam, sodass in der Region auch bestimmte Aufklärungselemente eine Rolle gespielt haben. Also, das heißt, man kann nicht immer klassischerweise sagen, Menschen aus bildungsfernen Schichten, sie sind nicht homogen, mhm. sie sind auch heterogen. Mhm. Ich bin heute auch der Meinung, dass Menschen aus bildungsfernen Schichten auch einen Habitus haben. Sie haben auch eine Idee, sie haben auch eine Position, sie haben auch einen Standpunkt. Ne? Wichtig ist, inwieweit Menschen die letztendlich aus ländlichen Regionen äh, kommen, bewusst auch immer in den ländlichen Regionen konservativ gehalten wurden. So. Ne, das heißt, durch bestimmte Mittel, Propaganda, durch bestimmte Institutionen auch immer mit diesen konservativen Gedanken gut in Verbindung standen. Und ich glaube, dass da noch mal eine ganz andere Unterscheidung vorzunehmen ist. Hm. Du hast dann studiert, ähm, hast mhm. du dann quasi in deinen Politikwissenschaften... Nur quasi über so das deutsche Politiksystem gelernt oder hast du dann auch über mhm. äh, Türkei ähm, was erfahren? Oder hast du dich da selbst weitergebildet? Okay. Ähm. Selbstbildung ist hier sehr stark im Fokus. Ja. Wir hatten damals im Rahmen des Studiums kaum Möglichkeiten Bildungsveranstaltungen oder auch Veranstaltungen zur Türkei zu besuchen. Es waren auch sehr theoretische Veranstaltungen. Ich habe zum Beispiel meine erste Veranstaltung war, als ich international was gemacht habe, zu Lateinamerika gewesen zum politischen System. Wir haben das politische System der USA, Großbritannien, Frankreich verglichen. Das waren so Dinge, die im ja, ja. politikwissenschaftlichen Studium eine Rolle gespielt haben. Und ich hatte eine Veranstaltung besucht zu Südost, äh, Südafrika. Mhm. Apartheid-Politik, das war auch im Grundstudium so ein ähm, pro so nannte man das früher, wo man sich nochmal mit so verschiedenen Inhalten der Apartheid-Politik auseinandergesetzt hat. Zur Türkei habe ich ähm, damals keine Veranstaltung besucht, weder ähm, in der Promotion noch in. Studium Politikwissenschaften Master. Aber hat dich das nicht interessiert? Doch, äh, mich hat das interessiert, so dass ich beispielsweise selber mit äh, verschiedenen Facetten der Türkei mich auseinandergesetzt habe. Ich habe dann auch interessanterweise meine Magisterarbeit zu dem Thema geschrieben, mhm. nämlich zum Thema Exil Türkei. Das ist eine Facette, die im Kollektivbewusstsein in Deutschland kaum bekannt ist. Ich habe mich mit den deutschen Exilanten in der Türkei auseinandergesetzt, die 1933 geflüchtet sind in die Türkei. Und dort beispielsweise die Hochschule aufgebaut haben. Ähm, interessanterweise gibt es auch viele Biografien, beispielsweise Ernst Reuter, der nachher Oberbürgermeister von Berlin war. Der war zum Beispiel einer der Exzellenten und ist in den 30ern in die Türkei geflüchtet und hat in der Türkei ähm, beispielsweise in Ankara die Politikwissenschaftliche Fakultät aufgebaut. Ich Fritz gesehen. Neumark, viele Anthropologen, ähm, Bruno Taut, Atatürk-Katafalk ist das erste Katafalk, was entstanden ist. Das haben die Deutschen aufgebaut. Sie haben, ähm, man, äh, der Fritz Neumark hatte ein Buch durch, durch das Land Bosporus. Da sagt er, das war die beste deutsche Universität in Istanbul gewesen, damals. So dass letztendlich die Emigranten einen wichtigen Beitrag geleistet haben in den 30ern, 40ern, dass eine moderne Hochschule in der Türkei aufgebaut wurde. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich mein, ich, und, und dabei komme ich, ich komme ja, ich bin aus Malchin, also MacPom, und unsere mhm. Nachbarstadt, ich bin quasi 20 Jahre neben Stoffenhagen groß geworden, Stoffenhagen ist die ernst stadt und ich habe nicht gewusst, dass der ins Exil in die Türkei gegangen ist. Warum, warum ist das in Deutschland Zum kein Zum Beispiel Thema? Der, der Edzard Reuter, der Sohn von Ernst Reuter, der spricht auch sehr gut Türkisch. Ja, ja. Der ist in der Türkei sozialisiert. Der war ja nachher Mercedes-Chef gewesen längere Jahre. Ist auch einer der wichtigen Persönlichkeiten. Als Ernst Reuter wieder nach Berlin zurückkam, hat er ja als ähm, kandidiert für den Oberbürgermeister. Und dann hatten die Medien eine Kampagne, kein Türken als Oberbürgermeister in Berlin. Was? Das, ja Das war damals so eine negative Schlagzeile in den Medien. Aber das ist zum Beispiel eine Facette, die im Kollektivbewusstsein in Deutschland kaum ähm, Anspruch findet und auch kaum Platz eingenommen hat. Wie erklärt ihr das? Das hat unterschiedliche Gründe. Ich glaube, einmal ist es so, dass äh, bestimmte geschichtliche Dinge ähm, sehr stark in eine Richtung geprägt sind, also dass man gerne über Exil in den USA berichtet. Oder Exil in den Nachbarländern berichtet, aber wenig Exil im Nahen Osten berichtet. Zum Beispiel, manche sind nach Palästina auch zum Beispiel geflüchtet oder auch in andere Städte mhm. oder in andere Länder. Aber wir haben mehr so den US- und europäischen Raum im Exil sehr stark im Blick. Eine und westliche Brille. Genau, die westliche Brille. Und in der Türkei war es so, dass ab 1933 ähm, im Grunde genommen ähm, eine Bildungseinrichtung gegründet wurde in, in der Schweiz. Dort hat dann quasi ein Professor äh, eine Liste von Exilprofessoren zusammengestellt und Wissenschaftlern. Um die 1000 Leute waren es gewesen. Und die haben in Ankara und in Istanbul gearbeitet. Hast du die haben die Fakultäten aufgebaut. Ja. Und Atatürk hat natürlich diese Zielgruppe auch gebraucht, weil 33 ist die... Osmanische Hochschule und Universität liquidiert worden, weil er ein modernes System entwickeln wollte und hat dieses moderne System letztendlich mit den Hochschulwissenschaftlern aus dem deutschsprachigen Raum entwickelt. Ähm. Hast, hast du jemals irgendwie an einer türkischen Hochschule irgendwie ähm, entweder gearbeitet, gelehrt, studiert? Ähm, hatte ich das? Gelehrt nicht. Ich habe aber Austausch gehabt. Ja. Ich habe ähm, bestimmte Hochschulen besucht, Universitäten besucht, mhm. äh, auch fachlichen Austausch. Habe mal einen Vortrag gehalten, aber ich habe da selber nicht gelehrt. Mhm. Äh, du hast dann ja noch dissertiert. Hast eine Doktorarbeit geschrieben da, äh, ja. zum Thema. Ich habe mir das aufgeschrieben: Re-Ethnetisierung und Renationalisierung deutsch-türkischer Jugendlicher. Genau. Wie bist du auf das Thema gekommen? Ich habe sehr früh erkannt, dass viele türkeistämmige junge Menschen hier sich immer mehr zurückziehen mhm. und neue Identitäten suchen. Und ich habe schon relativ früh, in Ende der 90er, Anfang 2000er, erkannt, dass es so eine Rückbesinnung auf neue nationalistische Identitäten gibt, die auch sehr stark von bestimmten Community-Strukturen gefördert werden. Und deshalb habe ich versucht so ein bisschen die Ursachen und Faktoren zu analysieren, warum junge Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind, ihren Lebensmittelpunkt hier haben, auch fast gar nicht türkisch reden, auf einmal neue türkisch-nationale Identitäten rekonstruieren. So sagt man das in der Wissenschaft. Und ähm, im Zuge dessen habe ich Interviews geführt mit Jugendgruppen und habe im Rahmen der Interviews versucht herauszukristallisieren, warum junge Menschen... Diese Identitäten für sich wahrnehmen und warum diese Identitäten für junge Menschen äh, interessant sind. Und habe herauskristallisiert, dass einmal ähm, der Faktor eigene Diskriminierungserfahrung, Rassismuserfahrung auch dazu führen kann, dass man in dieser Gesellschaft nicht ankommt, dass die Gesellschaft diese Menschen auch nicht akzeptiert und anerkennt. Also dass man quasi auch sozusagen Modernisierungsverlierer in der Gesellschaft ist. Und auf der anderen Seite, dass im Grunde genommen diese, diese diese Fremdethnisierung, dass man künstliche Mauern gegenüber dieser Zielgruppe äh, erstellt, auch dazu führt, dass sie sich zurückziehen in ihre sogenannten ethnischen Nischen. Und innerhalb dieser ethnischen Nischen neue Identitäten entstehen können, die sehr stark in den nationalistischen Vereinstrukturen oder in diesen religiösen Einrichtungen in irgendeiner Weise hergestellt werden. Das heißt, dass man dann beispielsweise auch in nationalistische Vereinstrukturen der grauen Wölfe zurückgeht. Weil die dann sagen, egal was du erlebt hast, welche Diskriminierungserfahrung du gesammelt hast, du bist hier bei uns willkommen. Und damit wird auch eine neue Identität vermittelt. Und das machen auch die religiösen Einrichtungen. Und das habe ich in meinen ähm, Konzepten als eine Form der Fremd- und Selbstethnisierung beschrieben. Das heißt, desto mehr die dominante Mehrheitsgesellschaft Menschen ausgrenzt, ausstoßt, künstliche Mauern aufbaut, mhm. diskriminiert. Ne? rassistisch behandelt, desto mehr führt es dazu, dass natürlich auch Menschen, die dann ihr Vertrauen in die gesellschaftlichen Werte verlieren, sich zurückziehen und neue Identitäten zwar in Deutschland wahrnehmen, aber in diesen sogenannten Strukturen ähm, der nationalistischen Vereine oder in den Strukturen anderer Strukturen und Lokalitäten wahrnehmen, so dass da auch ganz klar eine Reaktion auf die eigenen Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen auch Entstehen können, dass sie sich zurückziehen. Das ist immer eins am anderen. Mhm. Äh, wann hast du das gemacht? Vor 20 Jahren, deine Doktorarbeit? In etwa, ne? Ja, 2003 ist sie erschienen. Genau. Gilt das, was du damals ähm, erforscht hast, was du damals aufgeschrieben hast, heute immer noch? Damals war es so, ich habe die Anzeichen erkannt, heute ist es vertiefter der Fall. Aha. Ähm, ich kann das auch begründen. Ja. Damals war es so, als ich diese Studie gemacht habe, haben mich viele kritisiert, ja, du machst die Community damit schlecht, ne? was willst du damit denn erreichen und so. Es gab so ein, eine große intellektuelle Schicht und Gruppe, die gerne über Migration und Integration diskutiert hat, aber über diese negativen Facetten gar nicht diskutieren und reden wollte. Mhm. Und ich habe damals relativ früh gesagt, man muss auch diesen Diskurs öffnen, weil dieser Diskurs wird uns die nächsten 10, 20 Jahre stärker begleiten. Und damit erleben wir heute quasi durch die Autokonvois und durch die verschiedenen Mobilisierungen ähm, ja auch Situationen, wo junge Menschen, die ähm, hier geboren und aufgewachsen sind, auf einmal neue nationalistische Identitäten wahrnehmen. Und das ist ein Produkt oder ein Prozess, den ich relativ früh erkannt habe, mhm. der aber heute noch mal eine ganz andere Facette und Bedeutung eingenommen hat. Wie hast du das rausgefunden, was du da rausgefunden hast? Bevor wir dann nochmal drüber reden. Um, ähm, und habe ich das in Solingen. Ich war damals ähm, Anfang der 20er und ähm, als wir eine Zeit lang in Leverkusen gewohnt haben, das ist in der Nähe von Solingen, als 1993 ähm, der Brandanschlag war, war ich in Solingen und habe ähm, als junger, jugendlicher, mega Jugendlicher der zweiten Generation diese Vorfälle sehr emotional auch mit beobachtet, wahrgenommen. Übrigens auch am nächsten Tag nach dem Vorfall war ich morgens da und ne, auch mit anderen Freunden zusammen. Und wir haben die gesamte Zeit, habe ich dann eine Woche lang in Solingen die verschiedenen Netzwerke, Aktivitäten beobachtet. Und es gab ähm, eine kollektive Wut. Ähm, es gab eine kollektive Wut von vielen Türkeistämmigen, die diese Wut dann auf die Straße getragen haben. Und innerhalb dieser kollektiven Wut habe ich beobachtet, dass es. Ähm, politische Netzwerke gibt, die das dann instrumentalisiert haben. Mhm. Die Grauen Wölfe zum Beispiel. Also ähm, Ablegerstrukturen der Grauen Wölfe, die dann quasi da diese Wut für sich politisch instrumentalisiert haben und da im Grunde genommen die jungen Menschen nicht nur im Kampf gegen Rassismus, sondern eher für türkisch-nationale Identitäten Werte versucht haben zu gewinnen. Und ähm, die Medien, es gab dann auch Auseinandersetzungen, wo dann ähm, türkische Extremrechte Demonstrationen angegriffen haben von fortschrittlichen Türkeistämmigen, aber auch von deutschen Antirassisten, Antifaschisten. Mhm. Es gab in so Dingen Vorfälle und die Medien haben immer so den Tenor aufgeworfen, rivalisierende türkische Gruppen bekämpfen sich und hat aber nie genannt, wer sind diese rivalisierenden türkischen Gruppen. Und das mhm. hat dann dazu geführt, dass ich diese Beobachtung vertieft habe und ab dann mich stärker mit, dem, mit der Frage auseinandergesetzt habe, wie in Jugendcommunities auch extrem rechte nationalistische Einstellungsmuster bei türkeistämmigen Jugendlichen sich etablieren können. Und heute können wir sogar sagen, dieses Phänomen ist nicht nur ein Phänomen für türkeistämmige, sondern wir erleben dieses Phänomen auch in anderen migrantisierten Jugendmilieus sehr stark, dass so ethnische Besinnungen stärker geworden sind. Ne, bei Kroatischen Jugendlichen, serbischen Jugendlichen, albanischen Jugendlichen. Also wenn wir uns mit den verschiedenen Jugendmilieus aus der soziologischen Perspektive auseinandersetzen, diese Rückbesinnungselemente auf eigene kulturelle, nationale Werte sind stärker geworden, obwohl die jüngeren Generationen schon in der dritten, vierten Generation ihren Lebensmittelpunkt hier haben. Du hast gerade gesagt, du hast eine kollektive Wut damals, genau. Worauf waren die Türkischstämmigen Menschen wütend auf den deutschen Staat, auf die, äh, keine Ahnung, deutsche, also die Polizei, weil das nicht verhindert wurde, auf die Nazis? Äh die Wut hatte so zwei Seiten. Eine Seite hat natürlich die Wut, dass diese Wut gegen diesen Vorfall war, mhm. gegen die Nazis, die das angerichtet haben, ne, gegen die Nazis, die jahrelang auch ausgeblendet waren, gar nicht ein Thema waren. Und man hat das auch versucht zu individualisieren. Das war eine kleine Gruppe von Jugendlichen, die das nicht wussten und so. Und da gab es eine Wut gegen das kollektive Gedankengut, dass man gegen Rassismus und gegen die Nazis da eine Position einnimmt. Die andere Wut war auch gegenüber einer politischen äh, Elite in Deutschland. Die dieses Thema als ein Ausländerthema stigmatisiert hat. Beispielsweise wissen wir, dass nach Mölln ähm, Helmut Kohl nicht nach Mölln gekommen ist und gesagt hat, er braucht keinen Mitleidstourismus. Und das sind so Dinge, die haben äh, in unserer Biografie festgesessen. Das heißt, viele Politiker sind nicht nach Solingen gekommen hm. oder nach Mölln gekommen oder waren nicht in, in Hoyerswerda und, und haben letztendlich dieses Thema versucht. Auszublenden aus dem Diskurs. Und das sind so Dinge, die haben in der zweiten, dritten Generation tiefe Spuren hinterlassen. Und hat, die haben auch dazu geführt, dass es auch nur Wut auf das System gab. Auf das System. Was jahrelang Rassismus, Diskriminierung äh, in irgendeiner Weise ausgeblendet hat, auf das System, ähm, was jahrelang äh, rassistische Tendenzen, neonazistische Organisationen verharmlost hat. Und das war eine Wut, die sich in Solingen, ähm, als ich 20 war oder Anfang 20 war, stärker sichtbar gemacht. Warst du auch wütend? Ja, also man kann sagen, ich hatte auch diese Wut. Aber du, du hast dich jetzt nicht instrumentalis äh, instrumentalisieren lassen. Du bist jetzt irgendwie nicht bei den grauen Wölfen Nein. gelandet. Äh, warum war es bei dir anders? Ähm, Oder bei, bei, vielen, äh, bei vielen anders? Ja, ich habe mich ähm, sehr stark in verschiedenen antirassistischen Initiativen äh, aktiv betätigt, relativ früh schon. Ich war damals auch im Aster gewesen. Das, hat, das war so das... So, Anfang des Studiums war es gewesen, wo ich dann quasi diese Aktivitäten 93 mit begleitet habe. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann äh, den Widerstand gegen Rassismus nicht nur als einen türkischen nationalen Widerstand empfunden habe, sondern es ist ein gemeinsamer Widerstand, den die gesamte Gesellschaft äh, führen muss, weil mhm. Rassismus nicht nur ein Migrationsthema ist, sondern ein gesellschaftliches Phänomen für alle Gruppen mit ja. einbezieht, so dass man auch in der gesamten Gesellschaft dagegen angeht. Und das war in meinem Bewusstsein stärker verankert und deshalb war ich zum Beispiel, als ich in Solingen war, als der Solinger Appell damals initiiert wurde mit dabei und so, wir haben, also wir haben versucht mit Jugendgruppen dort auch irgendwie so zu arbeiten, dass man auch ähm, gegen Rassismus gemeinsam angeht und nicht irgendwie sich abspaltet und homogenisiert in andere Richtungen. Aber jetzt hast du auch gesagt, es gab Gruppen, die diese kollektive Wut mhm. äh, auch instrumentalisiert haben und ausgenutzt haben und mhm. sich gesagt haben: Okay, jetzt hier, wir holen die, wir holen die mal her. Äh, unter anderem die Grauen Wölfe. Hast du das schon ein paar Mal gesagt? Erklär doch mal für Leute, die davon noch nie gehört haben, die auch nicht den Verfassungsschutzbericht lesen. Äh, was, was, sind, was sind die Grauen Ja, ich kann ja mal kurz dazu was sagen. Ja. Es gibt keine Organisation mit dem Namen Grauen. Wolf. Okay, es gibt keinen Chef, ist, keinen Vorsitzenden der Grauen Nein, Wirf, nein es den, gibt den keine Oberwolf. Organisation mit dem, mit dem Namen. Okay. Ähm, alle rechtsextremen Bewegungen haben Mythologien. Ähm, es gibt legendäre Mythologien, die sehr stark Macht, Militanz einer Bewegung ausmachen. Und der türkische Rechtsextremismus der hat sich von Anfang an mit der Mythologie des Grauen Wolfes identifiziert. Und hat das auch umschrieben. Also wir kennen die Mythologie des Wolfes mit Remulus Romulus. Mhm. Aber wir haben in der Türkei, gerade auch in den Türke-Republiken, eine Mythologie, die besagt, es gibt ein legendäres, äh, legendäres Tier, der graue Wolf. Der hat die türkischen Stämme vor der Unterjochung des ausländischen Feindes an der chinesischen Mauer auch teilweise im Ärgernekotal gerettet und bis nach ähm, über Asien bis nach Anatolien geführt. Und damit ist der Graue Wolf, auch Redelsführer und Befreier des Türkentums. Und damit versucht man auch ähm, nochmal so eine Mythologie einer Bewegung mit Militanz und anderen Dingen in Verbindung zu bringen. Das hört an. sich eher nach Märchen an. Ja, mhm. aber Mythologien sind immer erzählte Geschichten. Ja, ja. Auch beispielsweise die heidnischen Geschichten des Hakenkreuz bauen auch auf mythologische Elemente auf. Oder hm. bestimmte Symboliken des Frankismus bauen auch auf Mythologien auf. Oder wenn wir das Fastio des italienischen Faschismus, dieses Beilsehen, das hat ja auch so mythologische Elemente, die immer weiter erzählt werden. Also das heißt, es gibt eine Identifikation und Menschen können mit dieser Identifikation ihre eigenen Geschichten auch verbinden. Und als ich beispielsweise Interviews mit jungen Menschen geführt habe, habe ich auch gefragt, warum identifizierst du dich mit dem grauen Wolf? Da, da waren so Aussagen: Der Wolf, der ist frei, den kann man keine Ketten anlegen, genauso wie den Türken. Der muss immer frei sein, der muss seine Ketten zersprengen. Und damit werden auch so bestimmte Mythologien auch heroisiert. Ne? Und ähm, der Wolf, mit dem wir uns äh, im Kontext der grauen Wölfe auseinandersetzen, das ist ja nicht der harmlose Wolf, der uns harmlos anguckt, sondern es ist ja der heulende Wolf, der im, immer seinen Red, äh, Redel zusammenruft, ne, damit er in Beute fangen gehen kann. Ja. Das heißt, es ist auch ein Aktionismus damit verbunden, der sehr stark auch diese Bewegung prägt. Und ähm, die türkischen Rechtsextremen in der Türkei, also das heißt, die verschiedenen Bewegungsstrukturen, der rechtsextremen Strukturen in der Türkei, äh, beispielsweise die MAP, die Partei der nationalistischen Bewegung, oder die Abspaltung BBP, die Große Einheitspartei, oder auch andere Abspaltungen, die sich mit dem Wolf identifizieren, äh, haben ihre, einerseits ihre mythologischen Erklärungen dafür, andererseits benutzen sie den Wolf als eine Form, der Militanz in einer Bewegung, wo sie sich auch mit verschiedenen Mythologien identifizieren. Und diese Mythologie spielt in dem grauen Wolf in der Geschichte eine sehr wichtige Rolle und ist gegenwärtig ein wichtiges Symbol für die Bewegung selber. Warum sind die rechtsextrem? Es hat unterschiedliche Formen und auch unterschiedliche Gründe. Ich glaube, Rechtsextremismus ist auch kein türkisches, deutsches Phänomen, es ist ein globales Phänomen. Es gibt in vielen Ländern Bewegungen, die rechtsextrem sind. Mhm die auch gegen fortschrittliche demokratische linke Strukturen angehen und damit im Grunde genommen auch einen Rechtsextremismus für sich legitimieren. Wir haben in den 70ern einen Rechtsextremismus oder in den 60ern 70ern einen Rechtsextremismus in der Türkei, der sehr stark auf einen Antikommunismus aufbaut. Wir haben aber nach den 80ern, 90ern die Situation, dass beispielsweise der Rechtsextremismus dann neue Feindbilder reproduziert hat. Beispielsweise in der Türkei sind es dann auf einmal die Kurdinnen und Kurden, es sind die Alevitinnen und Aleviten, es sind die Esidinnen, es sind die Christen, es sind die Juden. Das heißt, letztendlich hat äh, der Rechtsextremismus immer in seiner Geschichte verschiedene Ausgrenzungsschemata, rassistische Überlegenheitsbilder die auch im türkischen Rechtsextremismus sehr stark verwurzelt sind. Ich habe das mal versucht, so für mich zu gegenüberzustellen, wenn wir den deutschen Rechtsextremismus mit dem türkischen Rechtsextremismus vergleichen. Ähm das kann man so nicht vergleichen. Es ist natürlich schwierig, diese Vergleichungselemente hinzubekommen, mhm. zumal wir auch keine einheitliche Definition für den Rechtsextremismus haben in der Türkei und in Deutschland. Aber wir sehen, dass es viele ideologische Nähen gibt, wenn es um Überlegenheit der, der eigenen Nation geht oder wenn es um das totalitäre Normverständnis geht mhm. oder wenn es um die Verharmlosung von Völkermördern geht. Morden geht. Oder wenn es letztendlich äh, Akzeptanz von Hass und Gewalt geht, Homophobie geht, ne, Verschwörungsfantasien geht, dann sehen wir, dass viele Elemente die der deutsche Rechtsextremismus aufgenommen hat, auch Elemente sind, die sich im türkischen Rechtsextremismus wiederfinden. Das, was Unterscheidungsmerkmale sind, sind ist natürlich, dass in den verschiedenen historischen Entwicklungen, Entwicklungen die Feindbilder sich anders darstellen. Mhm. Das heißt, dass es dann nicht irgendwie wie in Deutschland Muslime, Türken, Migranten, Geflüchtete sind, sondern dass es dann im türkischen Rechtsextremismus Kurden, Aleviten, Sunniten, also Aleviten, Esiden, oder auch Juden sind, die letztendlich nicht in dieses totalitäre Normverständnis der türkischen Rechtsextremisten passen. Und damit sehen wir, dass es da auch Unterscheidungsmerkmale gibt. Aber ich glaube, Juden hassen beide Rechtsextremisten. Genau. Ne? Äh, Juden hassen beide Rechtsextremisten. Ähm, es, äh, es ist natürlich auch ähm, nähen, auch in Richtung Homophobie. Hm. Ähm, nähen auch in Richtung Antiamerikanismus, Antikommunismus, nähen auch in Richtung mit verschiedenen Rassismuskonzeptionen, mhm. sodass wir sehen, dass es letztendlich auch viele ideologische Nähe gibt. Das Eine Unterscheidung gibt es, die möchte ich hier nochmal unterstreichen. Mhm. Wir haben im deutschen Rechtsextremismus äh, die Ablehnung des Christentums aufgrund seiner jüdischen Wurzeln. Wir haben zwar heidnische Elemente, die in der Religionsdebatte eine Rolle spielen, aber im türkischen Rechtsextremismus haben wir sehr früh eine äh, Verbindung, eine Verflechtung zwischen Islam und Nationalismus hinbekommen. Das mhm. heißt, wir haben hier auch eine Verflechtung, die wir heute in dem Konzept türkisch-islamische Synthese sehr stark sehen, wo man sehr früh in der Definition des türkischen Nationalismus auch die Religion nationalisiert hat. Und damit haben wir natürlich zum Beispiel viele ähm, religiöse Dachverbände, Moscheeverbände, die auch in Deutschland agieren und die überall aber mit der türkischen Fahne agieren, wobei Religion ja mit nationalisten in Verbindung steht. Aber trotzdessen sehen wir hier eine Verflechtung zwischen Nationalismus und Religion, was sich sehr stark auch im Islamkonstruktion wiederfindet. Jetzt hast du ja am Anfang gesagt, dass du kurdische und alevitische Wurzeln mhm. hast. Weil, also, Vielleicht auch armenische. Es ist unklar. Also, also war, war quasi jetzt aus, aus Logik dieser türkischen Rechtsextremen, warst du da automatisch ausgeschlossen, dass du ein grauer Wolf werden kannst? Oder sicher. hätten die dich auch aufgenommen? Also es gibt in, innerhalb der extrem rechten Position so verschiedene Gesichtspunkte. Ein Gesichtspunkt ist, dass man so einen kulturellen Rassismusbegriff definiert hat. Man negiert alle Nationalitäten in der Türkei und oh. sagt, alle, die hier leben, sind Türken. Mhm. Aber es ist ein kultureller Begriff. Also, das heißt, man, man sieht, es liegen unterschiedliche ähm, Menschengruppen, beziehungsweise unterschiedliche ethnische Minoritäten in der Türkei. Sie werden als Türke definiert. Das ist so eine Sichtweise. Eine andere Sichtweise, die sehr stark völkisch-nationalistisch ist, die auch ähm, beeinflusst wurde durch. Nationalsozialistische Ideologien ist eine Richtung, die zum Beispiel in der Türkei durch Nial Hatzes längere Jahre geprägt war. Die sagt, das Türkentum steht im Zentrum. Also nicht die kulturelle Einheit, sondern das völkisch-nationale. Beispielsweise hat Nial Hatzes in den 40ern versucht, das Türkentum zu definieren. Die haben einen Anthropologen geholt, der in den 30ern beispielsweise in das war der Seki Togang gewesen der ist nach Österreich und hat in Österreich in verschiedenen anthropologischen Studien mitgewirkt damals als ähm, Nazi-Deutschland, Österreich geprägt hat. Und er hat ähm, diese Studien teilweise in die Türkei gebracht. Und sie haben im Rahmen tausend ähm, türkischer Schädel versucht, das Türkentum zu definieren. So, so wie Hitler ein ARIA ja. hatte, sollte es jetzt quasi ne? eine türkische das, Variante von einem ARIA geben. Genau. Oder und das sind so völkisch-nationale Ideen und Ideologien, die hm. auch eine Rolle gespielt haben. Und heute haben wir natürlich innerhalb der türkischen rechtsextremistischen Strukturen beide Ideologien. Also es gibt sowohl die völkisch-nationalistischen, die dann die Religionsfrage ausblenden und immer völkisch-nationale Konstrukte vertreten. Und es gibt natürlich ähm, Vertreter des äh, türkischen Ultranationalismus und Rechtsextremismus, die sehr stark die Verflechtung zwischen Religion und Nationalismus prägen. Warum sind Graue Wölfe in Deutschland aktiv? Das hat unterschiedliche Gründe. Also, es gibt einmal die Situation, dass mit der Migrationsbewegung in den 60ern schon die ersten Strukturen entstanden sind, in den 70ern die ersten Lokalitäten sich wiedergefunden haben. Aber viele junge Menschen haben sich beispielsweise Anfang der 90er immer die Frage gestellt: Was zeichnet uns denn als Türken aus, wenn wir unseren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben? Mhm. Und der damalige Führer, der ist jetzt gestorben, hat. Also es gab es doch, doch einen Führer. Doch, es gab einen Führer. Führerkult also. ist auch ein Mechanismus, der alle Formen von Rechtsextremismus verbindet. Mhm. Der damalige Führer, der gestorben ist, ist Alpastan Türkeş gewesen, ein Oberst. Der hat sich selber auch als Oberwolf bezeichnet. Das ist auch so eine Bezeichnung, die Baschbu. Das ist so eine Bezeichnung, die sehr stark auch historisch durch verschiedene Mythologien belegt ist. Und der hat immer auf Jahresveranstaltungen der Ablegerstrukturen der ähm, MAP, also der türkischen nationalistischen Ülküche-Bewegung in Deutschland, ähm, Ansprachen gehalten. Den haben die immer eingeladen jedes Jahr. Und der hat in der Essener Grugehalle damals, ähm, das war Mitte der 90er, 95, 96, gesagt: Ihr seid das europäische Türk und ihr habt eine Funktion. Und hat eine soziologische Formulierung dafür gefunden, wie man quasi ein neues Türkentum rekonstruiert auch in Europa und er hat gesagt, das Welttürkentum ist eine große Kette mit vielen Gliedern ne, aus dem Türkrepubliken, Usbekistan, Am also Usbekistan, Türkistan und anderen ne. und das, der letzte Haken ist das europäische Türkentum. Ihr habt die Funktion hier, die türkischen nationalen Interessen immer zu vertreten hm. und deshalb ist natürlich immer auch zu so die Situation da, wenn innenpolitische Themen in der Türkei angeheizt werden, haben wir auf einmal hier große Demos in Berlin, in Duisburg, in Köln, die Autokonvois von jungen Menschen, die eine Mobilisierungsmasse ausmachen, nämlich die Mobilisierung des europäischen Türkentums für bestimmte nationalistische Themen. Und das ist auch ein Thema, worauf gerade die AKP setzt. Das heißt, Erdogan und AKP setzen auch sehr stark auf die Mobilisierung des europäischen Türkentums, weil da auch eine riesige Masse da ist. Auf der anderen Seite nutzen das auch die Strukturen der Ülküge-Bewegung, der sogenannten Grauen Wölfe, die in Deutschland auch in verschiedenen Dachverbänden aktiv sind. Jetzt haben wir natürlich auch die Situation, dass die Bundesregierung ähm, ja gesehen hat, dass da auch eine Gefahr für demokratische Werte in der Gesellschaft entsteht und hat äh, November 2020 im Deutschen Bundestag einen Beschluss gefasst, ein übrigens ein parteiübergreifender Beschluss, den alle Parteien mitgetragen haben, selbst die AfD. Ja, interessanterweise, das muss ich noch mal betonen, es gab einen Beschluss von fünf Parteien, ah. CDU/CSU, FDP, die Grünen, SPD und Linke. Die Linke hat einen eigenen Antrag gemacht und die AfD hat einen eigenen Antrag gemacht, okay. so dass letztendlich ähm, auch wenn die unterschiedlichen Parteien eigene Anträge gemacht haben, es gab eine gemeinsame äh, Logik, dass man alle Formen von Rechtsextremismus, Rassismus vermeiden soll. Sagt die AfD. <lacht> Beispielsweise <lacht> sagt jetzt, äh. also der, der Beschluss, der vom Bundesland angenommen hat, hat trägt den äh, Titel Rassismus, Rechtsextremismus, die Stern bieten, mhm. ähm, alle Formen äh, ablehnen und da waren auch so Forderungen genannt, dass man gucken sollte, inwieweit man ähm, diese Organisation verbieten kann. Es gab einen Prüfauftrag, der immer noch im Innenministerium geprüft wird. Und es gibt letztendlich da auch so bestimmte Forderungen, wo man äh, gesagt hat, dieses Thema ist nicht mehr ein Migrationsthema allein, sondern das ist ein Thema von der gesamten Gesellschaft und man muss jetzt in der politischen Bildung ähm, viel mehr leisten. Und deshalb gab es beispielsweise letztes Jahr... Bei Demokratie leben, das ist ein Bundesprogramm vom Ministerium, ein Thema, wo es dann auch um die Ungleichwertigkeitsideologien in der Migrationsgesellschaft geht. Oder es gab dann äh, letztendlich ähm, bestimmte Bestrebungen, dass die äh, Bildungseinrichtungen die, wie zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung, aber auch die Landeszentralen herausgefordert waren, zu dem Thema mehr zu machen. Und da beobachten wir gerade, dass derzeit auch viel mehr Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärungsarbeit in die Richtung gestaltet wird. Aber gibt es irgendwie eine Institution der Grauen Wölfe in Deutschland oder irgendwie so ein, so ein Verein oder ist das denn doch alles so ein bisschen... Pluraler bzw. Viel, 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 vielschichtiger. Also kann, kann man einfach die grauen Wölfe verbieten denn in Deutschland? Geht es so einfach? Genau, also das ist die Problematik. Es ist ja eine Forderung, die beispielsweise auch schon relativ früh von den Gewerkschaften verteidigt wurde, die schon in den 80ern oder 70ern gesagt haben, graue Wölfe verbieten. Aber es gibt derzeit in Deutschland keine Organisation mit dem Namen, Namen graue Wölfe. Es gibt aber drei Dachverbände. Ja die sich aus dieser Tradition der Grauen Wölfe entwickelt haben in Deutschland. Der größte Dachverband ist die türkföderation mit über 200 Lokalitäten in Deutschland, die sich als Kulturvereine, Elternvereine, Moscheevereine mit Jugendabteilung, Frauenabteilung, Verbindungslinien auch zu Integrationsräten äh, zusammenstellen. Es gibt eine Ablegeorganisation, äh, die nennt sich Europa Türk Islambilli, Atip die auch eine Abspaltung aus dieser Dachverband Türkföderation ist und es gibt eine weitere Abspaltung namens ATB, also Birliği, die europäisch-türkische Union und wenn man all diese drei Dachverbände zusammenzählt mit ihren Lokalitäten, dann sind es über 300 Vereine hm. mit über 18.500 Mitgliedern. Also man könnte theoretisch sagen, das ist eine der größten rechtsextremen Organisationen in Deutschland. Jetzt äh, kenne ich mich ja quasi mit der türkischen Migrant Migrationsgesellschaft in Deutschland wenig aus. Woran kann ich, äh, ich graue Wölfe erkennen? Es sind ähm, verschiedene Merkmale. Also, wenn man den deutschen Namen deutsch-türkischer Kulturvereine sieht, dann kann man es nicht erkennen. Aber ja. alle Vereine, die den grauen Wölfen beispielsweise nahestehen, heißen im Türkischen Idealistenheime. Aha. Idealistenheim. Ne? Ähm, dieser Begriff Ülkücülük ist auch ein Merkmal. Wir wissen das ja auch von rechtsextremen Bewegungen, dass man sich gerne mit bestimmten Merkmalen äh, schmückt. Mhm. Und Ülkücülük äh, ist eine fanatische Form von Idealismus. Äh, und verschiedene Dinge werden als Ideale geprägt. Und dieser Begriff ist äh, sehr typisch für die Strukturen der Grauen Wölfe und die nennen sich deshalb auch so. Zum Beispiel die Kameradschaft im klassischen Sinne nennt sich Ülkücülük. Also, idealistische Freunde und idealistische Kameradschaft im klassischen Sinne. Mhm. Und das sind so Begriffe, die spiegeln sich dann in den Namen wieder. Und wenn man diesen Namen auf Türkisch sieht, dann ist das auf jeden Fall eine Struktur, die aus dieser Konstellation kommt. Es haben sich aber auch andere radikale Strukturen, rockerähnliche Milieus etabliert hier in Deutschland. Wir haben ja die, es gibt so zwei rockerähnliche Milieus, die ähm, ähm, auch ähm, im Umfeld der Grauen Wölfe liegen, beispielsweise die Türkus MC im bayerischen Raum oder die Toran e.V. im NRW-Raum, wo wir sehen, dass auch neue Radikalisierungsformen innerhalb der Jugendcommunity sichtbar wurden. Eine weitere indische Gruppe, die 2018 verboten wurde von Innenminister Seehofer, sind die Osman Germania, die letztendlich auch Nation, Stolz, Vaterland und andere Dinge in der Kombination von islamischen, nationalistischen Elemente verbunden haben. Und so, dass wir sehen, dass innerhalb der verschiedenen Strukturen auch radikalisierende Elemente und radikalisierende Bewegungsformen etabliert haben. Jetzt kann man ja sagen, Kemal, das ist du ja erzählt, irgendwie, es gibt drei Dachverbände bei den Grauen Wölfen, 18.500 Mitglieder. Es gibt und viele, 300 Vereine. Und damit haben wir natürlich das Dilemma, dass... Die, die Sicherheitsbehörden, diese 300 Vereine, prüfen ja. müssen und so, das ist ein relativ großer Prozess, denke ich. Aber jetzt könnt ihr, jetzt könnt ihr da immer sagen: mal, Wir haben Millionen an Deutsch-Türken oder Deutsche mit türkischer Abstammung oder Türken in Deutschland leben. Jetzt, jetzt redest du von 18.500 Mitgliedern, also circa 20.000 Mitgliedern. Das ist so eine verschwindend geringe Zahl. Ist das wirklich jetzt alles gefährlich? Müssen wir darüber reden? Ja, was heißt gefährlich? Also letztendlich, mh, diese Zahlen sind offizielle Zahlen, die rumschwirren. Mhm. Diese Zahlen bauen ja aber auf bestimmte Netzwerke, auf die großen Einfluss haben. Netzwerke, die Einfluss auf bestimmte Sportgruppen haben. Mhm. Netzwerke, die Einfluss auf bestimmte... Ähm, Initiativen, Einrichtungen, Vereine, Lokalitäten haben. Netzwerke, die auf Arbeitgeberverbände Einfluss haben. Also, es sind ja nicht nur kleine Netzwerke, die nur folkloristische Arbeit in ihrem Rahmen machen, sondern sie haben auch eine Verbreitungsebene. Und damit ist natürlich ähm, insgesamt ähm, auch eine Gefahr für bestimmte demokratische Werte da. Mhm. Hinzu kommt eine andere Realität, Thilo. Ähm, Frankreich hat ja ein Jahr davor die Grauenwölfe verboten. Mhm. Das war ja auch eine politische Entscheidung gewesen. Auch im Rahmen der Bekämpfung von islamistischen Strukturen hat man auch gesagt, die grauen Wölfe sind auch eine Gefahr, hat die grauen Wölfe verboten. Oder davor hat schon Österreich äh, aktiv äh, was gemacht, sondern Österreich hat gesagt, wir, wir können jetzt die Strukturen nicht verbieten, aber wir können die Symbole verbieten. Hm. Ähm, in Deutschland muss natürlich auch geprüft werden, inwieweit man die Symbole der grauen Wölfe verbieten kann. Wenn man Symbole von deutschen rechtsextremistischen Strukturen verbietet, dann muss es ja auch Mechanismen geben, inwieweit man bestimmte Symbole verbietet, die sehr stark auch eine Militanz, eine provokative Ebene darstellen und auch andere gesellschaftliche Gruppen abwerten. Deshalb äh, finde ich nochmal wichtig, dass man auch prüfen müsste, inwieweit man da auch in Richtung Verbot von Symbolen geht. Wie, wie finanzieren Sie zum Beispiel diese drei Dachverbände? Also auch aus der türkischen Gesellschaft, türkische Politik, türkischer Staat? Es gibt so verschiedene Finanzierungselemente. Ich glaube, dass ein großer Teil darin besteht, dass man viel Spenden sammelt. Mhm. Es sind auch Arbeitgeber in diesen Strukturen. Also es ist nicht nur eine marginalisierte kleine Gruppe, sondern es sind auch größere Gruppen, die durchaus auch äh, politisch dafür werben. Wir haben sogar teilweise Situationen, wo äh, durch die Spenden Wahlkämpfe in der Türkei Gefördert worden. Okay. Beispielsweise als Erdogan äh, seine AKP gegründet hat, ähm, wurden ja teilweise Spenden in Europa gesammelt für ihn, damit er seinen Wahlkampf in der Türkei gestalten kann. Und damit sehen wir, dass es hier auch bestimmte Netzwerke gibt, auch Arbeitgeberstrukturen, die da auch hineinwirken in so, solche Prozesse. Ähm, zwei Fragen zu den grauen Würfen. Mhm. Also, ich meine, die Türkei an sich ist er ja jetzt 100 Jahre alt. Sie also wird ja, glaube ich, im September, glaube ich, 100-Jähriges bestehen. Davor gab es ja das, das Osmanische Reich und so weiter. Beziehen sich, so wie die deutschen Nazis, die auch auf, so die, auf die, die deutsche, germanische Geschichte, äh, die grauen Wölfe, auch auf so auf osmanische mhm. Geschichte? Ja, die grauen Wölfe bauen ihre gesamte ähm, politische Ausrichtung auf verschiedene historische elemente auf das mhm. ist ja auch typisch für extrem rechte bewegungen faschistoide bewegungen dass mhm. man viel geschichtliche elemente aufbaut mhm. ähm, beispielsweise die grauen wölfe konzentrieren sich sehr stark auf die osmanischen siegeszüge mhm. das Parteiabzeichen der MAP ist zum Beispiel ein Abzeichen ähm, hinter grünem Hintergrund mit den drei Halbmonden, ein Abzeichen, was aus der osmanischen, aus den osmanischen Kriegszeit kommt. Das heißt, dass letztendlich diese osmanischen Elemente durchaus auch durch die extrem rechten Bewegungen übernommen werden? und auch weiter vertrieben werden. Das heißt, ich habe das mal in den Interviews gesehen, als wir mit kleinen Jugendgruppen gesprochen haben, das waren Jugendliche, die 16, 17 waren in Interviews, die haben den ganzen Tag diese osmanischen Siegesfilme reingezogen. Und dann hieß es, das kann man ja in deutschen Schulen nicht lernen, wir decken das, indem wir unseren Kindern ihre eigene Geschichte vermitteln. Und da wird natürlich eine einseitige Geschichte vermittelt, die sehr stark auf Macht, auf andere Macht, Visionen, Utopien aufbauen und auch innerhalb der Bewegung eine ganz andere Struktur einnehmen. Und deshalb baut man viel auf osmanische Elemente auf und man baut viel auf äh, osmanische Machtutopien auf. Wenn, wenn die türkischen Rechtsextremen, die grauen Wölfe, die Macht in der Türkei hätten, äh, was würden sie aus der Türkei machen? Aber eine, eine knallharte Diktatur? Ja, es ist unterschiedlich. Also, wenn wir von den türkischen Rechtsextremisten reden, dann reden wir gerade auch nicht von einer homogenen Gruppe. Okay. Sie haben sich ja auch in verschiedene Flügel aufgeteilt. Es gibt zwar jetzt einen Flügel, der sehr völkisch national agiert, die würden am nächsten, am liebsten in einer Woche alle Geflüchteten abschieben aus Syrien, aus Afghanistan. Ne? Ja. mit Özda, die Saferpalze oder auch Sinan Ogan, der ja auch einer der Präsidentschaftskandidaten war und im Nachhinein Erdogan unterstützt hat, ja. Ist, gehört ja zu diesen völkisch-nationalen Flügeln, die auch sehr extrem rechte äh, Duktus haben. Dann haben wir natürlich eine Mutterpartei, die Partei der nationalistischen Bewegung, die ist so ein bisschen äh, in den letzten Jahren, die ist zwar extrem rechts in ihren Positionen, die hat eine sehr starke rechtsextreme Programmatik, die auch der Programmatik der NPD nahestehen würde, wenn man sie mal in der Programmatik vergleicht. Aber dadurch, dass sie in der Regierung beteiligt ist und mit der AKP quasi ein Bündnis hat, ist es so, dass sie natürlich bestimmte Dinge systemadäquater betrachtet. Aber. Man merkt, dass diese Bewegung die AKP nationalistischer gemacht hat. Das mhm. heißt, wenn jetzt Erdogan heute in seiner Rhetorik nationalistischer auftritt, dann ist das auch ein Verdienst der Grauen Wölfe, die in dieser Regierungszeit auch großen Einfluss auf Erdogan und auch auf die AKP-Politik ausüben und damit diesen nationalistischen Kurs stärker auch mit fördern und avancieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich auch Erdogan, innerhalb der Grauwölfe-Strukturen durch seinen Einfluss religiöse Einflüsse stärker vermittelt hat. Und wo auch zu sehen ist, dass innerhalb der verschiedenen extrem rechten Strukturen auf einmal diese Synthese zwischen Nationalismus und Islam, Islamismus stärker geworden ist. Und, äh, haben die also es gibt eine Wechselbeziehung und eine Wechselwirkung. Und die Grauen Wölfe in Deutschland haben die für Erdogan Wahlkampf gemacht? Also ich mein, hier waren, glaube ich, anderthalb Millionen Menschen wahlberechtigt. Äh, haben die für Erdogan getrommelt? Es hat nahezu die Hälfte waren bei den, im zweiten Tour haben die an den Wahlen teilgenommen. Wenn wir die Autokonvois sehen in Berlin, Duisburg, Köln und anderen Städten, dann sehen wir, dass es ein Bündnis zwischen AKP und MAP war. Und dass auch die Grauwölfe fahren in diesen Autokonvois sehr äh, klar sichtbar waren. Also das heißt, auch die haben für Erdogan geworben und die haben auch sehr stark für Erdogan Stimmen fangen. Da distanziert, das distanziert sich auch ein Erdogan oder die, die AKP dann nicht? Also man, wenn, wenn in Deutschland angenommen die CDU, äh, wenn da irgendwie Leute äh, Autokonvois mit CDU fahren und äh, NPD fahren haben, dann würde, man, dann würde man Merkel oder wer dann sagen, okay, damit will ich nichts zu tun haben? Das ist in der Türkei nicht der Fall. Das genau. heißt, wir haben in der Türkei sogar eine andere historische Entwicklung. Es gibt in der Türkei keine kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalismusbild. Wir haben ja im europäischen Raum eine Distanz zum Nationalismusbegriff, weil wir erlebt haben, dass im europäischen Raum gerade in Deutschland und in anderen europäischen Ländern der Nationalismus zum Faschismus geführt hat mhm. oder auch sehr stark gesellschaftliche Spaltungslinien evoziert oder produziert hat. Jetzt haben wir in der Türkei ein positives Bild von Nationalismus. Ach so. Also wenn man in der Türkei nicht nationalist ist, dann wird man geächtet. Beispielsweise linke Organisationen, die kritisch sind gegenüber dem Nationalismus, werden ähm, gesellschaftlich marginalisiert, ne, weil sie gegen Nationalismus sind. Wir haben in der Türkei einen bürgerlichen Nationalismus, wir haben einen islamischen Nationalismus, wir haben einen extrem rechten Nationalismus, aber wir haben auch einen sozialdemokratisch kemalistischen Nationalismus. Es gibt auch eine Organisation wie die Das ist so eine pro-sowjetische Organisation. Die auch so ein komisches Bild verteidigt, die nennt sich sogar linksnationalistisch. Und damit sehen wir, dass in der türkischen Gesellschaft der Nationalismus-Konsens eine sehr andere Form und auch eine ganz andere gesellschaftliche Dimension einnimmt. Und damit haben wir natürlich auch sehr stark in allen Bewegungsformen in irgendeiner Weise nationalistische Diskurse die prägend sind und die in verschiedenen Phasen auch sehr hochgejubelt werden. Kannst du das mal erklären, warum, warum also dieser, 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 Hang, diese Liebe zum Nationalismus oder? Ja, das hat einen Ursprung. Ne? Also wenn wir im Osmanischen Reich äh, hat man ja kein Nationsgebilde in der Türkei gehabt. Genau. Im Osmanischen Reich gab es ein Milletler-System, ein System der Nationalitäten. Mhm. Und der Nationalismusbegriff ist ja letztendlich auch ein Konsens, der sich mit der Republiksgründung zusammenentwickelt hat, als der Nationalstaatsgedanke im letzten Zuge des Osmanischen Reichs ähm, auch von nationalistischen Kräften geprägt war. Es gab eine Bewegung. Itaki teraki Jemiete, das sind die jungtürken gewesen Jöntütler. die hatten auch erfahrungen indem sie in ausland studiert haben größtenteils in frankreich und die haben ähm, bestimmte extrem rechte ideologien in das osmanische reich mit übernommen und im letzten zuge hat die juncture bewegung also die jungtürkische bewegung einen sehr starken nationalistischen diskurs geöffnet der auch in der republikgründung einen großen Einfluss hatte und dazu geführt hat, dass beispielsweise eines der wesentlichen Grundpfeiler der Republiksgründung der Nationalismus geworden ist. Hm. Es gibt ähm, der Atatürk hat die Republiksproklamation auf sechs Grundpfeiler aufgebaut. Dazu gehört Populismus, Volksnähe, Wirtschaftlichkeit, Entwicklungstendenzen, Fortschritt, aber auch ein Grundpfeiler ist der Nationalismus. Und damit wollte er letztendlich auch diesen Kreis in irgendeiner Weise weiter in dem Diskurs ähm, tragen und in den Tis Diskurs mit integrieren. Und dieser Kreis hat sich einerseits natürlich mit den Grundideen von Atatürk identifiziert, mhm. andererseits aber diesen Nationalismus stärker in den Diskurs gebracht und stärker auch in den Bewegungsformen ähm, proklamiert. Und man sieht, dass letztendlich der rechte Nationalismus in den 60er Jahren in den 70er Jahren ja auch viel mit Gewalttendenzen in Verbindung stand, also die Ermordung von vielen Wissenschaftlern, Demokraten, Gewerkschaftern geht auf das Konto der grauen Wölfe, die auch diese Militanz auf die Straßen getragen haben. Beispielsweise auch einige Massaker gegen Aleviten 1978 in Sivas geht auf das Konto der grauen Wölfe und anderer extrem rechter Bewegungsformen oder ähm, in Karaman Maraj 78, in Sivas 93 oder auch in Gazi Malesi Istanbul. Es sind so bestimmte Stationen, wo wir sehen, dass die Radikalität der verschiedenen extrem rechten Bewegungen sich auch darin spiegelt, dass man dann auch ähm, Gewalt auf die Straße getragen hat und gesellschaftlich äh, andersdenkende Gruppen ähm, attackiert hat, ermordet hat und mhm. auch massakriert hat. Ne? Zwei Fragen noch mal zu diesem Und das sind auch nicht nur im letzten Jahrhundert, sondern das sind ja auch aktuelle Geschichten. Wenn es jetzt Ende der 70er, 80er, 90er geschehen ist, dann sehen wir auch eine Kontinuität in dieser Gewalttendenz. Sind kurdische und alevitische Türken auch Nationalisten? Weil ich meine, der, der, der Oppositionskandidat jetzt, Kilic ist ja Alevit. Ist der auch Nationalist gewesen? Ähm, Kilic Darole hat in seiner Position versucht, so eine so so ne Mitte zu suchen. Mhm. Er hat, als er ähm, an die Spitze der GAP gekommen ist, die GAP ist die Republikanische Volkspartei, und jetzt kommt eine andere Geschichte, die vielleicht für dich noch mal interessant ist. Die GAP ist eigentlich die Gründungspartei der Türkei. Mhm. Also es gab ähm, zu Atatürks Zeiten schon die GAP, die wurde als Staatspartei gegründet und ist eine Elitenpartei. Und die Staatselite hat diese Partei ausgemacht. Und als das Mehrparteiensystem 1960 kam oder nach den 90ern sich ein Mehrparteiensystem etabliert hat, haben sich viele neue Parteien aus der Spaltung der GAP entwickelt. Islamische Parteien, konservativ nationale Parteien, aber auch nationalistische Parteien. Mhm. Und dadurch haben wir die Situation, dass die GAP nicht eine sozialdemokratische Partei im Sinne des europäischen Gedankenguts ist. Sie ist nicht aus der Arbeiterbewegung gekommen. Sie hat nicht irgendwie sich als soziale Bewegung sichtbar gemacht, sondern sie war eine elitäre Staatspartei, die sich dann quasi in den 70er Jahren mit sozialdemokratischen Grundgedanken gut ähm, verbunden gefühlt hat und damit versucht hat, so einen Wandel in den Strukturen zu schaffen. Mhm. Aber dieser Wandel ist immer noch nicht ganz vollzogen und Klichstarolo gehört zu den äh, Flügeln, der so ein bisschen diesen Wandel mit anstoßen wollte und diese Partei mehr auch zu einer Volkspartei machen wollte und weg von einer elitären Partei in Richtung Volkspartei eine andere Grundkonsens entwickeln wollte. Und deshalb muss man sehen, dass auch die GAP, also die Republikanische Volkspartei, die als Opposition zur AKP bei den Wahlen agiert hat, äh, auch keine homogene Gruppe darstellt, sondern aus verschiedenen heterogenen Gruppen kommt. Also wir haben in der GAP einen nationalen Flügel, einen konservativen Flügel, einen linken Flügel oder einen fortschrittlichen Flügel, so dass auch innerhalb dieser Bewegung unterschiedliche Flügel zusammenkommen. Und Klisterole hat versucht, durch seine Narrative alle Flügel in irgendeiner Weise zu bedienen. Aber können Aleviten und Kurden auch... Türkische Nationalisten sein? Theoretisch ja. Okay, okay. Also, wir haben ja auch im ähm, geschichtlichen Kontext die Situation, dass auch andere Nationalitäten ihre Identitäten negieren und andere Identitäten stärker betonen. Hm. Das sind, sind ja auch sozialpsychologische Elemente, die eine Rolle spielen. Ne? Aber auf der anderen Seite sehen wir, ähm, wenn man jetzt von kurdischen Nationalisten reden, dann ist das ein schwieriger Diskurs, weil. Nationalismus baut auf Herrschaftssysteme auf mhm. und die Kurden haben kein Herrschaftssystem. Mhm. Man kann sagen, es gibt nationale Einfluss und Einstellungen innerhalb verschiedener kurdischer Gruppen, aber einen kurdischen Nationalismus als manifesten Begriff gibt es in der Sozia so soziologischen Diskussion gar nicht, weil letztendlich die Kurden auch keinen Nationsstaat haben und damit auch kein Herrschaftssystem prägen. Mhm. Und das ist auch ein Diskurs, der gegenwärtig in der Türkei sehr umstritten ist. Falls ihr Fragen habt zu türkischen Rechtsextremisten, grauen Wölfen, gebt sie Hans so an die Hand, falls ihr irgendwas vergessen habt. Ich glaube, da könnten wir auch wahrscheinlich stundenlang noch drüber reden. Wir sind ja darauf gekommen, weil du in der Doktorarbeit über die Re Ethnitisierung und Renationalisierung deutsch-türkischer Jugendlicher gesprochen hast. Du hast ja gesagt, irgendwie, das kommt unter anderem Ursachen, sind dann die eigenen Diskriminierungserfahrungen, die Rassismuserfahrungen auch. auch. Es gibt ja wahrscheinlich keine singulären äh, Gründe dafür. Aber auch Fremdethnetisierung und Selbstethnisierung. Also irgendwie, das, keine Ahnung, ähm, Menschen, einfach so, also du Bio-Deutsche, wie Cem mir sagen würde. Äh, so, ja, du, hier, kemal, du bist doch bist eigentlich Türke. Ja? Äh, und du wirst dann da, dahingetrieben. getrieben, naja, gut, dann redest du halt auch ein, ich bin irgendwie eigentlich Türke, obwohl ich in Deutschland lebe und äh, identifiziere mich immer mehr mit äh, auch äh, vielleicht problematischem Gedankengut. Das hast du vor 20 Jahren geschrieben, die Doktorarbeit. Machen wir als deutsche Gesellschaft, als Kollektiv immer noch ähnliche Fehler oder die gleichen Fehler? Oder haben wir mittlerweile gelernt und machen alles richtig? Was heißt gelernt, wir machen alles richtig? Wenn wir jetzt über, zum Beispiel über den Einfluss von jungen Menschen in extrem rechten türkischen Organisationen oder von bestimmten migrantischen Jugendmilieus reden, die rechte oder auch äh, demokratiefeindliche Einstellungsmuster prägen, dann müssen wir auch über die Integrationspolitik der letzten 30, 40 Jahre in Deutschland diskutieren. Und mhm. Ich glaube, dass die Integrationspolitik der letzten 30, 40 Jahre oder der letzten 50 Jahre in Deutschland nicht dahingehend darauf aufbaute, all diese Menschen in einer Gesellschaft der vielen zusammenzubringen. Sondern die Integrationspolitik der letzten 30, 40 Jahre hat immer eine Spaltung geschaffen zwischen wir und sie. Mhm. Und das sitzt, glaube ich, bei vielen jungen Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind und vielleicht über ihre Elternhäuser in irgendeiner Weise einen Migrationsbezug haben. Und das sitzt auch ganz klar in den verschiedenen Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen, die junge Menschen sammeln und sich irgendwie auch zu manifest machen, dass man hier in dieser Gesellschaft an bestimmten Werten gar nicht mehr hängen kann und sich ihre Identität in verschiedenen extremen Rechten oder auch in bestimmten islamistischen Strukturen suchen das ist bei der salafistischen bewegung nicht unterschiedlich gewesen wenn beispielsweise junge menschen mit nordafrikanischen oder arabischen wurzeln sich in der salafistischen bewegung in verschiedenen islamistischen bewegungen wiederfinden dann hat das ja seine soziologischen ursachen und da spielen die eigenen stigmatisierungserfahrungen marginalisierungserfahrungen diskriminierungserfahrungen oder auch rassismuserfahrungen durchaus eine sehr zentrale rolle. die andere ebene ist natürlich dass auch in den migrantisierten Communities ja auch Einflüsse von extrem rechten Parteien aus den Herkunftsgesellschaften eine Rolle spielen, die dann über soziale Medien, über Fernsehen, über bestimmte Organisationsformen, aber auch über Lobbyorganisationen nach Deutschland getragen werden. Beispielsweise einen großen Einfluss, der den Wahlkampf von Erdogan in Deutschland sicherstellt, sind auch Organisationen, Lobbyorganisationen wie die Union Internationaler Demokraten, die früher UETD hießen, mhm. die heute sehr stark Lobbyarbeit machen. Oder auch Lobbystrukturen in Moscheegemeinden der DTP, die für die AKP werben, naja. sind eine wichtige Basis. Einerseits für Wählerschaft, aber auch andererseits für bestimmte politische Bewegungen, die damit junge Menschen mobilisieren und damit auch junge Menschen in irgendeiner Weise politisch beeinflussen. Hatte eigentlich die Opposition, wir reden gleich über den türkischen Wahlkampf, aber hat die Art die Opposition und der Gegenkandidat von Erdogan äh, eigentlich auch irgendwie, irgendwie Hilfe in, in, in Deutschland? Also äh, Wahlkampfhilfe, Lobby? Es gibt alle äh, politischen Bewegungen, haben in Deutschland oder auch im europäischen Raum in irgendeiner Weise Netzwerke. Mhm. Ne? Dazu gehören auch die kurdischen Netzwerke, die alevitischen Netzwerke. Ne? Und auch die JAP hat verschiedene sozialdemokratische Netzwerke. Die sind aber nicht so verbreitet wie die Netzwerke der AKP und anderer extrem rechter Organisationen. Okay. Äh, ich, hatte, ich hatte gefragt, ob wir im Vergleich zu deiner Doktorarbeit vor 20 Jahren. Heute irgendwelche Fehler, also die meisten Fehler machen wir offenbar immer noch, aber gibt es so Sachen, die wir nicht mehr machen? Also wo, wo die Politik oder die Gesellschaft tatsächlich gelernt hat, wo du sagst, okay, das ist besser geworden. Eine Sache haben wir jetzt mehr gelernt oder versuchen wir jetzt mehr zu lernen, das sind nicht mehr ausländerextremistische Aktivitäten. Also ne, wir haben ja längere Jahre gesagt, Ausländerextremismus, das sind extremistische Aktivitäten, die von Ausland gesteuert werden. Jetzt haben wir die Situation, dass sind Jugendliche, das sind Deutsche, die geboren und aufgewachsen sind, die ihren Lebensmittelpunkt hier haben, die letztendlich Teil der Gesellschaft sind. Und damit muss man sich mit den verschiedenen demokratiefeindlichen Einstellungen auseinandersetzen. Und da sehe ich gerade eine Bewegung von bestimmten Bildungseinrichtungen, auch durch Demokratie leben, dass man sich jetzt auch diesen Themen öffnet und sagt, das sind dann nicht mehr Themen, die in der Walachei und irgendwo transferiert und transportiert werden, sondern das sind Themen, die letztendlich hier in dieser Gesellschaft auch für uns relevant sind, wenn wir mit diesen jungen Menschen arbeiten wollen, weil diese Themen und Konflikte oder die Auseinandersetzungen, Herausforderungen, die finden dann in der Schule statt, in, in Freizeitzentren statt, in Jugendzentren statt, an verschiedenen ähm, Orten statt oder an verschiedenen Ausbildungsstellen oder auch in verschiedenen Arbeitsstellen statt, sodass die Gesellschaft herausgefordert ist, dieses Thema stärker wahrzunehmen. Da äh, beobachte ich ähm, auch eine Bewegung. Dann beobachte ich natürlich auch eine Bewegung, wo wir über Rassismus offener diskutieren. Früher hatten wir die Situation, Thilo, du hast das ja wahrscheinlich auch über die Medien und auch verschiedene Publikationen immer auch mitverfolgt, Rassismus war immer ein Tabuthema. Man hat gerne über... Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit diskutiert, aber Rassismus, das war im Grunde genommen ein Tabuthema. Ich merke, dass wir seitdem wir über Hanau diskutieren, über die Morde, seitdem wir über die NSU-Morde reden, auch mehr über Rassismus in der Gesellschaft reden und damit im Grunde genommen auch eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Rassismuserfahrungen eingehen. Das hat sich, glaube ich, auch im Zuge der verschiedenen politischen Positionierungen, Entwicklungen anders gestaltet. Ja, aber es, wird immer so ich, es wird immer noch so als Einzelfälle abgetan. Ja, ich oft, bin, also, ich also struktureller Rassismus, Rassismus wird auch noch nicht anerkannt. Ja, ja aber wir diskutieren darüber. Ja. Es war Tilo, es war doch früher sehr schwierig über den strukturellen Rassismus in der Polizei zu diskutieren. Heute problematisieren wir das. Auch die jüngere Generation problematisiert das, auch wenn das gesellschaftlich zurückgedrängt wird. Ja. Oder wir problematisieren den Rassismus in der Schule. Also wenn wir über Rassismus reden, dann müssen wir über den strukturellen, über den institutionellen Rassismus reden. Aber wir müssen auch über den sogenannten intellektuellen Rassismus reden, der in der Mitte der Gesellschaft durch verschiedene intellektuelle Diskurse sozusagen aus gelöst wird, wo man auch gesellschaftlich zwischen wir und sie stärker trennt. Und das sind so Diskurse, da müssen wir anders ansetzen und da müssen wir auch ganz klar die Potenziale der Migrationsgesellschaft und die Potenziale der Betroffenen stärker einbinden. Ich glaube, dass da auch noch viel Bedarf besteht, dass man auch äh, Menschen mehr Raum gibt. Die betroffen sind von Rassismus, von ähm, verschiedenen Diskriminierungserfahrungen, die, die dann quasi ihre Position, Erlebnisse in dem Diskurs auch anders verkörpern und vertreten können. Machst du noch Fremdethnetisierungserfahrungen? Also gibt es irgendwie so, meine, du wirst wahrscheinlich oft eingeladen oder äh, in irgendwelchen Medien und dann so, komm, wir, wir, wir laden den Türken ein, Kemal, obwohl du bist ja hier in Deutschland aufgewachsen, du bist Deutscher. Ist, ist, ist das eine. Also, die, also wir machen im Alltag alle Erfahrungen in irgendeiner Weise mit Diskriminierung. Mhm. Diskriminierung ist ja auch ein Prozess, der ähm, nicht über Nacht auf, abgebaut wird. Wir werden auch keine rassismusfreie Gesellschaft bekommen, Thilo. Also wir werden nur eine Gesellschaft hinbekommen, wenn wir alle in irgendeiner Weise sensibel sind, dass wir mit dem Rassismusphänomen sensibel umgehen. Aber eine rassismusfreie Gesellschaft wird es nur dann gehen, wenn wir diese herrschaftlichen Asymmetrien gar nicht haben. Mhm. Ja, weil hinter Rassismus stecken ja auch Machtasymmetrien. Und wenn diese Machtasymmetrien nicht abgebaut werden, dann werden wir in irgendeiner Weise immer bestimmte Rassismusphänomene erleben. Wichtig ist, dass wir natürlich... Ähm, diese Phänomene und Erfahrungen reflektieren können und sensibel damit umgehen können. Und ich werde natürlich auch eingeladen als Türke manchmal, manchmal werden wir auch als Quotentürken eingeladen, aber <laughs> letztendlich geht es ja darum, dass wir unsere Position vertreten und da auch sichtbar machen, dass wir mitdiskutieren, mit am Tisch sitzen, mit auch sichtbar sein möchten wollen und auch unsere Position öffentlich machen wollen. Wir wollen nicht, dass jetzt nach den Wahlen ein einseitiges Bild vermittelt wird. Ähm, die gesamten türkeistämmigen Menschen sind äh, eine homogene Masse. Wir wollen auch sichtbar machen, dass es auch in dieser Gesellschaft Demokraten gibt. Und eine Demokratie braucht Demokraten, die sich auch anders positionieren können, die auch kritisch mit bestimmten Dingen umgehen können, die auch letztendlich in dieser Gesellschaft äh, Anerkennung, Akzeptanz verteidigen. Und ich glaube, dass wir in der Gesellschaft der vielen mehr Anerkennungsräume und mehr Akzeptanzräume brauchen, damit man auch mehr miteinander agieren kann und nicht nebeneinander. Jetzt kommen wir mal zur Türkei, politisches System, Stand der Demokratie. Fangen wir mal mit der Erdogan-Wahl jetzt nochmal an. Mhm. Äh, haben eigentlich heutzutage weniger Menschen in Deutschland für Erdogan gestimmt als in den letzten Jahren, bei den letzten Wahlen zuvor? Also ist das vielleicht ein positiver Trend, wenn man quasi nicht für Erdogan wählt, als positiv sehen mag? Was heißt positiver Trend? Ich glaube, die politischen Lager, die in der Türkei entstanden sind, die existieren auch in Deutschland. Aha. Wenn wir von der türkei stämmigen Migrationscommunity reden, dann reden wir nicht nur von einer Community, die mit unterschiedlichen Meinungen unterwegs ist, sondern wir reden auch von Community Formen, die auch verschiedene politische Einstellungsmuster tragen. Und wir haben tatsächlich innerhalb der türkei-stämmigen Community eine konservativ nationale Community, die auch ganz klar für Erdogan stimmt. Und wenn wir uns die letzten Wahlergebnisse angucken, dann sehen wir keinen Rückgang. Mhm. sondern wir sehen, dass das sich stabil, stabil weiterentwickelt hat. Also es ist nicht so, dass das irgendwie mehr geworden sind, sondern wir haben im Gegensatz zur Türkei sogar mehr, die für Erdogan stimmen in Deutschland. Ne, beispielsweise in der Türkei war es so, dass ähm, 52 Prozent für Erdogan gestimmt haben, vorgestern am Sonntag, und in Deutschland ist es so, dass es jetzt irgendwie 66 Prozent waren. Zwei Drittel. Ähm, zwei Drittel. Wir sehen sogar, außer Berlin, wo auch so Kopf an Kopf war, haben wir alle Städte, wo Erdogan äh, in Deutschland sehr prägend war. Im Ruhrgebiet sogar bei 70 Prozent. Wie, 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 wie kommt das, dass in Berlin äh, Erdogan am unbeliebtesten ist? Oder ja, was, was heißt ich heißt unbeliebt unbeliebt? Also 50-50 ist ein 50 50 Vergleich ähm, also zu anderen aus, Städten. Ich davon aus, dass in Berlin der Anteil der... Mh, Migranten, die im intellektuell fortschrittlichen Bereich ähm, mehr liegen mhm. und dass die letztendlich auch hier gut vernetzt und mobilisierungsfähig sind. Beispielsweise auch die Opposition ist in Berlin gut vernetzt und hat jahrelang auch Strukturen. Ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt bei den Wahlentscheidungen. Sind, sind die Stimmen äh, aus Deutschland und aus dem Rest Europas äh, eigentlich entscheidend, Wahlentscheidend oder spielt das am Ende keine Rolle? Also, sie sind natürlich insofern entscheidend, wenn eine knappe Situation da ist, dann sind die Stimmen entscheidend. Klar, jede Stimme ne? zählt dann. Ne? Ne? Dann steht, zählt jede Stimme. Jetzt haben wir aber in der Türkei ähm, ein, eine Quote von zweieinhalb Millionen Stimmen. Mhm. Und damit sehen wir, dass diese Stimmen in Deutschland zwar wichtig sind, aber sie waren nicht entscheidend. Mhm. Bevor, jetzt mal, bevor wir mal zur Wahl kommen, lass uns mal. Äh, ich habe ja vorhin gesagt, hier, Türkei ist eigentlich 100 Jahre alt. Also, die Türkei an sich, die Türkische Republik. Ähm, Atatürk hast du auch schon mal erwähnt. Gib uns mal einen kleinen Überblick. Wer war, wer war Atatürk und was hat er? Der hat die Türkei gegründet oder was? Ja, äh, wir haben ja ähm, über das Osmanische Reich gesprochen. Ja. Der Niedergang des Osmanischen Reiches ist ja parallel mit dem Niedergang von drei Reichen eigentlich. Auf der Welt. Habsburger Reich, mhm. Osmanisches Reich und das Zaristische Reich. Das ist in nahezu gleichen Jahren passiert. Sodass, nach, dem äh, ja, Jahr. nach dem Ersten Weltkrieg Ja, nach dem Ersten Weltkrieg. gab es einen riesigen Und äh, in der letzten Etappe des Osmanischen Reiches gab es einen Befreiungskrieg in der Türkei. Einen Unabhängigkeitskrieg, den äh, Mustafa Kemal Atatürk mit verschiedenen Gruppen angeführt hat. Und durch diese Anführung, durch diesen Befreiungskrieg hat äh, Mustafa Kemal Atatürk es geschaffen, ein neues System zu etablieren und hat dadurch die Republik ausgerufen. War Atatürk irgendwie ein Soldat? Oder? Es war ein Soldat, okay. ne, der auch ähm, aus der Jönkdück-Bewegung kam. Ja. Das heißt, er war auch im Osmanischen Reich in den verschiedenen Bewegungsformen integriert gewesen und hat quasi den Befreiungskrieg mit angeführt und über dieses, diesen Befreiungskrieg gab es dann auch ein Nationsgebilde und auch ein Nationsgedanke, mhm. den er mit angestoßen hat. Er hat dabei sehr stark nach europäischem Vorbild agiert. Also er hat dann nicht seine gesamten Nationskonstrukte aus dem ähm, Orient, sondern mehr im europäischen Kontext gesucht und hat dadurch ein neues Nationsgefühl in der Türkei etabliert und damit auch 1923 ähm, die Republik Türkei ausgerufen. Innerhalb der Republik Türkei hat er natürlich auch einen Grundpfeiler, der sich auf französischen Gebilde angesetzt hat. Er hat gesagt, die Türkei ist laizistisch. Jetzt haben wir in der Türkei kein äh, 100-jähriges Laizistisch le, le, heißt äh, Trennung von Staat und Kirche. No. Laizistisch. Staat und Moschee. Ähm, Trennung von Staat und Kirche oder Staat und Moschee, aber letztendlich hat er das als Grundtenor aufgeworfen, hat mhm. damals die gesamten ähm, Ordensgemeinschaften, Sekten, die in der Türkei sehr stark etabliert waren, alle m, in irgendeiner Weise verboten. Die Mädressen hat er vor allem, das sind die islamischen Gelehrtenschulen gewesen, hat er verboten und hat den, die Religion verstaatlicht, mhm. indem er gesagt hat, es gibt eine Dianet. Also das, was wir heute als Dianet kennen, ist die Religionsbehörde der Türkei. Die hat Atatürk damals im Kontext des Laizismus etabliert, damit man keinen riesigen Aufstand bekommt. Und ähm, im Rahmen der Etablierung hat es dann einen staatlichen Islam gegeben, der im Sinne des sunnitischen Islams funktioniert hat. Das heißt, zum Beispiel gibt es keine staatliche Förderung für die alevitischen Gemeinden oder für die armenischen Gemeinden oder auch für andere Religionsgemeinden, auch wenn die Steuern zahlen. Im gesellschaftlichen Gebilde ist der sunnitische, hanefitische Islam sehr stark die dominante Religionsform. Und die dominieren letztendlich auch einen riesigen Machtapparat über die Dianet weil sie in der Dianet nicht nur die Koranschulen haben mhm. und die Moscheen haben, sondern da ist ein sehr starkes Bildungsapparat mit integriert, der letztendlich auch im gesellschaftlichen Gebilde ähm, auch eine weite Verbreitung hat. Und deshalb können wir zum Beispiel, wenn wir über DITIB und Dianet reden, weil die DITIB ist ja letztendlich keine freie Religionsgemeinde in Deutschland. Sie ist an den staatlichen Dianet gebunden mhm. und damit... Ist sie auch eine Religionsinstitution? Und jetzt ist es so: dadurch, dass Atatürk auch teilweise ähm, nahezu alle staatlichen Strukturen beherrscht, Atatürk sage ich, Erdogan, alle staatlichen Strukturen beherrscht, dominierte auch die Dianet mhm. Und damit im Grunde genommen auch die DITIB, weil sie letztendlich an diese dianet strukturen gebunden ist. Und und damit die türkischen die, Moscheen. Genau, die türkischen Moscheegemeinden, die über die DITIB organisiert sind in vielen Großstädten. Es sind ja in Deutschland um die 900 Moscheen, die auch eine wichtige Basis haben. Und das ist auch eine Basis, die für Wahlkampf und andere Dinge instrumentalisiert wird, wenn man das betrachtet. Jetzt komme ich mal auf ein anderes äh, Problem zurück. Man muss sehen, dass die türkische Gesellschaft in den letzten 80 Jahren ähm, ja nicht irgendwie sich fortschrittlich gewandelt hat in dem Sinne, dass es eine Veränderung im gesellschaftlichen Gebilde gegeben hat. Wir haben hm. in den letzten, seit den 60ern ja auch durch die militärischen Inven Interventionen immer Brüche. Das heißt, 1960 hatten wir eine militärische Intervention, ein Putsch. 1971 hatten wir einen Militärputsch. 1980 haben wir einen Militärputsch gehabt. Wir haben nachher einen äh, Putsch 98, 97 gehabt. Und es geht ja immer weiter. Das heißt, jede militärische Intervention hat in der Türkei die Demokratiestrukturen, die demokratischen Werte weiter zementiert. Und die Denkweise. Zementiert, also. Äh, ja, ne, aus oder der oder kaputt, gemacht. kaputt gemacht. Kaputt so. gemacht. Ne? Zementiert also, ist das ja, Gegenteil. Ja, sorry. Kaputt gemacht ja. und letztendlich. Auch ist hinbekommen, dass demokratische Werte weniger im gesellschaftlichen Gebilde Platz eingenommen haben. Und davon haben insbesondere die religiös-konservativ-nationalistischen Kreise mehr profitiert. Vor allem auch, weil sie als Gegenpol für gegenüber linken und fortschrittlichen Ideen ähm, gefördert wurden. Und dadurch ist es auch so, dass diese Gegenbewegungen, diese national konservativen und auch Islam, islamistischen Bewegungen stärker im gesellschaftlichen Gebilde verankert sind und auch gut organisiert sind. Wenn wir uns die Geschichte angucken, dann sehen wir, dass zu viele auch äh, etablierte Strukturen haben. Sie dominieren Bildungseinrichtungen, sie dominieren verschiedene religiöse Einrichtungen, sie dominieren Stiftungen, Vereine, sie dominieren eigentlich Arbeitgeberverbände, sodass im gesellschaftlichen Gebilde die konservativ-nationalistischen Strukturen, besser organisiert sind und bessere Möglichkeiten haben und die oppositionellen Strukturen, dazu zähle ich jetzt auch die GAP, im Grunde genommen ähm, durch bestimmte Möglichkeiten sehr eingegrenzt agieren können. Und das ist ein wichtiger Faktor, der auch dazu führt, dass beispielsweise auch Erdogan und seine AKP bei den Wahlen besser organisiert ist. Er hat ganz klar Vorteile, weil... Er hat ein System geschaffen, er hat ein System für sich etabliert, wo er den Wahlkampf selber bestimmt, wo er sehr stark auch von den gesamten staatlichen Ressourcen Gebrauch machen kann für seinen Wahlkampf. Das hat er alles legitimiert und das sind Möglichkeiten, die letztendlich die Opposition nicht hat. Oder die Medien, die sehr stark auch im Wahlkampf manipulativ aufgetreten sind. Das ist ein Apparat, das hat Erdogan dominiert und das hat auch Erdogan in den letzten... 15 Jahren für sich sehr stark in Anspruch genommen. Und trotzdem war die Wahl jetzt so knapp? Trotzdem war die Wahl knapp. <laughs> Weil die jungen Wähler äh, sind mit Erdogan groß geworden. Sie haben, mh, sie suchen ja auch nach neuen Gesichtern und haben auch dazu beigetragen, dass es eine knappe Entscheidung war. Kommen wir gleich mal zurück äh, zurück zu der Staatsgründung mit Atatürk. Hat, mhm. äh, hat der Name Türkei irgendwas mit Atatürk zu tun oder war das, ist das jetzt ein Zufall? Der, der Name Türkei, den gab es ja vorher okay. schon. Ne? Das heißt, ähm, die Deutschen haben ja schon früher immer vom kranken Mann am Bosporus gesprochen und haben den Tenor immer Türkei gehabt, auch ah. als die Türkei sich damals nicht Türkei benannte. Und ähm, deshalb hat dieser Name schon äh, relativ früh in dem Diskurs einen Platz eingenommen und hat auch wenig mit dem Namen Atatürk was okay. zu tun. Ähm, ich glaube, dass. Ähm, der Name Atatürk dann auch durch dieses türkisch sein geprägt war. Ja. Es gibt auch so Anekdoten, dass der Lehrer von Atatürk gesagt hat irgendwie du bist der Vater der Türken und hat ihm einen Zusatznamen gegeben. Das sind so ähm, Geschichten, die auch so in bestimmten Büchern nachzulesen sind und aufgrund dessen ähm, kann man davon ausgehen, dass das nicht unbedingt äh, mit dem Nachnamen Atatürk in Verbindung steht, sondern vorher schon existierte. Hat äh war, das, war er ein Republikaner oder war er auch ein Demokrat? Also wollte er wirklich eine, Demo eine türkische Demokratie gründen oder wollte er jetzt einfach nur eine türkische Republik gründen? Was, was ist mit diesem kemalistischen Staat gemeint? Der kemalistische Staat ist natürlich auch ein autoritärer Staat. Ah ja. Jetzt haben wir natürlich die Situation, es nach dem Zusammenbruch der verschiedenen Reiche hatten wir ja die Situation, dass es viele Aufklärungsbewegungen gab. Und in der Türkei. Gab es eine Aufklärungsbewegung, die sehr stark die Eliten umfasst hat? Wir haben ähm, eine fehlende Aufklärungsbewegung in den Anatolischen Räumen gehabt, so dass die religiös konservativen Sichtweisen, Einstellungen in Anatolien sehr stark sind und sie haben. Sie sind auch über die Generationen hinweg immer stabil geblieben. Das haben wir auch bei den Wahlkampf gesehen, beziehungsweise Ergebnissen für Erdogan gesehen. Wenn wir gucken, er hat in den großen Metropolen wie Ankara, Istanbul, Izmir verloren, hat aber in allen Metropolen von Zentralanatolien gewonnen, also wenn, wenn, außer Ankara. Also als Großstadt. Aber alle anderen ländlichen Regionen plus die Provinzen, die sehr stark auch ähm, einen großen Einfluss haben, da hat er ähm, durchgehend gewonnen. Also es gibt keine Stadt, wo man sagen kann. Die hat irgendwie für ähm, die GHP von Klichtaro gestimmt. Aber es ist, irgendwie da sehen, ist auch typisch in Deutschland ist ja auch so die CDU gewinnt auf dem Land äh, und die ja, die, aber es gibt auch Situationen, die Linke, je die, die, größer die Stadt, ist und Linke, ja, okay. aber es gibt auch die Situation, wo auf einmal in Köln nicht mehr die SPD regiert und die CDU kommt. Na gut. Klar. Oder es gibt Situationen, wo in Berlin durch Ko Koalition die Regi in der Region vielleicht auch die Konservativen oder die CDU dabei ist Touché. oder auch andere Dinge. Also es sind ja Politiker, die politischen Einflüsse können sich ja auch wandeln. Ja. In den ländlichen Räumen haben wir natürlich hier auch eine bürgerliche Schicht. Also es ist ja nicht so, dass da eine Armutsschicht ist. Mhm. Wir haben in den zentralanatolischen ländlichen Regionen eine Armutsschicht, die aber manifest konservativ national und religiös eingestellt ist. Mhm. Und da sehen wir natürlich unterschiedliche Bilder, wo auch... Ähm, Einerseits bildungsferne Aspekte eine Rolle spielen, aber andererseits auch Aspekte eine Rolle spielen, wo manifeste konservativ nationale und religiöse Gedankenbilder gar nicht aufklärerisch aufgearbeitet wurden. Und damit ähm, hat man den Wahlkampf in der Türkei beispielsweise nicht sozialpolitisch geführt, sondern der gesamte Wahlkampf war identitätspolitisch geführt. Also es ging nicht mehr um die Wirtschaftskrise in der Türkei im Wahlkampf. Wenn wir uns die gesamten Narrative und die politischen De Debatten anhören, dann hat man in den letzten Wochen gar nicht mehr über die Wirtschaftskrise diskutiert. Man hat nicht mehr über den ähm, rasanten Anstieg der Inflation gesprochen. Man hat nicht mehr über den Wertverlust der türkischen Lira gesprochen. Hat die Opposition das nicht man, gemacht oder haben, haben die Medien das nicht gemacht? Weil das ja die, klar. die Medien plus aber auch. Erdogan hat es hinbekommen, dass der gesamte Diskurs auch seitens der Ost Opposition auf identitätspolitischen Debatten gelaufen ist. Ähm, hm. Oder man hat gar nicht mehr über die Arbeitslosigkeit diskutiert. Also 25% Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen bei 40%. Wir haben sogar eine Dunkelziffer in dem Bereich. Äh, ja, oder, man, oder, oder, aus, wenn ich Erdogan wäre, würde ich darüber auch nicht reden. Ja, weil auch ist Scheiße. Die, interessanterweise war dann auch die fernende Erdbebenkatastrophe kein Thema gewesen hm. äh, im Wahlkampf. Worüber hat man diskutiert? Ist der klischta oder Sunnit oder Alevit? <laughs> Sind es Kurden oder Türken? Sind es LGBTQ-Anhänger oder nicht? Äh, sind es äh, Strukturen, die quasi für die heilige Familie sind oder gegen die heilige Familie sind? Und das sind so identitätspolitische Marker, die den Wahlkampf in den letzten Wochen sehr stark dominiert haben. Hinzu kommen auch identitätspolitische Marker äh, wie äh, Abschiebung der Geflüchteten, ne, die auch sehr stark auch durch identitätspolitische Diskurse... Geöffnet wurde, wir wollen keine Verfremdung der Türkei haben. Und das waren Diskurse, die sehr stark identitätspolitisch in den Wahlkampf hineingeflossen sind und auch den Wahlkampf dominiert haben. Aber, aber, aber hatte hat ich das am Ende wirklich gewundert? Weil, ich meine, aus Erdogan-Sicht würde ich genau über diese, über diese Themen dann ja reden, Weil, um, um quasi von, mein, von den ganzen Scheißproblemen abzulenken: vom Erdbeben, von der wirtschaftlichen Situation, der Inflation, der Korruption. Alles Mögliche. Aber man sieht ja auch, dass die Opposition diese Politik mitgemacht hat. Also wenn man das mal kritisch betrachtet, sehen wir, die Opposition hat zwar zu Beginn einen sehr positiven Wahlkampf gemacht, Herr Schägüsel oder war der Slogan, alles wird besser, aber das Konzept, es gab auch ein Konzept, das Konzept war aber in dem Wahlkampf wenig sichtbar. Also in den gesamten Diskursen des Wahlkampfs, in den Narrativen, in den Wahlkampfthemen waren auf einmal die Debatten, die Erdogan bestimmt hat. Sie mussten mehr reagieren. Sie haben mehr reagiert auf die Prozesse und waren dann auch im letzten Zuge so weit gekommen, dass sie auf einmal nationalistische Narrative angenommen haben. Der Kılıçdaroğlu ist dann aufgetreten hat dann irgendwie nationalistische Parolen von sich gegeben, wollte dann in ein Konzept geflüchteter abschieben und hat damit im Grunde genommen eine politische Strategie gefolgt, indem er der Ansicht war, er muss jetzt mit diesen Parolen auch ähm, nationalistische Wähler für sich mobilisieren oder gewinnen. Aber das war nicht der Fall, weil die nationalistischen Wähler waren von Anfang an der Meinung, dass man mit Klichterolo nicht agieren sollte. Ja. Und da sehen wir, dass letztendlich ähm, die Opposition, da gebe ich dir vollkommen recht, viel auf die Diskurse, die von der dominanten AKP geprägt waren, reagiert hat. Und diese Diskurse letztendlich auch ähm, sehr stark in der Diskussion Verankerung gefunden haben. Ich merke, wir kommen immer wieder zu, heu zu der heutigen Zeit zurück. Aber Atatürk, du, du wolltest den kemalistischen Staat noch ein bisschen weiter erklären. Also, dass der so natürlich autoritär war. Das war, also, Na, war das der, nie, der war nicht als Demokratie Ja, angelegt? Wir müssen das ja so sehen. Der Atatürk ist ja, kommt ja aus der Militärstruktur. Ja. Und er war quasi aus dem militärischen Flügel und ja. hat... In der Türkei, in einem Land, was sehr, sehr zerspalten war, was viele gesellschaftliche Gruppen bilderte, hat er versucht, einen einheitlichen Staat zu etablieren. Und hat natürlich diesen einheitlichen Staat auch sehr stark mit kemalistisch-autokratischen Einstellungsmustern auch in Verbindung gesehen. Was hat er gemacht? Er hat zum Beispiel neben dem Parlamentssystem damals auch den Nationalen Sicherheitsrat gehabt, mhm. der bei. Gefährlichen Situationen immer interveniert hat. Dadurch ist es beispielsweise dazu gekommen, dass permanent in nahezu jede zehn Jahre ein Militärputsch gekommen ist nach den 60ern. Also 60, 70, also 71, 80, 98, so dass, 97, so dass letztendlich ähm, dieser Prozess auch ein Produkt der kemalistischen Staatsformation war. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Das andere ist natürlich, dass der Atatürk letztendlich auch nachher, sein Nachfolger sich als nationaler Chef empfunden hat, Auch nationaler Chef, Milichef war so das Label für ihn, was verwendet wurde. Und wenn wir uns viel mit diesen Diskursen auseinandersetzen, dann sehen wir, dass auch hier sehr, sehr stark autokratische Muster eine Rolle gespielt haben. Wie, lang, wie lange war Atatürk an der Macht? Ähm, er war, 23 hatte er die Republik, knapp über zehn Jahre. Wurde er da gewählt? 15 Jahre. Oder hat er sich einfach dann zum Staatschef gemacht? Nee, er wurde dann nachher gewählt. Okay. Also war dann demokratisch legitimiert. Es war nachher eine Legitimation. Er hat ja quasi das Parlament berufen. Ja. Und im Rahmen des Parlaments wurde quasi auch eine Legitimation geschaffen. Und warum, wie kommt das, dass der Name ja, der, der ist ja seit 100 Jahren präsent. Warum ist der so... Für Türken relevant? Also ist es wirklich, weil er den, den Staat dann gegründet hat? Ich meine, da haben ja viele andere, Hunderte, Tausende äh, andere Türken wahrscheinlich damals ja, aber, auch, auch mitgemacht. Also warum? Man, man muss ja so eins sehen: ne? Die Türkei, die aus den ländlichen Räumen entstand, wo man keine homogene Gruppe hatte, mhm. die sehr gespalten war im Osmanischen Reich mhm. durch verschiedene Osmanische Fürsten. Bestimmt war oder durch bestimmte äh, Persönlichkeitskulte sehr stark bestimmt war. Er hat sie vereint. Ähm, er hat die einerseits vereint, dann hat er natürlich äh, den modernen Blick, den westlichen Blick versucht, in den Diskurs zu bringen. Und das hat natürlich auch einen ganz anderen Ursprung. Und Er war ja Krieger, der ganz klar sein gesamtes Leben für die Türkei geopfert hat. Er, ist, er war ja jetzt keiner, der irgendwie seine Profitinteressen und andere Interessen im Vordergrund hatte, ja. sondern er hat ja sein ganzes Leben ähm, für die Gründung der Republik gewidmet, sodass er auch eine ganz andere psychische, soziale, kulturelle Bedeutung für die Türkei hat. Also ähm, er ist ja auch unanfechtbar. Das heißt, wenn wir ähm, damals auch als verschiedene Regierungsformen an der Macht waren, äh, man hat nie über Atatürk diskutieren können. Jetzt ist es so, dass natürlich innerhalb der AKP-Lager die verschiedenen religiösen Sekten oder auch die verschiedenen Ordensgemeinschaften, die übrigens auch eine wichtige Basis für die AKP ausmachen, auch für die Wählerschaft, dass die natürlich versuchen, Atatürks Religionspolitik zu kritisieren, oh. weil er durch diesen französischen Einfluss und europäischen Einfluss ja äh, versucht hat, einen anderen Diskurs zu öffnen im Rahmen des Laizismus. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass er immer noch in der türkischen Gesellschaft einen Konsens hat. Alle Parteien, die letztendlich in der Türkei aktiv sind, nahezu, auch die AKP stützt sich auf Atatürk. Aber die AKP äh, benutzt das mehr an der symbolischen Konst, äh, Konstruktion, weil letztendlich kann man nicht über Atatürk und seine Gedanken gut diskutieren. Das, 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 das wollte ich gerade fragen, ob Erdogan auch quasi so mit. Er sagt, wir sind die besten Nationalisten. Er sagt, wir sind die besseren Kemalisten. Also für ihn spielt das nur für seine eigenen Interessen sehr, sehr stark eine Rolle. Gibt es eine Atatürk-Partei? Oder wer, wer Die GAP befindet ähm, sich als Atatürk-Partei, weil ja der Gründer der GAP Atatürk selber ist. Ja, M macht Sinn. Äh, wir haben ja erst seit ein paar Jahren jetzt dieses Präsidialsystem. Mhm. Da gab es ein Verfassungsreferendum, was äh, ja dann was Erdogan wollte. Jetzt mhm. ist er ja Präsident, vorher war er Ministerpräsident. Mhm. Äh, was war denn das ursprüngliche... Äh, System, so ein Parlamentssystem, wo quasi wie in Deutschland äh, das Parlament dann äh, den Regierungschef wählt und es nur einen Präsidenten gibt, der, so wie bei uns Steinmeier, der eigentlich nichts zu sagen hat, sondern nur Repräsentant ist? Nahezu das gleiche, also nahezu ein ähnliches Modell ja. hatten wir. Wir hatten ein ganz klar ein parlamentarisches System gehabt in der Türkei. Auch wenn eine defekte Demokratie existierte, also eine Demokratie, die mit defekten Elementen in Verbindung stand, hatten wir ein parlamentarisches System mit einem Ministerpräsidenten, der einen großen Einfluss hatte. Und der Staatspräsident hatte auch einen gewissen Einfluss, indem er so eine repräsentative Funktion ausgeübt hat. Das, was er gemacht hat, ist, er hat so ein Mischmaschmodell zusammengestellt, hat das nochmal so mit dem amerikanischen Modell, mit dem französischen Modell und anderen Modellen verglichen, hat sogar mal gesagt, äh, bei Hitler hat es ja auch funktioniert. Ne? Hat er gesagt? Äh, ja, das hat er mal in den Medien auch gesagt, wo, wo er mhm. quasi die Einzelmachtrolle ähm, des Staatspräsidenten gestärkt hat und das Parlament geschwächt hat. Also er hat den Posten des Ministerpräsidenten abgeschafft den gibt es im klassischen Sinne nicht mehr, hat äh, ein parlamentarisches System, wo es 600 Abgeordnete gibt. Diese Abgeordneten haben aber ähm, mit zwei Drittel Mehrheit manchmal Entscheidungsmacht in bestimmten Prozessen. Sie können quasi bestimmte Anträge einreichen, mhm. aber ob diese Anträge angenommen werden oder nicht, entscheidet Erdogan selber. Oder Erdogan hat sich so einen Machtapparat für sich geschaffen, wo er die exekutive, legislative, judikative für sich selber in Anspruch nimmt. Und er dominiert alles. Er dominiert, wer als Hochschulrektor erlassen wird. Er muss es unterschreiben. Er dominiert, wer quasi in den Nationalen Sicherheitsrat gewählt werden oder in diese militärischen Strukturen. Er dominiert in verschiedenen Kontexten, in allen Bereichen. Damit hat er sehr stark so dieses Alleinmacht. Bestreben dominiert und ähm, versucht das auch es im Es gibt keine Gewaltenteilung, oder was? Es gibt im klassischen Sinne keine Gewaltenteilung. Mehr. Und deshalb ähm, gibt es zum Beispiel Leute, die äh, auch im öffentlichen Diskurs als Geisel festgenommen werden, wie Selatin Demitas, den, den ich ja zu Beginn genannt habe, von der prokurdischen ähm, HDP. Oder mhm. es gibt einen Anthropologen, Osman Kavala, man, ihm wird vorgeworfen, er hätte die Gesi-Proteste 2013 ähm, angezettelt. Der, der ist politischer Geisel von Erdogan. Das heißt, ähm, man agiert hier nach, ähm, nach Wohl. Und wenn der Erdogan jetzt ähm, in seiner Wahlrede sagt, ähm, unter meiner Regierung kommen die nicht raus, zeigt es ja auch symbolhaft, dass er über den Gesetzen steht. Warum hat er das überhaupt eingeführt? Ich meine, er war ja Vorministerpräsident, Ministerpräsident, er war ja schon Regierungschef. Äh Konnte er nicht nochmal wiedergewählt werden und hat, hat, hat darum das System geändert? Was war der Grund? Ja, es hat unterschiedliche Gründe. Ich glaube, dass er sehr ist stark. Ja, ist ja ist auch, sechs Jahre ähm, her, ne? Ja, es ist ja sechs Jahre her, aber er hat ja dahingehend auch gearbeitet, dass er dieses System etablieren möchte. Es hat ja vorher schon so bestimmte Diskussionen mhm. gegeben. Ich glaube, ähm, er will sehr stark das gesamte System auf seine Person. Ne? Und, ähm, das ist dann Diktatur, geh okay, mal. Ja. Oder? Es ist ja eine autokratische Form von Diktatur, ja. wo er seine eigene Person in den Vordergrund stellt. Und ähm, ähm, es ist ja auch so, dass die religiösen Kräfte längere Jahre auf diese Zeit gewartet haben. Also es geht hier auch nicht nur allein um Erdogan selber, sondern es ist ja auch ein System, was sich um Erdogan gebildet hat. Beispielsweise hat er ein, eine neue wirtschaftliche Klasse, ne? eine neue, sie nennt sich grüne Ökonomie, also wo auch eine neue wirtschaftliche... Klasse um ihn entstanden sind und er von der Logik auch profitiert, dass nach oben alle das meiste fließt und nach unten die Peanuts fließen und dadurch auch ein System um Erdogan sich entwickelt. Und damit sehen wir, dass letztendlich auch im um Erdogan auch so eine neue gesellschaftliche Gruppe sich gebildet hat, die auch alles dran setzt, dass Erdogan immer gewinnen soll. Also, das heißt, wenn er verlieren würde, dann verliert nicht nur Erdogan alleine, sondern sein gesamtes System, was er in den letzten ähm, 20 Jahren etabliert hat versorgt gerade, da ist ja ein Abhängigkeitsverhältnis in einem System entstanden, das wird alles mitleiden. Deshalb ist es so, dass gerade da auch ein gesamtes System mitgedacht werden muss. Und er kontrolliert natürlich dieses gesamte System und ist auch in so einer Alleinmachtsposition. Das hat er auch schon relativ früh angefangen, bevor dieses Präsidentschaftsmodell in der Form existierte, hat er ja auch irgendwie immer die Minister abgesetzt. Das war immer Diskussionsthema auch. Jetzt kann er das nach seinen willkürlichen Entscheidungen selber machen, wie und wann er das möchte. Und das macht er auch. Und da hat er auch seine Legitimität durch seine Rolle sehr stark gestärkt. Hat man das kommen sehen? Ich meine, vor 20 Jahren, als er äh, quasi Regierungschef wurde, da galt er ja so auch als demokratische Hoffnung für viele, also zumindest in Europa. Es gibt einen Begriff, den ich nochmal in der türkischen Gesellschaft prägen möchte. Das, das ist der Begriff Takje. Ähm, Takje ist eigentlich in den Urschriften, in den religiösen Schriften auch ein verankerter Begriff mhm. und besagt, dass man sich verstellen darf, auch als Religion, wenn es um die eigenen Interessen geht und um die Umsetzung der eigenen Interessen geht. Und viele religiöse Bewegungen, ne, die. Heute in dem Diskurs auch einen wichtigen Stellenwert einnehmen, haben in ihren Strategien auch Taktgefolgt gefolgt. Also, das heißt, sie haben jahrelang gewartet auf den richtigen Moment, damit sie an die Macht kommen und diese Macht auch weiter behalten wollen. Und ich glaube, dass Erdogan relativ zu Beginn so den liberalen Duktus gespielt hat, mhm. unter dem Motto, dass er alles, alle freiheitlichen Rechte über Nacht alle ermöglicht hat das Signal gegeben hat, ich bin doch der größte Demokrat der Republik mhm. und durch seine Stabilisierung im Grunde genommen immer autokratischer geworden ist. Also wenn wir sehen, dass desto mehr er stabiler wurde, hat er immer mehr autokratische Gesetze. Ähm, hat er ja immer mehr autokratische Regelungen zusammengestellt? Es gab ja den großen Widerstand 2013 mit den Gezi-Protesten, wo zum ersten Mal so die gesamte Gesellschaft aufgewacht ist. Die hat er ja auch repressiv äh, entgegengetreten. Also, das heißt, er hat durch die Repression, die er da umgesetzt hat, diese Bewegung ja niedergeschmettert und war nicht bereit, mit dieser Bewegung zu kooperieren. Und das zeigt auch nochmal, dass sehr stark auch im Zuge seiner Stabilisierung er eine Verstellungspolitik umgesetzt hat und äh, mit der Zeit auch äh, immer autokratischer, immer mehr islamischere Elemente eingenommen hat, immer mehr bestimmte ähm, Regelungen, demokratische Wertvorstellungen ähm, außer Kraft gesetzt hat. Dazu gehört zum Beispiel auch die Istanbul-Konvention. Die Istanbul-Konvention hat ja ganz klar Frauenrechte. Ähm, zugeschrieben, ganz klar auch Schutz von LGBTQ äh, ne, äh, gesichert. Und er hat jetzt durch seine gesamten konservativen Regelungen, durch bestimmte national religiöse Einflüsse die Istanbul-Resolution ähm, außer Kraft gesetzt, weil er jetzt die heilige Familie in Anführungsstrichen nochmal sicherstellen möchte und damit im Grunde genommen, ähm, dass die Frauenrechte und andere Dinge, LGBTQ-Bewegungen gesellschaftlich ächtet und auch gesellschaftlich keinen Platz mehr einräumt. Und da sehen wir ganz klar, dass es auch innerhalb dieser Verstellungspolitik darum geht, dass er wieder zurück zu seinen ursprünglichen Wurzeln kommt. Das, das ist ein paar Mal Istanbul-Konvention gesagt. Man muss natürlich auch sagen: Unter Merkel wurde die, hat die Bundesregierung die Istanbul-Konvention auch nicht umgesetzt. Ich glaub, kann man, so, man kritisieren. Also ja, es ist ja, ja nicht ja. letztendlich ähm, ein Thema, spiel. wo man dann sagt, das ist das ideale Modell, aber letztendlich ist es ja ein demokratisches Grundmodell, ein Grundrecht, was allen Ländern quasi ja. zustimmt und es ist ein Grundkonsens, was für uns äh, auch in demokratischen Gesellschaften ja. wichtig ist, dass man solche Konventionen hat und ähm, Gewalt gegenüber Frauen ähm, ächten kann, beziehungsweise auch ähm, dort ähm, juristische Rahmungen schafft und dazu brauchen wir internationale ja. Abkommen. Ich glaube, dass die Istanbul-Konvention da ja. ein wichtiges Signal ist. Der Unterschied war, äh, die Deutschen haben es nie umgesetzt, bis jetzt die Ampelregierung in die Macht gekommen ist. Und äh, in der Türkei mhm. wurde es umgesetzt und dann hat, äh, ist Erdogan wieder ausgetreten. Genau, über Nacht sogar. Und es hat auch keine parlamentarische Debatte darüber gegeben. Ich meine, ich, ich habe ja, hab ja vorhin gefragt. Äh, vor 20 Jahren galt Edward noch so als Hoffnung. Ich habe jetzt gerade ganz gedacht, als du das erzählt hast, ne, er war so ein bisschen der Wolf im Schafspelz. Ich wollte jetzt nicht sagen, grauer Wolf im Schafspelz. Ja, <laughs> Aber, äh, da kann man sagen. Aber ähm, diese taktierpolitik politik ist auch ähm, ah. die ähm, innerhalb der Alewischen Diskurse spielt das auch eine wichtige Rolle diese Verstellungspolitik, das haben wir zum Beispiel auch bei, in diesen Gülen-Strukturen erlebt. Ne? Fethullah Gülen ist ja. ja auch ein islamischer Gelehrter, der jetzt gerade äh, von Erdogan bekämpft wird und ne, der ist jetzt als Terrororganisation proklamiert, wobei Erdogan lange ja mit ihm kooperiert und in Koalition stand, also er hat sehr stark mit ihm zusammengearbeitet. Ähm, da sehen wir auch natürlich, dass es da viel um Verstellungspolitik ging, ne, um in die Strukturen reinzugehen, muss man alles mitmachen. Muss man demokratisch wirken. Man muss sogar in diesen Strukturen Alkohol trinken, auch wenn man das nicht darf. Ne? Das so. sind so Regeln. Ja, in dieser verstellungspolitik -Tag hier muss man alles mitmachen, damit man eine Stabilität hat und damit man bestimmte Dinge auch kontrollieren kann. Und da ist diese Verstellungspolitik, die auch, glaube ich, äh, der Fethullah ähm, Gülen schon relativ früh umgesetzt hat. Und das ist auch eine Strategie, die. Erdogan nach seiner Macht auch eingefahren hat. Wir davon, du hast davon geredet, dass die, äh, es gibt Strukturen und Interessengruppen in der Türkei, die genau das wollen, wie Erdogan dieses Präsidialsystem jetzt eingeführt hat, dass es autokratisch äh, oder autokratischer ist. Denen ist schon klar, dass Erdogan irgendwann stirbt. Und das soll dann irgendwann auch so bleiben, also dieses ganze System. Also ist, das ganze System baut darauf auf, dass bis zum Tod von Erdogan das weiter fortgesetzt Klar, wird. aber, aber also irgendwann, das, irgendwann, irgendwann ne? der ist jetzt Mitte 70, irgendwann wird er sterben. Wenn er stirbt, dann, dann wird es natürlich eine riesige Auseinandersetzung gehen. Dann kann es auch dazu ähm, führen, dass innerhalb der AKP auch bestimmte Flügel versuchen zu dominieren. Ne? Mm. Wir wissen nicht, oder es wäre jetzt Kaffeesatzleserei zu sagen, welcher Flügel dominieren wird. Aber ja. wir sehen natürlich, dass es da auch ziemlich unterschiedliche Vorstellungen gibt und unterschiedliche Richtungen gibt. Also zum Beispiel Innenminister Säule, Suleiman Säule, ist einer der Namen, der sehr stark auf einen extrem rechten Kurs fährt und am liebsten alle Oppositionellen verhaften würde und da irgendwie ganz klar extrem rechte Positionen von sich gibt. Es gibt aber auch andere Flügel, die andere religiöse Interessensgruppen darstellen. Also man muss ja sehen, dass die AKP ja nicht frei ist von den Ordensgemeinschaften Sekten, die sind innerhalb der Partei und dominieren auch bestimmte Strukturen. Mhm. Und damit können wir sagen, dass es da auch unterschiedliche Kleingruppen gibt, die ähm, unter dem Label von Erdogan zusammenkommen. Und wenn jetzt Erdogan sterben würde oder irgendwie nicht mehr da ist, könnte es sein, dass die AKP auch eine andere Form von Spaltung durchmacht. Zwei Spaltungen hatte sie ja hinter sich. Ähm, einmal ähm, Ahmed Dautolo der auch Ministerpräsident war. Der hat sich gegen dieses Präsidentschaftsmodell von Erdogan gestellt und wurde abgesetzt. Mhm. Das ist, der hat ja nachher die Gelecek Partei, also eine Zukunftspartei, also eine neue Partei, Zukunftspartei gegründet. Und es gibt auch den Ali Babacan, der die Diwa Partei gegründet hat, der auch eine Abspaltung aus der AKP ist, der sich dann mit dem Kurs von Erdogan nicht zufriedengestellt hat. Weil Erdogan noch nationalistischer und religiöser agiert hat. Ähm, Ali Babacan war sogar auch mal Wirtschaftsminister gewesen, Europaminister, also hat verschiedene Funktionen ausgeübt. Diese beiden Parteien sind jetzt nicht sehr prägend, aber es zeigt, dass es auch innerhalb der AKP kleinere Spaltungen gegeben hat. Zurück zum Präsidialsystem und äh, quasi dem, mhm. dem Haus, dem, dem demokratischen Haus Türkei. Wie war, wie, wie war dann dieses Bündnis, das Oppositionsbündnis, CHP und äh, Kili Staroglu? Äh, waren die gegen dieses System? Und äh, haben, sie, haben sie im Wahlkampf eben gesagt, okay, wir, 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 wir sind dagegen, obwohl wir jetzt quasi äh, dafür das, das gewinnen wollen? Ja, interessanterweise hat der, ähm, Erdogan eine andere Strategie entwickelt. Er hat gesagt, er macht Referendum. Und hat es über ein Referendum abstimmen lassen. Weil. Ne, es ändert sich ja eine Verfassung. Und er hat äh, dieses Referendum knapp gewonnen mit ja, 51 aber ich, ich meine jetzt hier. Dieses ich, Präsidentschaftsmodell so. hat er nicht über das Parlament durchgehen lassen, sondern er hat ein Volksreferendum Ja, ja, ich, ich weiß, aber jetzt bei dieser Wahl am Sonntag. Ach so. Wie, wie, wie stand die Opposition zu diesem Präsidialsystem? waren sie dafür haben Sie jetzt einfach akzeptiert, dass es so ist die oder wollten sie das, äh, sind die, dagegen? die Opposition hat sich von Anfang an gegen dieses Präsidialsystems äh, gestellt Aha. hat auch ganz klar ähm, gefordert, dass sie, wenn die Opposition gewinnt mhm. wieder zurück, also schrittweise zurückgehen wollte in Richtung eines parlamentarischen Systems. Okay. Ne? Das heißt die Opposition war auch damals als dieses Referendum verabschiedet wurde, dass das Präsidialsystem eingeführt wird, auch dagegen. Und Erdogan hat dieses Referendum knapp gewonnen. Also, das muss man ja auch sehen, dass da irgendwie keine Zweidrittelmehrheit existierte, sondern er hat, glaube ich, 51 Prozent der Stimmen bekommen. Es ist doch eigentlich krass, also quasi eine Verfassung ändern mit 51 Prozent. Puh. Also in Deutschland geht das nicht. Das hat er gemacht, also durch das Referendum hat er es gemacht. Wow. Und wie, wie wollte jetzt die Opposition jetzt nach dieser Wahl, also angenommen Erdogan hätte verloren, wie hätten sie das jetzt, hätten sie denn wieder eine Verfassungs, äh, also Das wäre ein wär Referendum gewesen, also weil dafür brauchen die eine Zweidrittelmehrheit. Ach so. Ähm, die Überlegung war, dass man schrittweise andere Modelle umsetzt, also in dem Konzept äh, der des Sechserbündnisses mit Khlishtarol an der Spitze, mhm. mit Meral Akşener auch an der Spitze. Ähm, da ging es in diesem Konzept mehr auch darum, dass man so ähm, den Staatspräsidenten nicht alleine in der Regierung lässt, sondern dass er dann zwei, zwei ähm, Stellvertreter hat, mhm. der Bürgermeister, Oberbürgermeister von Istanbul und von Ankara, und dass man dann so eine Dreierform von Regierung schafft. Auch mit der Option, dass man bestimmte Dinge dann peu umgestaltet. Was hast du davon gehalten? Wäre schwierig. Das haben auch äh, viele Wähler in der Diskussion geäußert, ähm, weil das Sechserbündnis Bündnis ja auch kein ideologisch manifestes Bündnis war. Ja, das war, man, so, das es war so ein Bündnis, war, so Anti-Erdogan-Bündnis, oder? Das war der Feind meines Feindes, mein Freund. Unter mhm. dem Motto ist das Bündnis gelaufen. Und unter dem Motto hat man versucht, natürlich. Ähm, alle ähm, Gruppen zusammenzubringen, die auch äh, in Kontroverse zueinander standen. Ne? Da gab es zum Beispiel Parteien, die waren antiwestlich. Wir haben sogar ähm, die Saadet-Palze, die auch aus der Tradition der Milligörig-Bewegung kommt, die antisemitische Einstellungsmuster trägt. Also es ist äh, nicht ein ideologisch festes Bündnis gewesen, Ach, sondern also es war ein Zweckbündnis, der 2018 entstanden ist. Mhm. Und ähm, 23 mit neuen Koalitions- oder Kooperationspartnern weiter verfestigt wurde, um die Regierung gegen Erdogan äh, zu übernehmen und gegenüber Erdogan stark aufzutreten. Und das erste, was passierte, ist, dass kurz nach der öffentlichen Machung des Kandidaten eine wichtige Person aus dem Bündnis zurückgetreten ist, Meral Akşener von der E-Party, gute Partei. Die hatte sich ähm, kurz vorher auch von der MAP getrennt. Also die, das ist so eine rechtspopulistische ähm, Partei, die sehr stark auch nach dem Vorbild Le Pen agiert. Mhm. Meral Akşener tritt auch in ihren Narrativen wie Le Pen auf mhm. und war natürlich ein wichtiger Name in diesem Bündnis. Und als sie zurückgetreten ist, gab es in der Öffentlichkeit auch einen, ähm, einen Diskurs oder eine Diskussion, dieses Bündnis kann nicht mehr zusammenhalten. Irgendwann ist sie wieder in dieses Bündnis zurückgekehrt, aber dieses Bild, ne, dass dieses Bündnis nicht mehr zusammenhalten kann, war ähm, durch alle AKP-Medien auch manipulativ fest äh, in der gesamten Gesellschaft verbreitet. Und das, deshalb, war, das, das war eine Abspaltung der MHP. MHP, hast du gesagt, waren graue, sind genau. die Grauen Wölfe? Es ein, gab die einen waren bei Erdogan, die, die, die anderen bei der Opposition. Genau. Und es gab noch ein drittes Bündnis, <laughs> Ach so. ähm, Wahlbündnis, die, das Ahnenbündnis, so nennt sich das, auch ein völkisch-nationales Bündnis, mhm. ähm, dessen Kandidat Sinan Ogan war. Der hat übrigens in, in der letzten Phase dann auch eine wichtige Schlüsselrolle übernommen, weil der Sinan Ogan nachher das... Nachher für Erdogan aufgerufen hat mhm. und seine Wähler, das waren 5,5, ein Großteil seiner Wähler hat nachher Erdogan gewählt. Und das ist noch mal, zeigt auch nochmal, dass in allen äh, Wahlbündnissen ein extrem rechter Einfluss in irgendeiner Weise existent war. Und wenn wir jetzt von Gewinnern in der Wahl redet, dann reden wir nicht nur von Erdogan, sondern Gewinner ist der türkische Nationalismus. Und die neo Umstrukturierung der Türkei durch die verschiedenen islamistischen Gruppen. Also wenn ich das heute so definieren kann, würde ich das so definieren. Das war jetzt aber nur die Präsidentschaftswahl. Ne? Kommt, kommt irgendwann nochmal eine Parlamentswahl? Parlamentswahl war ja vorher. Am Ach, 14. Voll. Mai wurde das Parlament gewählt. Da ah. hat Erdogan letztendlich mit seinem Bündnis ähm, fast die Hälfte bekommen der, kann, der Stimmen. Und so wie jetzt. Genau. Und jetzt hat er letztendlich mehr als die Hälfte durch ah ja. Sinan Oren und andere. Also bei den Parlamentswahlen muss man das ja auch so sehen, dass neben den Wahlbündnissen insgesamt 36 Parteien kandidiert haben. Also es ist eine große Palette an Parteien, die äh, teilweise in diesen Wahlbündnissen zusammenkamen, ja. aber teilweise auch alleine kandidiert haben. Im Bundestag haben wir haben ja eine 5%-Hürde, um reinzukommen. Genau. Wie ist das in der, im türkischen Parlament? In der Türkei war es so, es gab bislang die 10%-Hürde. Oh. Erdogan hat, dieses, äh, hat das Wahlgesetz geändert und ist dann quasi auf 7% runtergegangen. Das ist aber eine Entscheidung, die wurde vor den Wahlen am 14. Mai umgesetzt. Und äh, es war eigentlich eine schwebende Situation für die MAP, weil in, der öffentlichen, in den Umfragewerten lag die MAP immer bei knapp 8%. Und um die MAP zu stabilisieren als Bündnispartner, hat er die... Ähm, die, diese Sperrklausel zu den Wahlen auf 7% runter Haben sie es geschafft? Ja. Sie haben sogar über 10 bekommen. Schade. Ähm, eine historische Fragen. Also, du hast ja von das Militär schon angesprochen, mit Putschen 60, 71, 80, 97, äh, vor ein paar Jahren ja der, der Militärputsch angeblich mhm. mit Gülen und so weiter. Ich habe es mir immer so gemerkt, dass keine Regierung in der Türkei ohne quasi Rückhalt beim Militär überhaupt regieren kann. War und ist das immer noch so? Gut, man muss natürlich eins sehen: Erdogan hat den Einfluss des Militärs eingedämmt, damit, man, damit er sich schützen kann. Also, das heißt, er hat durch bestimmte gesetzliche Regelungen auch es geschafft, das gesamte militärische Apparat zu kontrollieren und den Einfluss ähm, eines unabhängigen Rats, Sicherheitsrates, ähm, so einzudämmen, dass er das irgendwie, äh, dass er da keine Gefahr mehr sieht. Aber, da könnt ihr aber ja sagen, ist es ist. gab ja die Gefahr. Ja, aber da könnte ich ja mhm. sagen: Kemal, okay, das ist ja gar nicht so schlimm, äh, dass das Militär jetzt nicht einfach mal irgendeine Regierung, die, der ihm nicht passt, äh, wegputschen kann. Das ist ja doch, ist vielleicht auch mal ein Fortschritt. Ja, es ist, es ist ja ein Fortschritt. Also man kann sagen, ähm, den, äh, es ist ja quasi ein Fortschritt, wenn man den, ein militärisches Apparat auflöst, wie, was wie so ein Demokles Schwert über den Köpfen der Eben. gesamten Politik dominiert. Schon mal in Deutschland ja, müsste der Kanzler aber Angst haben, dass die Bundeswehr ihn genau. irgendwie, wenn es ihr nicht genau. passt, äh, ihn wegputscht Also es ist ja so, er hat das zwar umfunktioniert in seinem Sinne, mhm. aber letztendlich ist das ja eine Entwicklung, die auch für die demokratischen Kräfte wichtig waren, mhm. dass zumindest man da den Einfluss ähm, des, äh, man sagt, Vesayet, des militärischen Einflusses ähm, etwas eindämmt und besser kontrolliert, damit das Militär nicht jede zehn, Mal, äh, jede zehn Jahre äh, in den politischen Konstellationen interveniert und auch Militärputsch umsetzt. Warum haben Sie das gemacht immer? Immer wieder. Durch unterschiedliche gesellschaftliche Phänomene. Zum Beispiel in den 60ern war es so, dass ähm, auf einmal so ein islamischer Einfluss stärker wurde. Die Kemalisten haben das als Bedrohung gesehen, haben interveniert. 1971 mhm. haben wir die Situation, dass wieder solche Einflüsse Thema waren. Ähm, man hat interveniert und das ging auch zu Lasten von drei ähm, jungen Menschen, die hingerichtet wurden. Das waren so die an Anführenden Namen der 68er Jugendbewegung, der nigerdeutsche äh, Hussein Inan, Yusuf Aslan, die quasi als linke Jugendbewegungssymbol äh, ähm, hingerichtet wurden, wo man dann versucht hat, auch gegenüber der Bevölkerung auch eine, so eine Angstpolitik zu vertreiben, dass man auch irgendwie hart eingreifen kann. Und den größten gesellschaftlichen Bruch haben wir dann 1980 gehabt, weil 1980 alle demokratischen Parteien aufgelöst wurden. Alle demokratischen Institutionen aufgelöst worden und Hunderttausende von Menschen, die in verschiedenen Gewerkschaften, in verschiedenen demokratischen Strukturen, Parteien, in zivilgesellschaftlichen Strukturen aktiv waren, die wurden alle festgenommen. Und das Ziel 1980 war es, einen linken Einfluss und einen fortschrittlichen Einfluss in der Türkei entgegenzuwirken und damit auch eine Gegenbewegung gegen linken Einfluss zu schaffen. Das hatte der Kernan Eviden als Prozess umgesetzt und hat ähm, 1980 sehr stark das Konzept der türkisch-islamischen Synthese geprägt. Und dieses Konzept ist immer noch ein Staatskonzept, was auch die AKP tragt, hm. wo man türkisch-nationale Werte mit türkisch-islamischen Werten zusammenbringt und äh, diese Werte sehr stark reaktionär konservativ haltet, um alle fortschrittlichen Einstellungsmuster gesellschaftlich zu delegitimieren. Ja, das er, er, erkläre mir mal. Also, wenn du, du hast ja auch eine Analyse für die Rosa Luxemburg Stiftung mhm. geschrieben äh, und das, ich lese das überall anders. Also, was, wovor hat die türkische Gesellschaft oder die türkische Politik Angst vor linken Parteien? Die HDP wird ja immer bekämpft, pro-kurdische Parteien werden bekämpft. Wo, wo kommt die Angst vor linken Parteien her? Ja, weil das nationalkonservative Denken in den gesellschaftlichen Strukturen in den letzten 80 Jahren eine sehr starke Verankerung hat und weil die nationalkonservativen... Richtungen, Bewegungsformen, äh, die gesellschaftliche Gebilde von fortschrittlichen Einstellungen entgegenwirken wollen. Und dafür haben auch die militärischen Interventionen eine wichtige Grundlage geschaffen. Also alle militärischen Interventionen mhm. dienten eigentlich nicht, dass die Gesellschaft linker und fortschrittlicher wurde, sondern alle militärischen Interventionen haben zwei Dinge hinbekommen. Sie haben einmal alle demokratischen Werte außer Kraft gesetzt. Sie haben eine demokratische Kultur in dem Land abgebaut, auch in den Gedanken der Menschen. Und damit ist ähm, auch nicht nur bei Erdogan, bei vielen anderen Bewegungsformen auch, ist eine sehr stark autoritäre Führungseinstellung geprägt. Also, wenn wir zum Beispiel ähm, die Vorsitzenden der Parteien sehen, mhm. hier ist es ja so, wenn wir den Bundestag wählen oder die Kommunalwahlen anstehen, wenn die Landtagswahlen anstehen, dann ist es so, dass es Wahlgremien gibt, die die Kandidaten wählen. Die letztendlich bestimmen, wer Kandidat ist für die Kommunalwahl, wer für die Parteitag Landtagswahl und Parteitage genau. und so weiter. In der Türkei ist es so, dass der Parteivorsitzende allein nicht bestimmen kann, wer an den Kommunalwahlen teilnehmen kann. Es gibt keine Wahlstruktur, sondern die Partei, Was? der Parteivorsitzende bestimmt mit einem kleinen Gremium, wer quasi... Äh, an den Türkei-Wahlen, an den äh, Parlamentswahlen als Kandidat auftreten. Es gibt keine kann. innerparteiliche Demokratie. Demokratiestruktur. Und das ist ein Prozess, ha. der auch mit der Liquidation und auch mit den verschiedenen Denkweisen der Demontage von demokratischen Werten zusammenhängt. Und das sind auch so bestimmte Sichtweisen, die in der Türkei sehr prägend sind. Interessanterweise auch Innerhalb der fortschrittlichen Bewegungen mangelt es manchmal an demokratischer Kultur, weil durch diese Militärputsche und Interventionen äh, in der gesamten Gesellschaft die Denkweise sich geändert hat. Man, man agiert immer nach bestimmten Denkweisen, die gesellschaftlich dominiert sind, wo wir sehen, dass die Gesellschaft zwar sich weiterentwickelt, aber jeder Putsch hat die Gesellschaft 20 Jahre von seiner Demokratiekultur zurückgeworfen. Und das ist eine, ein Faktum, mit dem wir gegenwärtig auch uns auseinandersetzen müssen, mit dem wir auch sehen müssen, dass in den letzten Jahren auch nach dem Putsch immer konservativ-reaktionäre und nationale Teile der Gesellschaft auch das gesamte türkische Gebilde prägen. Aber ich meine, gibt es es gibt doch bestimmt Millionen, zig Millionen Türken, die vielleicht für äh, also gegen die Ungleichheit im Land genau, sind, die, äh, die die für ein Streben nach Gleichheit äh, und so weiter sind, wie, wie wir es in anderen Ländern überall in der Welt haben. Zum Beispiel, wen, wen wählen Thilo, die denn? Was ich, machen ich, ich gebe die denn? Ich mal ein Beispiel. Ne? Ich habe mir jetzt diese Videobotschaften auch von einfachen Menschen auf der Straße angesehen. Ne? Ja. Ne? Es gibt über YouTube zahl, äh, zahlreiche Videobotschaften. Ne? Da wird gefragt: Der Erdogan, der klaut doch, der nutzt ja den Staat für seine eigenen wirtschaftlichen Interessen, mhm. für seine Familie. Dann sagt der normale Autonormalverbraucher: Das haben doch alle gemacht. Egal, der baut wenigstens Straßen und Autobahnen. Tja. Ja. Das sind so historische Punkte, wo wir uns natürlich in Deutschland auch mit anderen historischen Punkten oder Prozessen auseinandersetzen. Ne? Also da werden gesellschaftlich so bestimmte Dinge geprägt. Ne, wir haben jetzt die größte Autobahn gebaut. Wir haben die vierte Brücke gebaut. Wir haben den, das größten, gebaut, Flughafen. Ne, den ja. größten Flughafen der Welt haben wir gebaut. Ne. Ähm, interessanterweise äh, all diese gebauten Dinge gehören der Türkei auch nicht mehr. Ach so. Also sie sind ja auch privatisiert. Letztendlich ähm, hat ja Erdogan eine neoliberale Strategie hm. eingepflegt, indem er viele Dinge privatisiert hat. Also in Staatshand ist ja sind ja nur noch wenig Ressourcen im klassischen Sinne. Ne? Aber in der, in der Sichtweise der Menschen sind das dann neue Entwicklungen und man vergleicht die Türkei immer vor 30 Jahren, da waren wir noch irgendwie in landwirtschaftlichen Verhältnissen, jetzt haben wir wenigstens eine schönere Autobahn. Und deshalb, ja, <laughs> so, denken, so denken auch die Menschen, weil sie durch diesen konservativ nationalen Einfluss auch diese Denkweisen geprägt und manipuliert äh, indoktriniert bekommen. Also es sind da unterschiedliche psychologische Faktoren, auf die man auch Einfluss nehmen muss. Aber das sind so Situationen, die existieren im gesellschaftlichen Alltag. Ist das auch, äh, hat das auch mit dem diesem, diese Liebe zum Nationalismus zu so tun, dass linke Parteien auch irgendwie dann unterstellt wird ihr seid nicht nationalistisch, ihr seid dann gegen die Türkei und darum genau. bekämpfen wir euch? Mhm. Also das heißt, Linke Bewegungen, sozialistische Bewegungen, fortschrittliche Bewegungen, die Nationalismus kritisch sind, werden hm. gesellschaftlich marginalisiert und werden auch als Feinde erklärt. Und interessanterweise ist es so, wir haben ja auch einen nationalistischen Konsens in der Türkei. Hm. Also zum Beispiel, das war auch kurz nach, den, ähm, nach dem sogenannten gescheiterten Militärputsch von 2016 der Fall gewesen. Erdogan hat die nationalistische Konsenskarte gezogen, alle Parteien sind zusammengekommen. Über Nacht, dann ging es um die nationale Frage. Also, wenn es um die nationale Frage geht, wenn es um die Existenzängste der Türkei geht, dass die Armenierfrage, die Kurdenfrage, die Alevitenfrage, das sind Existenzängste der Türkei. Die schon längere Jahrzehnte existent waren und auch prägend waren. Und wenn das diese Fragen sind, die dann gesellschaftlich zu Spaltungen führen, dann kann man auch ganz klar die nationale Karte ziehen. Im Sinne der türkisch-islamischen Synthese gibt es auch einen starken Konsens. Erkläre mir dann aber, wenn, wenn dieser, dieser Nationalismus so vorherrschend ist, woher kommt denn der, der Drang, in die Europäische Union zu gehen? Weil, wenn du Teil der Europäischen Union bist, dann gibst du ja auch gewisse Souveränität ab. Also, wie, wie passt das da mit, Ist, mit den Nationalisten zusammen? Das war ja nicht das Konzept von Erdogan selber gewesen, in die Europäische Union zu ah, gehen. Ja. Die, die Türkei hat ja schon relativ früh den Antrag gestellt. Ja. Ich glaube, sogar in den 50ern gab es den ersten Antrag ne, von der Türkei, Mitglied in der Europäischen Wehr, Wehr, EWG zu sein, Wirtschaftsunion zu sein. Und dieser Antrag wurde längere Jahre auch hingehalten, weil verschiedene Wertvorstellungen äh, prägend waren. Und ähm, das größte Konzept eigentlich zur Mitgliedschaft der EU hat damals Dilmas als Staatspräsident geprägt. Und ich glaube, dass die AKP und dass Erdogan ähm, das Konzept von Dilmas weitergedacht haben und aufgrund dessen auch weiterhin an diesem Strang gezogen haben. Inzwischen haben wir in dem Wahlkampf keinerlei Debatten gehabt, dass man wieder in die EU möchte. War, das, war im Wahlkampf äh, eine grüne Partei? Gibt es wahrscheinlich nicht? Gibt es wie Klimaschutz doch, äh, und Klimawandelthema? Die, die prokurdische ähm, Partei, ähm, die HDP, hat ja aufgrund der Situation, dass Erdogan kurz vorher ähm, durch die juristischen Apparate signalisiert hat, die HDP zu verboten, zu verbieten, Schön. hat die ja. HDP ähm, unter dem Label Jechil Party kandidiert. Grüne Linkspartei. Ah, ja. Die Yeshil sol partei ist eine etwas ältere Partei, aber die war Bündnispartner auch in, in, in dieser gesamten Wahlebene mit der HDP, also mit der prokundischen Halklaren ähm, äh, Demokratiepartei, die Demokratiepartei der Völker und hat auch in seinem Programm sehr stark Klimaschutz und andere Fragen auf, aufgeworfen. Aber all diese Fragen spielen, haben in dem Wahlkampf ähm, keine riesige Bedeutung eingenommen. Aber äh, er, Erdogan glaubt auch schon an den Klimawandel. Also, oder hat er den auch schon geleugnet? Oder so? ähm, weißt du da was von? Der Was heißt geleugnet? Die Praxis zeigt ja, dass... Ähm, Na, wenn, du, wenn wir von Rechtsextremen in Deutschland sprechen, also je, je rechter man wird, desto unwahrscheinlicher ist, dass die den genau. Klimawandel anerkennen. Also, da gebe ich dir vollkommen recht. Erdogan hat äh, sich von diesem Klimawandelgedanken, von Naturschutz und ja. anderen Dingen verabschiedet, weil mhm. in, in seiner Logik, wenn wir uns äh, seine Projekte mal angucken, Istanbul hat er ja riesige Projektvorhaben, die auch seit einigen Jahren sehr stark ähm, debattiert werden. Auch der Umbau des Flughafens ging zu Lasten von Wäldern nur von naturschutzgebieten und das sind so konzepte die noch mal zeigen dass die religiös konservativ nationalistischen parteien nichts von dieser klimadebatte halten. also das thema klima ist auch ein ich sage jetzt mal ein thema von einerseits intellektuellen kreisen und wir haben in den letzten jahren vor allem in den schwarzmeergebieten bestimmte volksbewegungen gehabt die sich mit dem Thema Klima und Naturschutz auseinandergesetzt haben, aber wie gesagt, das Thema hat aber in dem Wahlkampf ähm, partiell keine Rolle eingenommen. Ich, ich hatte auch gesehen, ich mein, jetzt geht es um das Nachbarland Syrien, aber der Norden Syriens äh, vertrocknet äh, gerade jetzt äh, anhand äh, wegen, der, wegen des Klimawandels und die Türkei drosselt den Zufluss des Euphrats. Also, dass die überhaupt noch Wasser bekommen. Ja, das ist aber eine politische Entscheidung, weil der Norden Syriens ja auch von verschiedenen ähm, pro-kurdischen Bewegungen dominiert wird. Ne? Und die Türkei hat ja auch einen Einfluss und versucht, seinen Einfluss ja im syrischen Raum stark sichtbar zu machen. Ähm, teilweise sind ja auch kurdische Gebiete jetzt unter Kontrolle der Türkei. Da hängt auch die türkische Fahne. Ne? Afrin ist zum Beispiel eine Region, die ähm, vor einigen Jahren durch die Türkei erobert wurde. Und da sehen wir, dass die Türkei versucht, unter dem Label Terrorismusbekämpfung auch eine Großmachtutopie und ein Bestreben umzusetzen, der sehr stark auch im syrischen Raum sichtbar wird. Weißt du, wir waren ja mal an der türkisch-syrischen Grenze, mhm. haben wir für eine Art in eine Doku gedreht ja. und wir waren in Gaziantep. Mhm. Und in Antep, das werde ich nie vergessen, du hast wirklich in den Wohngebäuden ISIS-Flaggen gesehen. Also es war so ganz offen. Und irgendwie uns wurde gesagt, 20, 30 Prozent der, der Bevölkerung hier, die sind pro ISIS. Ich da bin ich fast aus dem Fenster gefallen. Ja, also wir haben ja zum Beispiel Journalisten wie Jan Dündar, mhm. die ja belegt haben, dass ISIS Waffen von der Türkei bekommen hat. Mhm. Und aufgrund dessen die Türkei verlassen mussten. Also mhm. es ist ja so, dass die Türkei ähm, im Sinne der Glaubensbrüderschaften ja keine Probleme mit diesen Strukturen hat es es sei denn sie sind gefährlich für die Türkei aber die Türkei hat ja auch teilweise bestimmte islamistische Gruppen instrumentalisiert in der Auseinandersetzung Syriens weil die damit, gegen die Kurden gekämpft haben genau gegen die Kurden gekämpft haben und damit im Grunde genommen auch bequem waren für die Türkei und teilweise hatten die auch Unterschlupf in der Türkei bekommen. Also es, dazu gibt es ja auch zig Zeitungsartikel, Meldungen und einige Journalisten wurden angeklagt. Also Jan Dindal ist ja nach Deutschland geflüchtet, dem droht immer noch die Haftstrafe. Und auch andere Journalisten, die darüber berichtet haben, haben bestimmte Repressionen bekommen. Auch Zeitungen wurden konfisziert, Medien wurden verboten, die das veröffentlicht haben. Ich hatte jetzt auch gelesen, also selbst. Also Erdogan, die machen ja immer wieder Militäroperationen, Luftangriffe gegen kurdische Stellungen im Nordirak oder Syrien und so weiter. Und da hat selbst die CHP, also die Opposition, dafür gestimmt. No. Damit haben sie keine Probleme. Das ist ja der nationalistische Konsens. Also das ist das, was ich meine. Wenn es jetzt um nationalistische Themen geht, wo die Gesellschaft und wo die Türkei in so eine Spaltungslinie geht, dann hat, zieht ganz klar Erdogan immer die Nationalismuskarte für den Konsens. Und im Rahmen des Konsens, alle Bewegungen nahezu, außer die HDP, die sich da sehr kritisch geäußert hat, und auch die Yeshizol und auch die türkische Arbeiterpartei, die jetzt auch ein Bündnispartner der Yeshizol-Partei Je ist, die stellen sich dagegen, aber alle anderen Bewegungen kommen in der Frage zusammen. Also das heißt, wenn der nationalistische Konsens ansteht und auch die Existenzangst, und das ist ja eine wichtige Frage, auch eine psychische Frage, der Spaltung der Türkei ansteht. Und das ist auch eine gesellschaftliche Frage, die in, immer schon in der Türkei prägend war. Dann wird dieser Konsens immer getroffen. Und dann geht es auch darum, dass man eine, eine Sprache spricht und auch eine Linie folgt. Und das, hat die, und das hat die GAP mitgemacht. Die GAP hat übrigens noch andere Dinge mitgemacht. Sie hat beispielsweise die Immunität aller HDP-Abgeordneten aufgehoben, also das heißt, sie hat auch dafür gestimmt. Ach du Scheiße. Und aufgrund dessen sitzen ja viele HDP-Abgeordnete in Haft. Ne, also das heißt, äh, letztendlich war das auch quasi eine Linie, die ähm, Erdogan gefahren ist, wo er den Konsens aller Parteien damals im Parlament ähm, in irgendeiner Weise durch diese nationalistische Karte ähm, herbeigerufen hat oder auch in irgendeiner Weise manifestiert hat. Ich merke schon, wir könnten wahrscheinlich stundenlang reden. Du musst irgendwann nochmal wiederkommen. Ihr habt nochmal 10, 15 Minuten Zeit, Hans eure Fragen zu geben. Da kommt Hans. Ich habe noch ein paar Fragen, ein paar Themen. Erstens hier mit den Kurden. Müssen wir kurz mal machen. Ich meine, da gibt es ja auch quasi eine Übereinkunft. Ich Iran, Irak, Syrien, die Türkei, die haben ein Ziel, gemeinsam einen Kurdistan zu verhindern, oder? Wenn man es mal zusammenfasst. Da sind alle quasi in der türkischen, in der türkischen Politik sich einig, also Kurden, Rechte für Kurden oder Kurdistan, das wird es nie geben. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Da spielen auch die internationalen Akteure eine, eine Rolle. Ne, es gibt ähm, seit Jahren Bestrebungen, natürlich seitens auch zum Beispiel Kurdistan-Irak. Es gibt ja in Kurdistan-Irak beispielsweise, wo man die Autonomie möchte. Ja. Und wo auch äh, einmal ein Referendum angekündigt war. Mhm. Und kurz vor dem Referendum standen quasi Iran, Türkei und ne, mhm. Irak standen vor der Grenze und haben bedroht, dann marschieren wir in das Land ein. Ja. Und das sind so Dinge, die passieren schon mal. Jetzt haben wir natürlich auch pro-kurdische Bewegungen, die nicht unbedingt in ihrem Konzept einen eigenen Staat haben. Beispielsweise die HDP hatte in ihrem Konzept... Ähm, Gefordert, dass zum Beispiel bestimmte kommunalpolitische Instrumente genutzt werden können, wo man dann sagt, dass man dann regional bestimmte Autonomiekonzepte konzepte einarbeitet. Aber die HDP hat in ihrem Konzept nicht den eigenen Staat. Ihr wird zwar Separatismus vorgeworfen, aber wenn man jetzt in die Programmatik der HDP guckt, mhm. dann sieht man nicht das Modell eines eigenen Staates sondern sie wollen Kommunalmodelle haben, wo die Kurden ihre Rechte sicherstellen können. Und das sind Modelle, über die die Gesellschaft ähm, nicht diskutiert hat, aber das sind Modelle, über die die Gesellschaft diskutieren muss und sollte. Die andere Ebene ist, dass natürlich ähm, das kurdische Volk auch keine homogene Gruppe ausmacht. Also wenn wir jetzt äh, die Verteilung der kurdischen Bevölkerungsgruppe im nahen Osten anguckt oder auch in der Türkei anguckt, dann sehen wir, dass es da kein homogenes Gebilde gibt, ein sehr heterogenes Gebilde. Wir haben Kurden in Syrien, die auch ganz andere Strukturen haben, Kurden im Irak, die auch eine ganz andere Dialekte sprechen, Kurden im Iran, Kurden in der Türkei, so dass letztendlich dieses Thema Eins der wichtigsten Themengebiete der Nahostfrage ausmacht. Also neben der Palästina-Frage ist, ja. glaube ich, die Kurdistan-Frage das zentrale Thema im Nahen Osten. Man sagt was, mal, zwei, die einzigen zwei Völker im, in dem Gebiet ohne eigenen Staat. Genau, ohne eigenen Staat, ohne eigene ähm, Ermächtigung. Mhm. Ähm, die Iraker haben es hinbekommen, dass sie... Ähm, ein eigenes kommunales System entwickelt haben. Das heißt, dass sie in den kurdischen Regionen ein eigenständiges Parlament haben. Das wäre undenkbar in der Türkei? Das wäre in der Türkei derzeit undenkbar. Also, das heißt, in der Türkei gibt es ja auch eine Anfeindung gegenüber dieser Entwicklungslinie des Iraks, weil die Angst groß ist, dass das auch in der Türkei dann passieren würde und dass dadurch auch die Nationale Einheit der Türkei in irgendeiner Weise in Existenzangst gerät. Ja, jetzt hast du ja auch kurdische Wurzeln. Was, mhm. was würdest du dir so kurz- oder mittelfristig wünschen? Also, wenn, wenn Fortschritt möglich wäre? Wenn ein Fortschritt äh, möglich wäre, wäre ich der Meinung, dass. Ähm, die kurdische Bevölkerung selber bestimmen soll, ob sie ein Selbstbestimmungsrecht haben möchte oder nicht. Das heißt, man kann ein Referendum machen, man kann andere Instrumente einsetzen, wo die Bevölkerung selber entscheidet, welche Modelle sie am besten für sich geeignet sieht. Mhm. Und demnach kann man, diese Modelle wurden ja auch in anderen Ländern umgesetzt, ne? ähm, demnach kann man überlegen, inwieweit diese Modelle auch verwirklichbar sind. Ich halte es derzeit in der gegenwärtigen Situation für schwierig, dass ein eigener kurdischer Staat gegründet werden kann, ja. weil da die Basis auch fehlt. Ne? Und deshalb muss man natürlich über andere Modelle diskutieren, wo man ganz klar auch... Ähm, bestimmte Autonomiebestreben diskutiert, bestimmte Modelle. Es gab ja auch frühzeitig Modelle, ähm, ob man beispielsweise dieses Kantonmodell der Schweiz überdenkt oder ob man ähm, hier das föderative System Deutschlands als Modell mal überdenkt. Also es gibt ja verschiedene Modelle, über die Deutschland, über die die Türkei nachdenken kann oder auch über die Syrien oder auch Irak oder auch andere. Länder, die irgendwie von der Thematik oder auch Iran betroffen sind, auch diskutieren kann. Und das ist, glaube ich, gegenwärtig nicht der Fall. Und das wird auch gegenwärtig erstmal gesellschaftlich marginalisiert und nicht mehr angenommen. Ich meine, dass, die, dass der türkische Staat die Iraner, Iraker und äh, Syrer gegen eigenes Kurdistan das ist, ist nachvollziehbar, ne, weil dann weniger Staatsgebiet und so weiter und so fort. Aber warum ist jetzt zum Beispiel Erdogan? Erklär uns das nochmal. Äh, jetzt gegen Auto Autonomierechte der Kurden weil ich meine, alle Türken müssen doch irgendwie müde sein vom äh, Auseinandersetzungen militärische Auseinandersetzung Terror warum sagen die einfach oh, jetzt kommen wir wir befrieden das einfach mal Ja das ist eine schwierige Debatte also wir, also, wir können irgendwie politisch auf der intellektuellen Ebene sagen ja dann, das kann man ja sofort klären ne? aber da sind ja auch historische Wurzeln, Prozesse, die dahinter stecken und auch verschiedene politische Einstellungen. Mhm. Also die gesamte konservativ-nationalistische Idee baut ihr darauf auf, dass man das Land quasi nicht spalten will. Sie baut auch darauf auf, dass man bestimmte gesellschaftliche Gruppen marginalisiert, benachteiligt. Die baut ja darauf auf. Und dieses Gedankengut über Nacht zu ändern, wird schwierig sein. Das, was Erdogan zu Beginn, der Liberalisierungsphase ja umgesetzt hat, ist er hat ja quasi bestimmte ähm, ähm, Prozesse eingesetzt. Er hat gesagt, er wird einen Friedensprozess anleiten. Ah, ja. Es gab ähm, Verhandlungen in Oslo mit der PKK. Ähm, Öcalan wurde damals kontaktiert und es gab Gespräche zwischen Öcalan und auch wichtigen AKP-Eliten. Die haben sich in Dolmabahce zusammengefunden in Istanbul und haben gemeinsam eine Deklaration veröffentlicht. Ein Brief von Öcalan am 23. März Nevros wurde Nevidos öffentlich gemacht und es gab Bestrebungen, in der Frage gewissermaßen lösungsorientiert zu agieren. Es wurde auch ein, eine Kommission gebildet von Schriftstellern, Musikern, Wissenschaftlern aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Kreisen, um das Thema zu verarbeiten. Aber über Nacht war das dann vom Tisch. Also im Prinzip merke ich mir so ein bisschen: Kurden werden in der Türkei von den meisten als minderwertig angesehen und minderwertigen Menschen kann man keine Autonomie zugestehen. Dann, ne? Genau, das ist so äh, der, der Tenor. Aber ich glaube, dass es da auch darum geht, ähm, bestimmte politische Interessen damit zu verkörpern, weil ähm, man sagt auch, dass in den Krieg in Kurdistan Millionen von Geldern investiert mhm. wurde. Da sind ja auch bestimmte Apparate, die dahinter stecken, ähm, dass bestimmte Kreise gar nicht wollen, dass das Problem... Äh, kurzfristig geklärt wird. Und weißt du, was mir immer wieder auffällt bei der Bundesregierung, in der Bundespressekonferenz, die vermeiden auch, so gut das geht, wenn es um Türkei geht, um kurden, türkische Kurden, das Wort Kurden in den Mund zu nehmen. Ich ja, weiß. das war langere Zeit in der Türkei ein Angstthema. Inzwischen redet man über Kurden, aber die Förderung der kurdischen Sprache, Identität, wird in der Türkei immer noch... Größtenteils verhindert. Es gibt interessanterweise einen kurdischen Sender, einen staatlichen kurdischen Sender, der größtenteils Musikprogramme macht, ja. um den Kurden zu sagen: ihr, ihr habt doch euren Sender, wir sind doch irgendwie bereit, euren Sender da sichtbar zu machen. Aber letztendlich ähm, die kurdischen Interessen, die politischen Identitäten, die spielen keine Rolle. Ja, aber ich, Jetzt haben wir die Situation, dass natürlich es auch Städte gibt, kurdische Städte, die AKP wählen mehrheitlich. Es sind aber Städte, die sehr stark in der Mischung sind, beispielsweise Urfa oder beispielsweise Adiaman, beispielsweise Malatya. Das sind auch kurdische Städte, die aber immer noch größtenteils AKP wählen, weil der AKP-Einfluss und Religionseinfluss sehr stark ist. Jetzt haben wir in den anderen kurdischen Regionen auch den Religionseinfluss, aber der nationale Gedanke steht vor der Religionsfrage. Ich meinte, die deutsche Bundesregierung, ja, ja. Wenn, wenn sie, also die, die vermeiden, überhaupt Kurden in den Mund zu nehmen. Ich, ich weiß nicht, es gab irgendwie vor ein paar Monaten einen Anschlag, ja. äh, glaube ich, auf, einen, äh, auf einen, also einen kurdischen Teil, irgendwo in Ankara oder in Istanbul und so weiter, Und sie haben das Wort Kurden nicht benutzt. Ja, ja es gibt in der, in, innerhalb der Eliten in, in Deutschland auch ähm, eine Distanz zu dem Kurdenthema. Ähm, das war mal anders. Also, ich hatte so den Eindruck, das war so in meiner Sozialisation, dass in den 70ern, 80ern das Opferbild der Kurden sehr stark auch in den Medien, in den politischen Diskursen wichtig war. Ich glaube, nach den Vorfällen, an Autobahnblockaden, nach den Vorfällen, wo auch PKK-Verbot in Deutschland mhm. thematisiert wurde, haben wir dann einen Wandel gehabt wo dann Kurden nicht nur Opfer waren, sondern sie wurden dann auch in den elitären Diskursen als Täter bloßgestellt. Aber interessanterweise gibt es natürlich auch viele kurdische Organisationen, die nicht unbedingt mit der PKK gleichzusetzen sind. Mhm. Und alle Kurden sind ja auch nicht gleichzusetzen mit verschiedenen militanten Organisationen. Trotzdessen haben wir natürlich auch im Wahlkampf gesehen, dass die Kurden eine wichtige Stabilität ausmachen. Sie haben aufgerufen, Kilistarolo zu wählen, und in nahezu 16 kurdischen Städten ähm, hat Kilistarolo ähm, immer 60 Prozent, 50 70 bekommen. In Diyarbakir sogar 70 Prozent, wo äh, das war so ein Hochergebnis für ihn, wo wir sehen, dass die Kurden es schon geschafft haben, stabil und auch ähm, politisch aufzutreten als Volk. Ich, ich habe mich nur gefragt, ob das von der deutschen Bundesregierung quasi so äh, vorauseilender Gehorsam ist, bloß jetzt nicht irgendwie Kurden zu sagen, weil sonst Erdogan wieder irgendwie meckern kann. Und ja, es gibt so einige mh, sensible Themen. Ein sensibles Thema ist die armenier -Frage zum Beispiel. Ne? Ja, Völkermord. Haben, mh, Völkermord. an Armeniern. Der Bundestag hat sich schwer getan, aber er hat ja 2016 äh, die Resolution zum Völkermord ähm, gegen die Armenier äh, verabschiedet und die gesamte türkische Komm also die gesamten türkischen AKP nahen Lobbyorganisationen haben gegen Bundespolitikerinnen wie Cem Özdemir, Sevim Dadelen und anderen, die Türkei Hintergrund haben, ja Lynchkampagnen gestartet. Also mhm. das war ja quasi in den Medien, in den Titelblättern. Man hat äh, die bedroht, auch irgendwie mit Gewalt bedroht, wo wir sehen, dass letztendlich dieses sensible Thema beispielsweise dazu führt, dass auch die Behörden damit sehr vorsichtig umgehen. Wir haben die Situation, dass beispielsweise in Köln seit Jahren die armenische Gemeinde dafür kämpft, dass ein Mahnmal, ähm, zu den Armeniern ähm, öffentlich gemacht wird. Hm. Und die, die, es gibt einen Beschluss, dass dieses Mahnmal kommen soll. Trotzdem kann es nicht umgesetzt werden, weil letztendlich die verschiedenen konservativ-nationalistischen ähm, türkischen Vereinigungen sich dagegen stellen. Und das sind so Dinge, die sind natürlich sehr sensibel. Und die führen dann dazu, dass auch innerhalb der Gesellschaft so bestimmte Spaltungslinien entstehen, wo auch die. Eliten in Deutschland sehr vorsichtig umgehen möchten und das einfach ausblenden. Das ist, ist, ist das nicht so, Armenien das ist ja auch noch mal die Frage, inwieweit die Rolle Deutschlands da auch noch mal eine Bedeutung einnimmt, weil im Osmanischen Reich Generalfeldmarschall von Moltke auch mhm. das Osmanische Heer ausgebildet hat mhm. und auch in der Konzeption informiert ist oder informiert war, dass es da so ein Völkermord vorgesehen ist. Wir haben die Situation, dass Hitler in Mein Kampf hier auch geschrieben hat, über die armenischen Völker möchte keiner mehr reden, wo wir sehen, dass letztendlich ähm, bestimmte Diskurse gesellschaftlich natürlich sehr sensibel angenommen werden und bestimmte Eliten über diese Diskurse gar nicht diskutieren wollen. Und das Gleiche ist auch... Ähm, wenn es jetzt um das Thema Kurden geht und andere Themen geht, das sind sensible Themen, die in der Türkei gesellschaftliche Spaltungslinien äh, erzeugen und man möchte diese Spaltungslinien nicht hierher transferieren. Und deshalb habe ich so den Eindruck, dass bestimmte Eliten, also damit möchte ich nicht die gesamte Bevölkerung, sondern bestimmte elitäre Kreise, aber auch bestimmte politische Kreise, diese Themen alle ausblenden möchten und gar nicht mehr in den Diskurs stellen möchten. Ja, also, der Bundestag hat den Völkermord an Armeniern durch die Türken anerkannt. Ja, das ist 2016. Aber ist die Fall. Bundesregierung spricht davon nicht, oder? Oder irre ich mich? Also, also wenn, wenn, wir jetzt, wenn wir Annalena Baerbock als Außenministerin fragen würden, die würde wahrscheinlich rumdrucksen, oder? Weiß ich nicht. Also, ich habe sie zu dem Thema noch nie gehört. Ja, können Sie ja mal Vielleicht ähm, ist das ein Thema der feministischen Außenpolitik. <laughs> hätte denn angenommen, die Opposition hätte die, die Wahl jetzt gewonnen? <laughs> hätte jetzt die Wahl gewonnen. Also, ich will jetzt keinen Diskurs mit Annelie Baerbock, sondern ne, sie hat ja auch, als sie in der Türkei war, sich ja auch demonstrativ mit HDP-Politikern getroffen und signalisiert, dass es auch um demokratische Werte geht. Ja. Und ich hoffe, dass auch die Politik hier nicht nur die, einen, die reinen partikulären Interessen in den Vordergrund stellt, sondern auch eine werteorientierte Politik macht, wenn sie im Kontext Türkei agiert, dass es hier auch vor allem um Bürgerrechte, demokratische Grundrechte, ja. Minderheitenrechte, religiöse Rechte geht, die auch berücksichtigt werden müssen. Und das ist, glaube ich, ein zentrales Thema, wo wir als Europa dann nicht mehr unsere Zweckinteressen sehen, mhm. sondern ganz klar auch die Werte in den Vordergrund stellen müssen. Hätte jetzt die Opposition die Präsidentschaftswahl gewonnen und Erdogan wäre abgewählt worden, wäre dann hätt, hättest du mit einer historischen Aufarbeitung gerechnet? Also man, du hast ja schon über die Bekämpfung der armenischen, der kurdischen, der levitischen Identität in der Türkei geredet. Wäre das mal hätte ähm, das mal aufgearbeitet werden können? Ja. Sicherlich hätte es dann in den Diskursen bestimmte Aufarbeitungsmöglichkeiten gegeben. Es gibt ja auch derzeit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, im internationalen Kontext, aber auch im Türkei-Kontext, die versuchen ähm, teilweise Dinge dann geschichtlich aufzuarbeiten. Erinnerungspolitik und Erinnerungskultur spielt da eine wichtige Rolle. Aber wenn jetzt die Opposition an die Macht gekommen wäre, hätte sie nicht in einer Woche und in einem Jahr das alles aufgearbeitet? Aber die Opposition hätte für die fortschrittlichen Kräfte in den letzten Jahren, die immer Niederlagen erlebt hat, einen Raum für Atem geschaffen. Hm. Also das heißt, wenn wir uns die Opposition angucken, die letzten Jahre, die letzten Wahlgänge hat Erdogan immer die Macht an sich gerissen. Also für die, der Gewinn der Opposition wäre, dass dann die demokratischen ähm, kräfte strukturen in der türkei äh, einen raum für aufatmen hätten und im grunde genommen auch die gelegenheit genutzt hätten bestimmte dinge noch mal anders zu überdenken. und das ist glaube ich das was die opposition hinbekommen hätte ob es dann irgendwie einen gesellschaftspolitischen wandel in historischem kontext ähm, gegeben hätte mag ich bezweifeln. Hm. wir haben ja schon regierungen gehabt, wo die GAP mit an der macht war wir haben ja schon Regierungen gehabt, wo die GAP auch eine wichtige Schlüsselrolle in den Machtapparaten gespielt hat. Auch damals hat es keine historische Aufarbeitung all dieser sensiblen Themen gegeben. Ich hatte jetzt auch nochmal von Kamal Sido, der arbeitet für die Gesellschaft mhm. für bedrohte Völker, äh, heute noch gelesen. Der, der sagt. Ähm, der war ja jetzt kürzlich in der Türkei, habe ich gelesen. Genau, also nach Beobachtung von ihm waren die Wahlen in der Türkei, vor allem in Kurdistan, im Osten und Südosten der Türkei also, weder fair noch frei. Der türkische Staat herrsche dort wie eine Besatzungsmacht mit viel Militär, Gendarmerie, Polizei und söldnermilizen. Das ist Faktum. Also, das heißt, letztendlich kann man in den kurdischen Regionen nicht von fairen und freien Wahlen reden. Und ähm, die Beobachtergruppen, äh, auch ähm, die OSZE, hat in den letzten Wahlgängen auch immer davon berichtet, dass es da auch zum Wahlmanipulation gekommen sei und dass äh, dort die Wahlen auch äh, unter hohen Repressionen und Polizeikontrollen stattfinden. Die OSZE würden. hat wiederum gesagt, es waren freie Wahlen, aber nicht fa ach, ja, nee, fair. Aber ja. jetzt, jetzt aktuell, die OSZE hat gerade gesagt, die, die, die Wahlen waren frei, aber nicht fair. Auch interessant. Und irgendwie in, in den Net... Inwieweit können Wahlen frei sein, aber nicht fair? Also, wenn sie doch ja. nicht fair sind, dann sind sie doch nicht frei. Ja, also, oh. also, wenn jetzt die ja. Gedanken frei sind, dann ne, fair, Fairness und Frei sein hat ja viel auch. Es ist ja ein dialektischer Zusammenhang ja, ich, zwischen frei und fair. Das habe ich, ich, hab hab ich, hab ich vorher ähm, noch nie gesehen. Ich habe so. das jetzt auch bei der CDU-Politikerin Setup gelehrt. Ne? Die redet auch davon, sie waren frei, aber nicht fair. Aber jetzt ist die Frage, ähm, kann es. Also, diese Verbindungslinie zwischen Frei sein und Fair sein ist ja ein enger Zusammenhalt. Und deshalb ähm, muss man das kritisch betrachten. Ja, vielleicht, und, vielleicht meinen Sie die Stimmabgabe selbst, Kemal, okay die war, also die da, ja, da konnte nicht äh, beim, beim Auszählen geschummelt werden. Und der Rest war aber unfair. Also, ich habe zum Beispiel jetzt Bilder gesehen, äh, wahllokale Urfa, da gab es keinen. Äh, Wahlurne. Es gab keinen Ort, wo man dann geheim seine Stimme abgeben konnte. Man musste dann öffentlich das irgendwie unterschreiben und dann, dann reinwerfen. Also es sind so Bilder, die auch nochmal das Gegenteil beweisen. Ich meine, die OSZE sagt ja auch, wie, wie du es ja auch schon gesagt hast, es gab ungerechtfertigte Vorteile für Erdogan. Es gab eine U Voreingenommenheit der Medien, Einschränkung der Meinungsfreiheit, die Presse und Meinungsfreiheit wurde quasi abgeschafft. TV und Radio waren Erdogan geprägt. Die sozialen Medien wurden eingeschränkt. Oppositionelle Medien verboten. Mhm. Es gab Berichte über Übergriffe auf ähm, Wahlbeobachter. Vor den Wahlen wurden ähm, viele Journalisten festgenommen. Ähm, so, Wahlkampf von verschiedenen oppositionellen Kreisen wurden kriminalisiert. Also, es sind viele Dinge passiert. Und die Wahlbehörde deshalb, sei total intranspar intransparent auch gewesen. Unter anderem auch ein Thema. Das ist ein Thema für sich selber. Ähm, beispielsweise am 14. Mai war es so, ähm, die jüxek setschim der Hohe Wahlausschuss, hat falsche Informationen. Also, sie haben auch so ein bisschen manipulativ agiert, indem sie erst die Ohren geöffnet haben, die in den akp Mhm. Ähm, Schwerpunkten äh, geöffnet wurden, so dass auch psychisch die Idee entstand, Erdogan gewinnt und dominiert gerade alles. Ne? Also das, was in den Fernsehen vermittelt wurde und gegen äh, morgen nach, nach den Abstimmungen war dann sein Anteil immer geringer geworden. Also das heißt, solche manipulativen Dinge äh, werden auch umgesetzt, um auch so andere Bilder zu vermitteln. Und das war auch eine Auseinandersetzung zwischen dem staatlichen Sender. Und auch den kritischen Sendern, die dann irgendwie andere Zahlen hervorgehoben haben. Ähm bei, bei, der, bei, bei der OSZE fand ich äh, auch interessant, ich meine, die haben ja auch einen Report gemacht nach der ersten mhm. Runde, also vor der Stichwahl. Mhm. Und der war nicht so scharf und deutlich wie der zweite, äh, also jetzt nach der endgültigen Entscheidung. Die schreiben ja auch am Ende, auch die zweite Runde der Präsidentschaftswahl habe in einem Umfeld stattgefunden, das in vielerlei Hinsicht... Nicht die Voraussetzung für die Durchführung demokratischer Wahlen bietet. Also damit suggerieren Sie. Die also erste, doch nicht frei. Die erste Runde war auch nicht so doll. Das haben Sie aber nicht so deutlich aber gesagt. Aber doch nicht so frei. Ja. Und das, das haben Sie aber in der, in der Schärfe nicht nach der ersten Runde gesagt. Weil die mhm. Bundesregierung, als, als wir dann gefragt haben, ja, wie, wie finden Sie denn die Wahlen, war das fair und frei, die nur so, ja, das, was die OECD sagt. Schön. Ja, also es geht ja auch darum, inwieweit natürlich die Bundesregierung die deutsch-türkische Beziehung betrachtet inwieweit da bestimmte Interessen zusammenhängen. Olaf Scholz hat ja Erdogan gratuliert ja, und auch eingeladen. Das? Wie findest du das? Zum Wahlsieg gratuliert. Also, also der diplomatische Gang ist natürlich immer so ein Thema. Ne? Man muss natürlich bestimmte diplomatische Wege einschlagen. Aber ich glaube, dass der Olaf Scholz natürlich mit Erdogan auch in Austausch bestimmte Dinge nochmal klären muss, ähm, weil Erdogan kurz ähm, bei dem zweiten Wahlgang auch öffentlich gemacht hat, dass er die Geflüchteten abschieben möchte. Und der Flüchtlingsdeal ist zwischen Europa und Türkei ein wichtiger Deal. Aber das haben beide gesagt, ne? Beide Parteien haben das gesagt, aber ähm, Erdogan war ja bis dann, bislang hat er sich ja da, da sehr verdeckt gehalten, mhm. aber kurz vor dem zweiten Wahlgang hat er das ja sehr stark auch in seinen Parolen, in seinen Narrativen, in seinen Forderungen sichtbar gemacht, so dass im Grunde genommen da auch Ängste bestehen, inwieweit neue Flüchtlingsbewegungen entstehen. Ne, das ist so ein Thema. Und dann sind natürlich auch andere Themen, die Rolle der Türkei gerade jetzt in der NATO, ne, die Blockade Schwedens ist ein Thema, was letztendlich auch irgendwie politisch thematisiert wird. Dann ist es auch ein Riesenthema, inwieweit die Türkei sich näher mit Putin verbindet. Also wir haben ja ganz klar... Ähm, das ne, sind zwei Themen, die ich jetzt, die ich jetzt beide jetzt ausgelassen habe, sonst hätten wir wahrscheinlich noch mal eine Stunde reden ja. können. Okay, mal du musst aber wiederkommen. Ich muss doch mal wieder. Jetzt kommt nämlich Hans mit dem Zuschauerfrage. Eine letzte Frage. Gab es schon mal eine Präsidentin oder eine Regierungschefin, eine Frau? Ja. Ach so. Ähm, und zwar Tansu Chiller. Wusste ich nicht. Ähm, Wann war die das? war in den 90ern. In den 90ern gab es eine Ministerpräsidentin, die aber mehr männlich aufgetreten ist, also in männlicher Pose, aber trotzdem ein eine präsidentin war beziehungsweise eine ministerpräsidentin war und die letztendlich auch ähm, bekannt ist durch ihre verflechtungen zu bestimmten mafiakreisen. Ach so. und äh, aufgrund dessen äh, gab es auch eine gesellschaftliche auseinandersetzung. und ähm, sie hat auch glaube ich bei den letzten wahlen ähm, so zwischen den zeilen dazu aufgerufen die akp zu wählen. Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, das wäre da auch mal noch auch ein Fortschritt. Aber gab es offenbar schon. Okay, mal vielen Dank für deine Zeit. Komm bald wieder. Jetzt kommt Hans noch mit wahrscheinlich vielen Zuschauerfragen. Oh. Dann äh, bis bald. Bis dann. Ne? Ciao, ciao. Ja. Ja, es gab eine lebhafte, lebhafte Diskussion im Chat. Da war auch so eine Fraktion dabei. Da hatte ich so die Vermutung, na. Das ist jetzt ein bisschen der Hardcore-Chatflügel äh, der AKP. Das würde dich nicht wundern, den begegnest du häufiger, denke ich, wenn du öffentlich auftrittst. Mhm. Die sagen dann: Oh, der Mann, der ist ja völlig unausgewogen, einseitig und er sagt überhaupt nichts äh, dazu, ähm, dass die PKK in Wahrheit immer noch eine wichtige Rolle spielt als Terrororganisation. Ist das so? Bist du auf dem Auge blind gegenüber der PKK oder wird die falsch eingeschätzt? Ja, man muss natürlich eins kritisch betrachten. Ich bin jetzt kein Anhänger der PKK, yeah. ich bin jetzt auch kein Sympathisant der PKK, aber eins muss man sehen, die PKK ist Produkt der 85-jährigen Kurdistan-Politik. Also das mhm. heißt, sie ist nicht über Nacht entstanden, sondern sie ist ein Produkt. Eine Repressionspolitik des türkischen Staates gegenüber der kurdischen Bevölkerung, die jahrelang existierte. Und daraufhin hat sich daraus eine militante Bewegung erzeugt oder entwickelt, die gerade auch eine Auseinandersetzung führt. Ich glaube, dass die Bestrebungen darin bestehen, dass sie auch äh, legale Politik betreiben möchte durch HDP und andere Möglichkeiten. Mhm. Aber äh, die Möglichkeiten der legalen Politik werden ja auch größtenteils entwehrt. Also, das heißt, dadurch, dass eine Kriminalisierung beispielsweise von HDP-Politikern stattfindet, dann zeigt es ja letztendlich, dass auch bestimmte staatliche Kreise gar nicht daran interessiert sind, dass diese Strukturen sich gesellschaftlich von dem bewaffneten und radikalen Einfluss äh, zurückverdämmen und dann quasi in die politischen Interessen und in den politischen Diskurse mit einfließen. Und deshalb ist das nochmal so ein Thema was man sensibel behandeln muss. Mhm. Ähm, kann man das in irgendeiner Weise vergleichen mit dem Verhältnis der IRA in äh, Irland, also Nordirland, mit äh, dann Sinn Fein, dem politischen Flügel? Gibt es da Sicherlich, Ähnlichkeiten? Also das sind ja nationale ähm, Bewegungen, ja. Ne, die auch nationale Interessen haben, Befreiungsformen haben, die diese Befreiungsformen-Interessen verkörpern. Und sie sind natürlich auch immer Produkt einer gesellschaftlichen, Diskriminierung. Das heißt, mhm. ähm, auch in Irland oder auch in Spanien oder auch in anderen Ländern, wo nationale Befreiungsbewegungen entstanden sind, sind die ja nicht über Nacht und über mhm. bestimmte Situationen entstanden, sondern sie sind immer Produkt von gesellschaftlichen Isolations- und Marginalisierungsprozessen. Zumindest auch. Vielleicht auch, nicht nur, auch, ne? aber auch. auch mhm. ne? Die letztendlich auch bestimmte Forderungen stellen. Und wenn jetzt eine Bewegung seit den 70ern da eine Haltung einnimmt, dann muss auch der Staat letztendlich die Möglichkeit nutzen, das hat der AKP vorerst gemacht, ja. ne, mit diesen Strukturen auch ähm, in irgendeiner Weise Gespräche und Dialogkultur einzufliegen. Das hat die AKP zu Beginn gemacht. Durch den ähm, Druck von bestimmten nationalistischen Kreisen ist die AKP von diesem Konzept zurückgetreten. Und das fand ich jetzt auch nicht die richtige Politik. Und es gibt mhm. in der Türkei viele intellektuelle... Viele Demokraten, die wollen, dass da eine friedliche Lösung kommt. Die wollen nicht, dass das Thema militärisch geklärt wird. Und da muss jetzt die Regierung natürlich auch ganz klar ähm, die Verantwortung übernehmen, dort auch bestimmte Dinge umzusetzen. Jetzt hat die Regierung beispielsweise viele ähm, Intellektuelle aus den Hochschulen suspendiert, weil sie eine Erklärung unterschrieben haben, dass sie für eine friedliche Lösung sind. Viele Hochschuldozenten sind aus ihrem Dienst entlassen worden. Teilweise sind auch ähm, einige hier in Asyl und haben hier an den Hochschulen Lehraufträge bekommen, wo wir sehen, dass auch gesellschaftlich dieses Thema immer noch geächtet wird und gesellschaftlich auch isoliert wird. Und das ist ein Thema, was wir nicht mit Gewalt lösen können, sondern wir müssen Möglichkeiten finden. Und da ist der Staat und die Regierung aufgefordert, dort auf demokratischem Wege eine Klärung zu finden. Gut, dann kommen wir jetzt zu detaillierten Fragen. Und ich ja. bin gegen die Gewalt ja. der PKK, das ja. möchte ich unterstreichen. Ich rede nicht im Namen dieser Organisation, mhm. sondern ich möchte, dass wir eine demokratische und friedliche Lösung mhm. erreichen. Ähm, hier wird gefragt: Mir ist aufgefallen, dass Erdogan öfters öffentlich singt. Ist das seine persönliche Eigenart oder ist das in der türkischen Politik? Häufiger verbreitet. Ich habe das auch ähm, gesehen. Es gibt in, so der, in der türkischen Politik ist das nicht häufiger verbreitet. Erdogan ist bekannt, mhm. ähm, dass er auch ein guter Redner ist. Das heißt, er ist ein guter Rhetoriker, auch wenn er alles über den Prompter liest, also mhm. viele mhm. Dinge über den Prompter liest. Er ist bekannt, dass er auch gute Gedichte vorträgt. Und wenn er auf großen veranstaltungen ist wenn er auf eigenen parteiveranstaltungen auftritt dann sieht man auch dass er gedichte von bestimmten konservativen religiösen dichtern vorträgt so dass auch emotionen aufgegriffen werden mhm. und dadurch dass er jetzt der starke vater ist und sich in dieser vater und machtposition empfindet ne, passiert es auch schon mal dass er singt mhm. Es gibt so ein berühmten Lied, was er immer hervorhebt. Äh, Wir sind gemeinsam diese Wege gegangen. Ne? Und diese, ähm, diese Singkultur. Kommt das gut an? Ja, schafft aber Nähe zu der Bevölkerung. Ja. Ne? Er ist dann bevölkerungsnah. Ja. Ne? Und er übernimmt so ein bisschen die große Bruder und eine große yeah. Vaterrolle für das Volk. Und das nützt er aus. Ich glaube, dass das auch noch mal so eine Stärke von ihm ist, dass er da mhm. dadurch irgendwie bestimmte kulturalistische Elemente auch in seinen Wahlkampf und auch in seine politische Propaganda mit einfliegt. Man stelle sich vor, Olaf Scholz singt im Wahlkampf. Ja, zuletzt schwer, hat er geleiert, das ja. war natürlich nicht so gut, aber <laughs> ähm, ne, wenn er Gedichte ja. vorträgt, dann emotionalisiert ja. er das auch. Und das sind ja auch so emotionalisierte mhm. äh, also Lieder, die dann irgendwie auftreten, sodass auch diese emotionalisierten Lieder eine Rolle spielen. Hätte es, nächste Frage, bei einer Abwahl Erdogans Aufstände seitens der Bevölkerung gegeben, also etwa vergleichbar mit den USA, Sturm aufs Kapitol oder ähnliche Frage, hätte man bei einer Abwahl Erdogans mit Militärinterventionen äh, oder Umsturzversuchen gegen die dann neu gewählte Regierung rechnen müssen? Also ich glaube, dass alle Widerstände äh, repressiv begegnet würden. Also das heißt, dass Erdogan alle Widerstandsformen, die entstehen, auch... Repressiv äh, niedergeschlagen niederschlagen hätte. Ähm, es gibt ja derzeit auch keine militärische Form der Intervention, weil nach dem sogenannten gescheiterten Militärputsch mhm. 2016 ja auch ähm, viele militärische Strukturen jetzt auch in AKP-Lager liegen. Und der ehemalige Militärchef ist ja auch ähm, Minister ne, und hat ja auch so das gesamte Militärapparat in seinem Blick und äh, ist sehr stark Verfechter von. Erdogan und auch der AKP, so dass wir sehen, dass das Militär, was intervenieren soll, es ja gar nicht mehr in der Form geben kann. Also, äh, deine These ist, wenn Erdogan verloren hätte, dann hätte es keinen Militärputsch oder so nee. geben. Aber wie wäre es mit, mit Aktionen? Das war ja die erste Frage gewesen. Ähm, Sturm aufs Kapitol äh, ja, also von Erdogan-Anhängern. Wir hatten ja schon eine riesige Bewegung, die Gezi-Bewegung 2013, ja. die ja auch irgendwie eine. Ähm, emanzipative Bewegung ja. war und viele Teile der Gesellschaft zusammengebracht hat. Ich glaube, dass im gesellschaftlichen Kontext solche Bewegungen immer wieder... Ähm äh, hier wird ja gefragt, ähm, welche die nicht akzeptieren, akzeptiert hätten, wenn mhm. Erdogan verliert. Das ist ja die Frage. Also eher nur konterrevolutionäre Ach als so, eine so rum. Ja, ich habe jetzt ja, ich ja. Hab die Frage anders verstanden. Nee. Okay, ähm, es gab in verschiedenen Diskussionen äh, auch immer so den Tenor dass es auch im Umfeld der verschiedenen Strukturen mhm. äh, auch im Umfeld der AKP auch ähm, verschiedene Kreise gibt die auch bewaffnet sind ne? mhm. wir wissen dass zum Beispiel die Osmanen neujadale der Heim der Osmanen und so das sind so verschiedene Jugendgruppen die auch im Zuge ähm, des gescheiterten Putsches auch auf die Straße gegangen sind und auch mit Waffengewalt auch irgendwie vorgegangen sind dass es auch, durchaus ähm, in die Richtung Tendenzen geben hätte. Mhm. Ähm, es gab sogar Äußerungen von vielen ne? Rees, also so nennt man den Erdogan, das ist der ne? ja, ja. An, ne Anführer, würde man eher sagen. Befehl und wir tun's. Ne? Mhm. Und das sind so Dinge, die letztendlich auch instrumentalisiert werden können. Wir haben zum Beispiel die Situation, dass er auch ähm, an dem Wahlabend, als er seine Balkonrede da gehalten hat und auch gegen ähm, ähm, der also zelatin der ja. den co vorsitzenden der pro kurdischen adp äh, gehetzt hat ja tausende äh, die parole skandiert haben der hinrichten mhm. und das sind so dinge wo wir auch sehen dass auch die massen so ein bisschen auf seine euphorie hören und dass seine euphorie auch die massen sehr stark beeinflussen dann wird gefragt warum hatte das erdbeben und der damit äh, oder ja der dabei aufgedeckte Missbrauch von Geld so wenig Einfluss auf das Wahlergebnis. Ja, weil die Agenda auch äh, umgewälzt wurde. Das heißt, ähm, ähm, ich habe ja vorhin in ja. meiner Rede gesagt, oder beziehungsweise in den äh, Interviewsequenzen ja auch dargestellt, dass ähm, auf einmal sozialpolitische Themen keinen, keinen Stellenwert mehr eingenommen mhm. haben. Also dass es in dem Wahlkampf nur noch um identitätspolitische ja. Themen ging, sodass auch das gesamte Erdbeben kein Thema war. Er hat ähm, bestimmte Dinge hinbekommen, er hat in den Erdbebenregionen auch investiert und hat da bestimmte Projekte initiiert und auch über diese Projekte nochmal viele Bevölkerungsteile versucht ruhigzustellen. Mhm. Und hat auch so manipulativ in verschiedenen Fragen reagiert. Und ich glaube, dass das nochmal auch einen Einfluss auf bestimmte gesellschaftliche Strukturen ausgeübt hat. Und dass das dann auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel in den Erdbebenregionen er immer noch außer Antakt ja, glaube ich, als erste Partei hervorgetreten ist. Mhm. Und da fehlt dann natürlich eine äh, unabhängige Presse, die ein solches Thema, wenn jemand versucht, es mit Geld zuzuschütten, ähm, weiter äh, im öffentlichen Diskurs hält. Mhm. Dann wird gefragt: Aha, ist die Türkei so, wie sie ist, wegen Erdogan oder ist Erdogan so, wie er ist, wegen der Türkei? Also die Dialektik zwischen Staat, Gesellschaft und Person. Ähm, ich glaube, dass ähm, Erdogan nicht über Nacht entstanden ist. Mhm. Durch die Defekte Demokratie in der Türkei und auch durch die militärischen Interventionen haben wir eine Demontage von demokratischen fortschrittlichen Werten. Und im Rahmen der Demontage der fortschrittlichen demokratischen Werte haben wir ein sehr starkes konservativ nationales, nationales Gebilde. Und inzwischen eine neue Komponente ist auch, dass das religiöse Gebilde stärker sichtbar geworden ist. Und Erdogan ist ein Produkt eigentlich dieser Geschichte der Militärputsche, dieser Geschichte, die in der Türkei in den letzten 40, 50 Jahren ähm, für bestimmte gesellschaftliche Umrisse gesorgt haben. Und damit ähm, regiert er eigentlich im Grunde genommen auch all diese Entwicklungstendenzen und versucht das in seiner Person zu vereinen. Ist er nur ein Produkt oder beeinflusst? er dann diese bedingungen auch wieder er ist sowohl ein produkt als auch beeinflusst diese dinge wie ist die wirtschaftliche situation in der türkei aktuell die süddeutsche zeitung sprach letzte woche von hyperinflation mhm. ist das so und wie ist die wahrnehmung der ökonomie in der türkischen bevölkerung die türkische bevölkerung erlebt diese ökonomische risse sehr stark weil das den Alltag der Menschen betrifft. Wir haben ein, eine sehr starke Inflation, also einen rasanten Anstieg der Inflationsrate. Wir haben äh, die Situation, dass äh, beispielsweise auch die Arbeitslosigkeit, 25 Prozent mhm. der Menschen sind arbeitslos, äh, es gibt eine verdeckte Arbeitslosigkeit, die ist bei Jugendlichen viel größer, mhm. ne, so dass wir sehen, dass es da auch irgendwie äh, einen tiefen Riss auch in der Gesellschaft gibt. Wir haben die Situation, dass neben der hohen Inflationsrate die Lehre an Wert verliert. Und damit im Grunde genommen auch die Kaufkraft des Mittelstandes auch sinkt, weiter sinkt. Und das sind so Dinge, die ähm, erleben die Menschen alltäglich. Aber das waren interessanterweise auch Themen, die im Wahlkampf gar nicht mehr diskutiert wurden. Wie steht es? Teilweise und, ja. gab es auch so in der Wahrnehmung. Ähm, Ursache für Verteuerung ja. sind, äh, ist die GAP, ist zum Beispiel ja. eine Parole. und ja. ne, Die Leute sind auch in solchen Dingen sehr manipulativ, muss man sagen. wir spielen auch so bildungsferne Schichten auch eine Rolle. Wie steht es um die türkische Staatsverschuldung, Schrägstrich Auslandsverschuldung? Dazu habe ich jetzt keine Statistik und okay. ich weiß, dass der IWF da eine gewisse Rolle spielt und dass die Türkei ähm, lange vermieden hat, mit IWF mhm. Geschäfte zu machen und dass es da irgendwie im saudi-arabischen Raum und anderen ähm, Kontexten Verbindungslinien gab, wo man versucht hat, so bestimmte Quellen äh, zurückzugreifen. Ähm, ich bin mir vollkommen sicher, dass die AKP neue Quellen suchen wird. Inwieweit da Verschuldung gegenüber der IWF eine Rolle spielt, muss man abwarten. Wir sind in der Weltpolitik. Ähm, welchen Einfluss hat der Ukraine-Krieg auf Erdogans Machtposition? Da wird die These vertreten: gefühlt ist Erdogan politisch der größte Gewinner der Situation, ähnlich wie bei den Flüchtlingen. Ist das so? Genau. Und ja? zwar, Erdogan hat sich ja nicht gegen Putin gestellt mhm. und hat auch in der Auseinandersetzung nicht irgendwie die politische ähm, Linie verfolgt, äh, Russland abzulehnen sondern er versucht so eine Verbindungsbrücke aufzubauen. Der Getreidedeal wurde zum Beispiel. Bei ne? ihm abgeschlossen, also dass ja. bestimmte Deals, die jetzt mit Russland direkt getroffen ja. werden, über Erdogan passieren und Erdogan letztendlich als Verbindungsbrücke fungiert. Mhm. Er redet auch immer äh, von seinem Freund Putin und ich glaube, dass es da auch sehr starke Verbindungslinien zwischen beiden führenden Köpfen gibt. Wie wird sich unter der Regierung einer weiteren Regierung Erdogan der Konflikt mit Griechenland entwickeln? Puh, ist ein eigenes Thema. Mhm. Ich glaube, die Türkei hat immer ein Spannungsverhältnis zu Griechenland. Der hat sich jetzt im Zuge des, der Erdbebenkatastrophe so ein bisschen gemindert, weil letztendlich Griechenland auch viel Unterstützung geboten hat. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist natürlich Pulverfass Griechenland immer da gerade wenn es um die Zypern-Konflikt oder über die zypern geht. Und da muss man abwarten, das ist immer so ein politisches Klima. Derzeit ist dieses Klima aber nicht so angeizt wie vor einigen Jahren. Hm. Geh mal zwischendurch mal die eine Million Dollar-Frage. Äh, sollte, sollte die Türkei in die EU aufgenommen werden und dann in Klammern, falls nein, bitte kurze Begründung. Ich bin der Meinung, dass äh, die Türkei durchaus in die EU kommen kann. Aber die Türkei muss natürlich die Kriterien der EU akzeptieren. Da geht es auch darum, dass die EU eine Werteunion ist. Also dass es da auch um Werte geht, dass es um Menschenrechte geht, dass es um äh, Minderheitenrechte geht. Und wenn man diese Rechte gar nicht umsetzen kann, dann ist es auch schwierig, da Mitglied zu werden. Deshalb ähm, muss die Türkei natürlich auch... Ähm, wenn Sie das angehen oder beziehungsweise wenn diese Mitgliedschaft debattiert wird, müssen all diese Fragen geklärt werden. Ich schiebe hier eine kleine persönliche Erfahrung mit rein im Jahr 2005. Da hatten wir eine andere Debatte, da war ja äh, quasi das, ähm, der ja. Religionsaspekt spielte ja. eine wichtige Rolle und ja. das ist immer noch im konservativen Raum verankert, dass man die Türkei nicht als ein europäisches Land ansieht, weil es nicht christlich ist. Und ja. das ist, glaube ich, eine falsche Strategie. Ähm, ich glaube, dass die Türkei, wenn sie Teil Europas ist und wenn die Werte demokratischen Bestimmungen auch akzeptiert werden, dass man damit irgendwie auch... Ähm, eine andere Form Druck auf die Türkei ausüben könnte? Ähm, ich wollte, äh, es gab im Jahr 2005 einen kurzen Besuch des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder bei Erdogan, da sind die sich, glaube ich, das erste Mal begegnet äh, in Istanbul. Ich war bei dem Besuch dabei, da waren über 1000 Menschen äh, der türkischen und deutschen Wirtschaft da und alle, 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 bis hin zu Christoph Daum, der auch da war waren der Meinung, hier öffnet sich gerade eine große demokratische Zukunft der Türkei im europäischen Raum. Das haben damals, glaube ich, wirklich alle geglaubt. War das damals ähm, ein Fehlglaube oder ist irgendwann die Türkei oder ist die EU zur Seite abgebogen? Die Türkei hat ja viele Kriterien der Mitgliedschaft erfüllt. Mhm. Die grundlegenden Kriterien waren natürlich so, die, die Kriterien wie Menschenrechte, Meinungsfreiheit und andere Kriterien, die nicht erfüllt wurden. Äh, ich glaube, dass das den großen Hemmnis ausgemacht hat. Die andere Situation ist natürlich, dass es innerhalb ähm, in den 2000er, innerhalb des konservativen Lagers auch eine sehr distanzierte Politik gegenüber der Türkei gab, weil man Europa als eine christliche Einheit wahrgenommen hat. Und das war auch so ein ausschlaggebender Grund, dass man da So eine distanzierte Politik betrieben hat und auch umgesetzt hat. Ne? Trotzdem mhm. ähm, hatte ich so den Eindruck, dass ähm, Schröder ja interessiert war, mit der Türkei eng zusammenzuarbeiten. Ich weiß, dass er nachher ja auch Berater bei Erdogan ja. war und damit im Grunde genommen auch gute Kontakte zu Erdogan hat. Mhm. Ja, Schröders Beratertätigkeiten ist auch wieder ein Thema für sich. Ähm, dann, wie erklärst du dir, Kemal, ähm, dass die Türkei, die aktuelle Türkei im Vergleich zu früher immer religiöser wird. Ähm, Atatürk, auch nochmal der Hinweis, hatte den Staat ja eigentlich säkular gegründet. Ist die Beobachtung richtig? Nimmt die Religiosität oder religiöse Orientierung äh, der Türkei aktuell zu? Genau, würde ich ähm, so sehen. Ich weiß, dass die Türkei gerade viel investiert, um diesen religiösen Einfluss stärker zu machen. Und dass auch innerhalb der Strukturen durch viele Moscheegebäude, durch religiöse Schulen auch das gefördert wird. Auf der anderen Seite habe ich letztes Jahr eine Studie gelesen, dass innerhalb der jungen Menschen die Religiosität abgenommen hat weil es da auch irgendwie, ne, das ist zu viel so künstlich hm. reproduziert, so dass junge Menschen da auch so ihre Probleme mit haben. Mhm. Ähm, da gab es auch eine Frage, die, eine Beobachtung, dass religiöse Orientierung bei jungen Menschen mit türkischem Hintergrund, die in Deutschland leben, auf einmal da anscheinend die Religiosität wieder zunimmt? Ist dir das bekannt? Oder? Ja, also man muss das ja auch so sehen, dass bestimmte politische Entwicklungen, die in der Türkei passieren, hm. die über die Medien, die politischen Instanzen, die über die verschiedenen Strukturen, Stiftungen, Parteien, Vereine geprägt werden, dass das auch hierhin transferiert wird. Und ich merke auch, dass innerhalb der türkeistämmigen Community, gerade auch so aus diesem Zentralanatomischen Raum religiöse Elemente stärker sichtbar waren. Beispielsweise, mhm. ich bin ja auch ähm, Sohn der Gastarbeiterfamilie, ja. hatte ich zu Beginn ja erzählt, ne? früher in den 70ern, 80ern war der Anteil derjenigen, die Kopftuch tragen, weniger gewesen. Mhm. Inzwischen ist das ja ein sehr verbreitetes. Ist das ein Protestverhalten, ein kulturelles Protestverhalten oder was ist es? Kann man aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Also einmal. Ähm, bei jungen Leuten, die äh, das freiwillig als mhm. ein Protestverhalten annehmen, kann man natürlich sehen, dass es da auch so äh, aus der postkolonialen Perspektive ein Pro ja. Protestverhalten ist gegenüber der Gesellschaft, Abgrenzung gegenüber der Gesellschaft, Sichtbarmachung einer eigenen Identität. Mhm. Auf der anderen Seite kann man auch sehen, dass bestimmte religiöse Einflüsse damit sichtbar gemacht worden, werden, weil in der Türkei längere Jahre ja auch in den staatlichen Institutionen das Kopftuch verboten wurde und mhm. damit auch als eine Widerstandsform im religiösen Organisationssegment verstanden wird. Mhm. Ähm, bist du, persönliche Frage, musst du nicht beantworten, bist du Mitglied einer politischen Partei oder fühlst du dich einer politischen Partei nahestehend? Muss ich nicht beantworten. Nein, musst du nicht. Ich fühle. Ähm, ich habe die letzten Jahre Grüne äh, SPD gewählt. Ich glaube, dass ähm, da irgendwie so unterschiedliche politische Positionen für mich wichtig mhm. sind, die dazu führen, dass ich so bestimmte Dinge wähle und bestimmte Dinge favorisiere. Mhm. Wie siehst du, wir kommen an einen Punkt, wo wir eben schon mal waren, wie siehst du die Zukunft der Kurden im aktuellen politischen Bündnis der Türkei? Im aktuellen politischen Bündnis der Türkei sehe ich ähm, einfach für die pro-kurdischen Bewegungen eine schwierige Phase. Mhm. Man muss diese Phase abwarten, wie sich das entwickelt, die pro-kurdischen Bewegungen oder auch gerade die Yeşilsoy, die ja bei den Parlamentswahlen ähm, ja auch einen Stimmenanteil bekommen hat. Sie hat zwar abgenommen, aber sie hat eine Stabilität sichergestellt in den kurdischen Regionen. Die wird das auch nochmal analysieren müssen und wird auch Strategien festlegen, wie sie sich in den nächsten Jahren aufstellen wird. Aber insgesamt kann ich sagen, dass natürlich im Nahen Osten, aber auch in der Türkei, dieses Fragen, diese Frage eines der wichtigsten Schlüsselfragen ist. Eine Frage, die ein bisschen in die Vergangenheit äh, sich richtet. Was ist bekannt über Verbindungen und Treffen zwischen Franz Josef Strauß, also dem früheren äh, CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten, und Alpaslan Türkisch, dem grauen Wolf, dem grauen ja, oberwolf Dazu gibt es ja auch ähm, Dokumente. Ja. Der Spiegel hat ja auch dazu ähm, Dokumente ähm, Ende der 70er, Anfang der 80er veröffentlicht, wo es Gespräche gab, äh, wo auch Bestrebungen bestanden, dass die. Ähm, MAP Gespräche zu CSU gesucht hat. Wir wissen aber auch heute, dass zum Beispiel manchmal ähm, Ablegerorganisationen der MAP, die im bayerischen Raum aktiv sind, auch Lokalitäten, Veranstaltungen der CSU besuchen oder auch bestimmte Politiker Veranstaltungen bei den Ablegerstrukturen der Türkföderation mhm. machen, so dass es durchaus verschiedene Verbindungslinien gibt, aber die nicht auf der Basis stattfinden, sondern mehr so auf der ideologischen Ebene. Wir haben in den 70ern auch andere Verbindungslinien. Es hat ja auch ähm, Gespräche zwischen NPD und MAP ja. gegeben. Es hat aber auch im Briefverkehr zum Beispiel von Michael Kühn gegeben, von der Aktion National der Sozialisten, also eine militante mhm. Neonazi-Gruppe, die auch irgendwie Verbindungen zur MAP in der Türkei gesucht haben. Äh, wir gehen nicht weit. Die NPD hat äh, 2009 äh, der ähm, hessische Landesvorsitzende Jörg Krebs, der auch mal im, wie im Kommunalparlament war, hat gefordert, dass die Zusammenarbeit zwischen NPD und MAP in Deutschland auch stärker sein soll. Er hat zwar von der Kameradschaft ein bisschen Kritik geerntet, mhm. aber es gibt auf der ideologischen Ebene immer auch so Bestrebungen, Nähen zwischen extrem rechten, rechtskonservativen Parteien und der MAP sicherzustellen. Mhm. Dann wird jetzt wieder aktuelle Gegenwart äh, gefragt. Kannst du uns eine Geste oder die Geste Erdogans erklären, äh, die ja an seinen Opponenten gerichtet war, bye bye Kemal? Ich weiß im Moment nicht, worauf es sich bezieht. Kannst du damit etwas antworten? Ja, die, das besagt, ähm, wir verabschieden ja. uns von Kemal Kalistaro, Ja. Bye bye ist auf Wiedersehen. Ja, das ist keine Drohung, sondern Spott oder was ist es? Ähm, also es ist immer eine Frage der Interpretation, wie man das auffasst, aber ich würde eher sagen, das ist quasi eine Ironie, ja. um ihn quasi gesellschaftlich zu spotten. Mhm. Ähm, wie schätzt du, wir, manche Punkte werden mehrfach berührt, wie schätzt du nach der zweiten und dritten Generation äh, den Erfolg der Integration von Türken in Deutschland ein? Was ist gelungen und was ist nicht gelungen? Wird gesagt, vielleicht können wir daraus etwas für den Umgang mit syrischen Migranten lernen. Eine wichtige Frage, das ist auch ein Veranstaltungsthema. Ach. Ich glaube, wenn wir jetzt über das Wahlverhalten von jungen Türkeistämmigen diskutieren, die Erdogan gewählt werden, haben, dann müssen wir auch über die Integrationspolitik in Deutschland reden. Und ich mhm. glaube, dass die letzten 50 oder 40 Jahre der Integrationspolitik immer darin bestand, dass man viel über Integration geredet hat, aber letztendlich äh, wenig Konzepte umgesetzt hat. Interessant ist, dass 1979 der erste, äh, der erste Integrationsbeauftragte Heinz Kühn ein Zehn-Punkte-Programm. -Pro mhm aufgeworfen hat. Das, was wir heute noch diskutieren, sind diese zehn Punkte. Da geht es um Bildungsintegration, um Integration in den Arbeitsmarkt, nachbarschaftliches Verhältnis, Einbindung in gesellschaftliche Strukturen. Also wir brauchen noch eine kon konstruktive und auch eine konsequente Partizipations- und Anerkennungspolitik, wo man die Unterschiedlichkeit der Menschen akzeptiert, mhm. aber diese Unterschiedlichkeit auch dazu beitragen, dass man das gemeinsame Wir sucht. Heinz Kühn, früherer Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, ja. also eine wichtige politische Persönlichkeit. Mhm. Ist Integration eigentlich dann eine Einbahnstraße, dass man sagt, die aufnehmende Gesellschaft äh, muss die Arbeit leisten oder gilt es eher andersrum? Oder ähm, der Begriff Integration auch? ist falsch. Ja. Der Begriff Integration kommt ja, wenn man es mal begrifflich und etymologisch sieht, ja. aus der Behindertenpädagogik und mhm. hat ja genauso wie der Inklusionsbegriff, der jetzt auch irgendwie in Richtung Behindertenpädagogik getragen wird. Ich glaube, dass wir einen neuen Begriff brauchen. Mhm. Ähm, den neuen Begriff habe ich jetzt auch nicht in meiner Tasche und kann nicht sagen, dieser Begriff ist der beste Begriff. Aber wir brauchen keine Integration, äh, nicht jeder, also im Sinne von aufnehmen, genau, wo jeder sondern, das, ja. ne, das versteht, was er darunter ja. verstehen möchte, sondern wir brauchen eine Anerkennungs-, Akzeptanz- und Partizipationspolitik von Menschen, die seit zwei, drei, vier Generationen leben und ihren Lebensmittelpunkt haben, wo wir in der Pflicht stehen, diese Menschen dann nicht irgendwie als wir und sie aufzuteilen, sondern wo wir gemeinsam gucken, was sind die Werte, die uns in der Gesellschaft zusammenbringen. Und da muss man über Verfassungspatriotismus reden, da müssen wir über demokratische Grundwerte ähm, reden, die uns in der Gesellschaft vereinen. Und das ist, glaube mhm. ich, das, was wir unter ähm, Integration in Anführungsstrichen verstehen. Und das ist auch das, was wir unter Integration verstehen müssen. Es ist keine Einbahnstraße, es ist nicht nur eine Erwartung, dass Menschen aus unterschiedlichen Ländern sich an bestimmte Systeme anpassen, sondern es ist die Frage, wie zwei Systeme zusammenkommen und barrierefrei äh, eine Dialogkultur und einen Begegnungsraum schaffen. Und welche das ist, glaube ich, das, was man da, darunter stärker verstehen sollte. Welche Rolle spielt dabei die Tatsache, dass sich, äh, ich weiß jetzt kein besseres Wort, teilweise parallel Gesellschaften oder Communities bilden? Das gibt es in Köln, das gibt es in Berlin, in anderen größeren Städten. Ähm, ist das automatisch ähm, Integration, solange wir kein besseres Wort haben, behindernd oder kann darin auch eine Möglichkeit Parallelgesellschaften liegen? Parallelgesellschaften ist ein sehr plakativer Begriff. Ja. Ähm, Parallelgesellschaften, wenn man es als Parallelgesellschaften äh, wahrnimmt, sind integrationshemmend. Sie, sie fördern keine Integration. Das, was wir brauchen, ist eine, eine Gesellschaft der, der vielen, wo man. Jenseits von Parallelgesellschaften gemeinsame Punkte sucht. Das heißt auch nicht gesunde Mischung einer Gesellschaft, mhm. weil bestimmte Dinge sind ja nicht über Nacht entstanden, sie sind ein Produkt von gesellschaftlichen Situationen. Mhm. Und da muss man gucken, dass die Gesellschaft da das Miteinander stärkt und auch neue Konzepte braucht, wie man an demokratischer Kultur gemeinsam arbeiten kann. Geht das, wenn man praktisch gefragt Stadtteile oder Quartiere hat, die zu, ich sag's jetzt mal, 70 Prozent aus Menschen mit ähm, entweder türkischer oder türkischer und arabischer ähm, Sozialisationshintergrund äh, sich zusammensetzen? Geht das dann? Ja, es, es hat natürlich Schwierigkeiten. Also, wir müssen auch ein Paradox sehen. Es gibt auch Konflikte in der Migrationsgesellschaft oder in migrantisierten mhm. Communities. Aber die Gesellschaft muss neue Konzepte ausprobieren und die Gesellschaft muss neue Herausforderungen angehen, weil manchmal problematisieren wir Dinge, die nicht Probleme sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel, man sagt. Ja, dadurch, dass sehr viele türkeistämmige und arabischstämmige Leute in einem Stadtteil leben, ist die Integration gescheitert. Mhm. Das kann man so pauschal nicht behaupten. Zum, diese segregierten Gegenden, sie sind ja nicht auch über Nacht entstanden, sondern sie sind ja auch durch bestimmte stadtpolitische Entwicklungsprozesse, Urbanisierungsprozesse entstanden, wo man überlegen muss, inwieweit man da andere Formen des Miteinanders gestalten kann. Ich weiß zum Beispiel, es gibt Sozialräume wo Migrationsanteil manchmal stark ist, aber wo das miteinander funktionieren kann, wenn man andere Konzepte äh, wagt und wenn man auch andere Konzepte offenlegt. Mhm. Und da brauchen wir ganz klar Ansätze, die diversitätssensibel sind, wo man die Vielfalt der Menschen akzeptiert, ohne dass man dann irgendwie bestimmte Dinge immer... Ähm, an sich reißt, sondern dass man dann auch Möglichkeiten sucht, ähm, auch gemeinsam nach dem Wir zu suchen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Und dann ist es natürlich auch wichtig zu sehen, ähm, allein durch den demografischen Wandel haben mhm. wir die Situation, dass in den nächsten zehn Jahren in allen Städten jeder zweite junge Mensch eine Migrationsgeschichte mhm. haben wird. Also wenn wir jetzt immer mit, mit Drogenszenarien... Mhm. Und wenn wir mit Bedrohungsszenarien, Konzepten kommen, dann ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg, den wir da gemeinsam gehen können. Dann müssen wir auch ganz klar andere Konzepte suchen, die diversitätssensibel auch eine neue Stadtpolitik, auch eine neue Sozialraumpolitik ansetzen. Da wurde gerade noch eine Frage reingeschoben. Kann man eigentlich perfekt integriert sein und trotzdem Erdogan wählen? Geht, ich, äh, zu, zu gesi zeiten habe ich Studenten kennengelernt, die äh, Jura studieren ja. oder Ingenieurwesen studieren, die haben sich da irgendwie gezankt da in der Kantine. Ähm, da habe ich gesehen, ähm, wenn sie, wenn sie dann Deutsch denken, dann sind sie so ein bisschen mhm. demokratisch orientiert. Und wenn sie wieder in ihre türkische Denkweise gehen, ähm, stehen sie unter dem Einfluss mhm. von bestimmten konservativen Kreisen. Das hat natürlich auch Gründe. Man muss ja sehen, diese Einflüsse stehen, entstehen ja nicht aus dem luftleeren Raum, sondern mhm. auch familiäre Einflüsse spielen da eine sehr zentrale Rolle, weil auch die Sozialisationserfahrung von vielen Türkeistämmigen mhm. da auch prägend ist, wie sie politische Themen in der Türkei Ansehen und auch wie bestimmte politische Themen an sie vermittelt werden, auch durch einseitige Medien. Und das spielt, glaube ich, auch eine zentrale Rolle. Du hast mit Sicherheit den Satz von Jem Özdemir gehört jetzt am Wochenende. Der sagte also: ähm, Hier als äh, Mensch, der türkisch wahlberechtigt ist, aber in Deutschland in einer liberalen Gesellschaft lebt und dann aber Erdogan wählt, darüber wird zu reden sein. Ja. Äh, was hast du denn gedacht, als du den Satz gehört hast? Ähm, ich bin der Meinung, dass dieser Satz richtig ist. Wir müssen darüber reden, auch wenn nicht alles Problem ist. Wir müssen alles problematisieren und wir müssen letztendlich auch ähm, darüber reden, was haben wir die letzten 40, 50 Jahre an Integrationspolitik falsch gemacht? Und da sind Wurzeln drinne, die wir natürlich noch mal sehen, inwieweit wir Familien, Kinder, ähm, junge Menschen mhm. frühzeitig abholen können für demokratische Werte. Und das ist, glaube ich, das, was ein Thema ist, worüber wir uns auch in den nächsten Jahren stärker äh, in den Diskussionen auseinandersetzen werden. Wir haben noch vier oder fünf Fragen. Ähm, wie steht Erdogan heute zur EU, zur NATO, zu Russland, zu Griechenland? Ähm, Hat sich das verschoben bei ihm? Gut, zur EU kann ich sagen, dass das in den letzten Jahren kaum ein Thema eingenommen hat. Also mhm. die Annäherung in die Richtung hat sich so ein bisschen äh, hat abgenommen. Ähm, zu NATO sehe ich, dass er noch zur NATO gebunden ist, aber er nutzt gerade auch so Machtinteressen aus. Beispielsweise blockiert er äh, den NATO-Beitritt Schwedens, Schwedens ne, ja. und begründet das irgendwie, dass in Schweden viele kurden pkk terroristen leben da ist es so eine tendenz die er da irgendwie als blockadestrategie nutzt auf der anderen seite sehen wir dass er neue bündnispartner sucht und auch die nähen zu putin zeigen ja dass er da auf der suche in verschiedenen richtungen ist und dass er nicht in eine richtung denkt sondern auch in viele richtungen sich bewegen möchte und da mehr neutraler agieren möchte und nicht. Oder möchte er einfach seinen eigenen Einflussraum vergrößern genau. in alle möglichen Richtungen? Das glaube ich, dass er das machen möchte. Er möchte seinen Einflussraum äh, vergrößern und er hat auch keine einheitliche Strategie. Mhm. Also es können auch tagesaktuelle Entwicklungen dazu beitragen, dass er seine Strategien ändert. Mhm. Wie oft eine Lernfrage, wie oft kann der Präsident, der türkische Präsident, wiedergewählt werden? normalerweise dreimal. Mhm. es ist so. Ähm, es ist das dritte mal. Mhm. normalerweise konnte er nicht kandidieren. er hat aber das den ersten wahlgang als nichtig also erklärt ja. und hat quasi das als <laughs> zum zweiten wahlgang erklärt. <laughs> ah, ja. Ähm, das war mir auch nicht klar. Ähm, pressefreiheit äh, und zwar in bezug auf social media, wie ist es? Äh, in der Ist die Pressefreiheit von Influencern ein Thema in der Türkei? Ein riesiges Thema. Es ah. gibt ein Desinformationsgesetz. Durch das Desinformationsgesetz ähm, hat Erdogan auch Kontrolle über die sozialen Medien. Mhm. Und wir haben manchmal die Situation auch im, im Zuge der Wahlen. Manchmal wird Twitter ausgeschaltet und andere Dinge, so dass man ähm, nicht frei agieren kann, auch als Influencer. Mhm. Zwei letzte Fragen, eine nochmal zur Wahl. Hätte ein anderer Gegenkandidat gegen Erdogan bessere Chancen gehabt, äh, zu gewinnen? Ähm, das kann ich so nicht hundertprozentig unterschreiben, aber sicherlich hätten andere Kandidaten stärkere Voraussetzungen gehabt, weil, jetzt kommt die Frage, weil, beide Kandidaten, sowohl Erdogan als auch Klistarolo, sind alte hm. Kandidaten. Ja. Beide Kandidaten sind schwache Kandidaten. Beide Kandidaten, ähm, es gibt eine jüngere Generation, die ist mit diesen beiden Kandidaten groß geworden. Ähm, und ich glaube, dass ein jüngerer Kandidat bessere Chancen gehabt hätte können. Aber das ist Kaffeesalzleser. warum gab es den nicht? Es gab den Sinan Oran, aber ja. der war nicht ähm, in diesen beiden rivalisierten Blöcken, sondern er hat seinen dritten Block gehabt und hat trotz dessen 5,5% bekommen. Mhm. Und das ist für einen, der in der politischen Bühne kaum eine Repräsentanz hat, eine riesige Zahl. Und ich glaube, dass er natürlich, er hat profitiert von bestimmten Diskursen, Narrativen, aber... Dass der auch ähm, viele junge Wähler an sich gezogen hat. Mhm. Genauso wie Mohamed Dem der ja auch letztendlich in den letzten Drücker zu sich zurückgezogen hat, da hat er ja auch Sympathien von vielen jungen Wählern gehabt. Mhm. Und also, alle, beispielsweise, ja. äh, wenn jetzt ähm, beispielsweise der Oberbürgermeister von Istanbul, ja. ne? der Imam Rolo, der ja auch irgendwie den Wahlkampf mit unterstützt hat, bist du, ne? der ist ja jung, dynamisch. Ich glaube, dass der größere Sympathien geerntet hat. Und dass das auch eine Rolle gespielt hat, aber Erdogan hat kurz vor den Wahlen ein Politikverbot gegen ihn ja, ja. als Klage erhoben, so dass der gar nicht zu den Wahlen angetreten, also wenn er angetreten wäre, dann wäre die Gefahr da, dass der eventuell angeklagt wurde und seine Wahl wieder nichtig gemacht worden ist und mhm. deshalb ähm, war das zu riskant, glaube ich, auch für das CHP Lager. Die allerletzte Frage? <laughs> Wie stehst du zum Böhmermann-Gedicht äh, bzw. der Böhmermann-Gedichte-Affäre und gerade zur Reaktion der deutschen Bundesregierung damals auf das Gedicht? Ja, ein, eins muss man natürlich sehen. Ähm, Gedichte kann man machen, Meinungs- mhm. und Pressefreiheit gibt es immer. Man kann auch Ironien machen, manchmal ist es natürlich unter der Gürtellinie. Bei Böhmermann war es teilweise unter der Gürtellinie. Trotz dessen bin ich der Meinung, das ist auch Teil der Meinungsfreiheit und das muss auch die Meinungsfreiheit akzeptieren, dass es da auch Kritik in solcher Form geben kann. Kimmer, okay, danke sehr. Danke für deine reichhaltigen Auskünfte, dein Wissen. Und äh, ja, die Einladung, noch mal wiederzukommen, ist ausgesprochen. Darauf freuen wir uns sehr. Danke für eure Fragen, euer Interesse und eure Unterstützung. Unterstützung, so heißt das Wort, ohne die es dieses Format nicht geben würde. Das wisst ihr, wer im vergangenen Monat äh, tatkräftig mit dabei war, seht ihr jetzt im Abspann. Bis zum nächsten Mal, tschüss.